Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem richtig geilen spontanen Stream auf dem Kanal des Hundes. Wir sind wieder back am Start, Marc Rumpelbumpel wieder in der Haus 1 zu 7 E-Star. Und ja, ich habe mir gedacht, wir sind eigentlich in letzter Zeit relativ wenig kriminell gewesen. Ja, also relativ, ich sag relativ wenig. Und ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal auf Raubzug und schauen mal, wie wir die Polizei so ein bisschen triggern können, indem wir einfach ein bisschen Scheiße bauen. Und das haben wir schon lange nicht mehr so richtig krass gemacht wie jetzt. Also ich habe irgendwie Bock, wirklich mit Motorrad heute einfach auf Raubzug zu fahren. Einfach Läden ausrauben, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Und Dankeschön an Mina Gerst, direkt am Anfang schon 3,49 Donate auf einen guten Stream. Vielen herzlichen Dank, warte mal, ich muss mich mal besser hinsetzen, glaube ich. Ja, ein bisschen höher, so jetzt sind sich besser. Und ja, by the way, ich werde heute mit dem GTR erstmal losfahren, werde mir dann einen Helm und alles kaufen. Ich habe nämlich noch nichts gekauft dafür. Und dann werden wir unser Motorradl holen. Auf jeden Fall, Leute, wer es noch nicht wusste, jetzt schon mal Like da lassen, Abo da lassen, würde mir auf jeden Fall freuen. Road to 1 Million, wir wissen Bescheid, ja. Irgendwann ist es ja soweit und würde ich sagen, ich starte mal durch und ich muss mein Geld noch abgeben. By the way, das Geld, was ich hier habe, ist tatsächlich nicht ercheatet. Sieht nur so aus, ist aber wirklich mein Geld, das kriege ich immer vom Geldwäscheln. Wenn ich bei allzu sieben Geld wasche, hat mein Kumpel meistens immer Bargeld viel dabei, das muss ich auf die Bank legen. Ja, machen wir das als erstes und ich schaue mal dann gleich, dass wir irgendwie unser Motorrad dann abholen, aber erstmal zur Bank fahren. So ist es. Alter, was habe ich für eine Hupe drin? Warte mal. Ja, moin. Best Hupe EU West. In Paul Walker seinem GTR, Alter. So eine Hupe. Perfekt, so ist es. So. Also, los geht die Reise. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mal wieder ein bisschen kriminell zu sein und Waffeln. Scheiße, habe ich keine Waffeln geholt. Naja, egal. Wir fahren später mal vorbei. Scheiß drauf, wir holen uns später die Waffeln und später die ganzen Sachen, weil wenn wir jetzt angehalten werden, haben wir jetzt ein... Wobei, habe ich eine Waffe dabei? Ja, eine Pistole habe ich dabei. Super. Ganz toll. Ganz super toll. Immerhin habe ich ein bisschen ausgemistet. Ein bisschen ist gut, ich muss auch was zu essen kaufen. Also schau mal, dass wir nicht alles auf die Bank legen, dass ich wieder einkaufen gehen kann. Plus Rubellose, dieses Smart hier am Anfang des Streams. So, heute ist auch mal ein bisschen mehr los als gestern. So. Fahren wir mal zum Hauptplatz. Fahren wir mal zum Hauptplatz herum. Schau, was denn los ist. Alter! White Knight ballert einen Zwanni raus. Bin auch wieder am Start. Bist einfach der beste. Vielen, vielen herzlichen Dank und Grüße hier raus. GBT52, Servus, erste Spende zu spät. Man kennt's. Rainslower. Immer wieder zu spät. Ja, ja, eine ganze Minute immer. Uiuiui. Uiui, das Copperinus. Warte, ich fahr da mal vorbei. Ich habe eh nichts Illegales im Auto verbaut, oder? Auf mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich gesucht werde als Marc Rumpe. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr als Marc Rumpe gezockt. Also keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich glaube, der hält mich gleich an, ne? Ah, nicht mal. Handy Trifki ist überfallen! Der hält mich immer an, ja, perfekt. So ist das. Ich dachte, der will mich anhalten, durch vorbeifahren. Ja, gut. Er hätte ja eine allgemeine Verkehrskontrolle machen können. Ich habe ein Waffeleisen dabei, was ich nicht haben darf. Wisst ihr was? Wir fahren mal rüber zum PD und fragen, ob wir einen Waffenschein dort machen können. Weil ich glaube, Marc Rumpe hat seinen Waffenschein ja, entzogen bekommen. Wobei die Überlegung gerade ist, ach nee, sonst kriege ich ja... Stimmt, nee. Wir fahren zum PD, fragen nach einem Waffenschein. Ich muss ein bisschen Geld mitnehmen natürlich, aber das machen wir auf jeden Fall, weil ich glaube, der ist abgezogen worden. So, ich lasse mal überweisen. Zahlen wir mal ein hier. Die 2 Mille. Wie viel haben wir da? Ja, ein bisschen. Ja, ist wieder ein bisschen, haben wir wieder Geld bekommen. Ich zahle mir einfach 200.000 aus, das sollte reichen für heute, oder? Zwei oder 20.000? Was kostet ein Waffenschein? Ach komm, 30.000, das reicht. 30.000 sollte reichen. Oder fahren wir mal zum PD und schauen wir mal, dass wir einen Waffenschein kriegen. Weil, ja, der wurde mir letztes Mal oder vorletztes Mal wurde wieder abgenommen. Ach, Führerschein. Ach stimmt, Führerschein muss ich auch schauen, ob der mir abgenommen worden ist. Lass mal schauen. Okay, den habe ich. Gott sei Dank habe ich den noch. Ich dachte, letztes Mal wurde dem auch entzogen. Aber dann schauen wir einfach, dass wir einen Waffenschein kriegen und dann passt das. Schauen wir hier, ob da überhaupt wer da ist. Sonst muss ich einen Kollegen dort anpingen. So. Wisst ihr was? Ich schreibe mal der Polizei wegen Waffenschein. Dass da mal wer herkommt. So. Weil das ist heute wichtig, wenn ich Scheiße baue, dass ich unbedingt einen Waffenschein dabei habe. So, wer ist denn da? Brauche einen Waffenschein, bin beim BD und warte. So.
Dann warten wir hier mal eine Runde, ob da mal wer vorbeiwuppelt und mir einen schönen Waffelschein geben möchte. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir schauen halt, weil ich weiß nicht mal, was ich auf dem Kerbholz habe. Wisst ihr was, wir fragen heute einfach, was ich also auf dem Kerbholz habe und dann schauen wir. Vielleicht kriegen wir einen, vielleicht aber auch nicht. Müssen wir mal schauen. Christoph startet lange für 1 Euro. Christian haut auch nochmal 1 Euro raus. Nina Dragon, ey, schön, dass du auch wieder dabei bist. 21,99. Und Nina Dragon, oh, da ist er. Guten Tag. Sie sind wegen Waffenschein hier. Ja, zuallererst wollte ich mal abfragen, ob ich noch einen habe, weil ich bin mir gerade sehr unsicher dabei, ob der mir mal abgenommen worden ist. Das kann ich ja mal nachschauen, bräuchte ich Ihre Waffenschein. Die 113 bitte. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der abgenommen worden ist oder wie das ist, weil ich kann den ja nicht abfragen, ne? Oder ob der ausgelaufen ist, kann ja alles sein. Ja, warten Sie, ich schau kurz. Mhm. Perfekt, dankeschön. Ich glaube aber, der ist negativ, nicht, sie haben keinen Waffenpass. Ja, gibt es die Möglichkeit, einen zu beantragen? Ja, müsste ich allerdings kurz in der Akte nachschauen, ob sie schon wieder einen haben dürfen. Ja, okay. Ja, wenn nicht, dann ist auch gut, dann muss ich halt warten, aber ich sag mal so, ich brauch's für meinen Job, ne? Ach so. Ja, hätten Sie ja mal einen Ausweis für mich, damit ich das überprüfen kann? Natürlich, warten Sie mal. Natürlich habe ich einen Ausweis für Sie. Bitteschön. Jo, vielen Dank. Das werde ich ja mal prüfen. Jawohl, dankeschön. Ja, also so sind harte Zeiten derzeit, ne? Man muss immer so ein bisschen aufpassen auf sich. Ich passe in letzter Zeit sehr oft drauf auf, weil ich sag so, von meinem Haus sind öfters mal größere Gestalten. Da habe ich schon ein bisschen Angst, so ein bisschen, ne? Okay, laut Ihrer Akte hatten Sie wohl 1 Woche Sperre, das ist aber schon fast 1 Monat her. Dementsprechend kann ich Ihnen wieder einen ausstellen. Ah, perfekt. Ja, klappt durch. Ich dachte, es war vor 2, 3 Wochen. Ja gut, aber Sie sagen vor fast 1 Monat, ja, kommt hin, ja. Naja, es war am 9.5. glaube ich. Am 9.5. Ja gut, das ist ja schon ein bisschen was, ja. Ja. Ja, das ist wirklich ein bisschen hier. Dann 5.000 Dollar haben Sie bei. Natürlich, habe ich alles dabei. Gut, dann wissen Sie, wie es abläuft. Genau. 2500 Rechnung und die anderen werden abgezogen. Genau, ja. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Gut, dann werde ich Ihnen einmal den Waffenschein ausstellen. Mhm. Das Geile ist, du kannst immer Waffenschein beantragen in L.A., es ist so easy. Hoffen wir mal, ich hoffe, ja, okay, habe ich bekommen. So, dann haben Sie einmal einen Waffenschein für die Brieftasche. Jawohl. Dann bekommen Sie jetzt noch eine kleine Rechnung für die Bearbeitung. Perfekt, ja. Na, vielen Dank. Ne? Wie gesagt, ich frage lieber nach, bevor ich jetzt irgendwie eine Waffe kaufen gehe. Und auf einmal komme ich drauf, ich habe keinen Waffenschein, ne? Ja, ja, ist besser so. Ja, ist vielleicht besser so, ja. Perfekt, vielen Dank, der Herr. Perfekt. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ne? Jo, danke ebenfalls. Gute Schicht. Jo, vielen Dank. Jawohl, dankeschön. Schönen Tag noch. Danke, Wiedersehen. Das ging ja easy. Vor 1 Monat haben die mir den entzogen. Ich dachte, das ist erst eine Woche oder so her gewesen. Aber vor 1 Monat? What the hell? Das heißt, ich bin jetzt 1 Monat ohne Waffenschein rumgelaufen. Ich wusste das gar nicht. Dass der so lange schon weg ist. Ja, bist du deppert. Ja gut, hat jetzt insgesamt 5.000 Dollar gekostet. Das Geile ist, hätte ich schon die ganze Zeit eine Waffe dabei. er hat nicht kontrolliert. Gott sei Dank hat er nicht kontrolliert. Ich meine, hätte er eh nicht dürfen. Ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nur gefragt. So, wo fahren wir hin? Ich gehe mal Rubellose kaufen. Fahrzeug auf. Ach nee, Fahrzeug tankt man nicht auf. Wir gehen ja Motorrad holen. Wisst ihr was? Dann würde ich sagen, wir fahren doch mal runter und holen uns mal ein paar Rubellose. Ah, ist das schön, Waffenschein zu haben. Ist das nicht geil? Jetzt trage ich legal eine Waffe bei mir. Das heißt, wenn ich angehalten werde, muss ich keinen Schiss drauf haben, außer wenn ich wieder was Illegales dabei habe. Ich überlege, ob ich mir eine Schrotflinte kaufen soll. Das wäre nämlich legal, aber es ist richtig crank. Ich meine, die abgesägte ist illegal, aber die normale Schrotflinte, die geht ja auch relativ nice, ne? Die wäre theoretisch legal zum Erwerben. Ich muss überlegen, was ich heute alles mitnehmen. Ja, wir müssen mal schauen, was wir alles für einen Raubzug heute brauchen, weil ich möchte das nicht so nur noch 15-mäßig machen. Oh, geiler Lambo. Schauen wir uns den mal an. Ist der offen? Wo gehört denn der? Ah, Bubi. Mhm. So, kaufen wir mal ein paar Dingsy-Bumsys. Und zu essen kaufe ich auch mal was ein. Bevor ich nämlich wieder halb drauf gehe wie letztes Mal.
Du bist ja doch beim letztes Mal beim Bankraub bin ich fast raufgegangen, weil ich nichts mehr zu essen hatte. Nee, das Trinken war's, genau, das Trinken war's. Das hatte ich nichts mehr. So. Gut, warte mal, wir schauen mal, ob ich heute wieder Luck habe wie letztes Mal. Ich habe nämlich gestern Rubbellose aufgemacht und da war direkt der 10.000er da. Okay, sieht mir nicht so aus. Sieht mir nicht so aus, dass ich dieses Mal einen Gewinn habe. Na, 800, nee. Letztes Mal direkt den ersten aufgerubbelt, 10.000 Dollar da gestanden und direkt gewonnen. Ei, heute habe ich keinen Luck. Okay, heute habe ich mal keinen Luck, das ist ein schlechtes Zeichen. Wobei ich im letzten Stream gesagt habe, dass wir im nächsten Stream Luck haben werden. Also, irgendwas zwickt sich. Irgendwas muss sich dort zwicken. So, okay, warte, wir brauchen noch eine Maske. Müssen wir noch einkaufen? Ich überlege nur, ob ich das am Hauptplatz machen soll. Weil ich doch irgendwie Angst habe am Hauptplatz, weil da oft Cops sind und Zeugen. Nicht, dass die sehen, dass ich mir die Maske da kaufe. Wissen sie schon Bescheid, was ich vorhabe. Ja, müssen wir halt gucken. Müssen wir halt gucken, was wir machen. So, am besten 80er. Ah, hier kommt nach vorne. Das schaffen wir auch so. Einmal links abbiegen, bitte der. Und dann schauen wir gleich, wie viele Leute sind da. Ist eh kein Cop da, oder? Nö. Nö, ist eh kein Cop da, aber da parke ich mich dort ein. Boah, Alter. Dein Haus nicht gefunden. Boah, der telefoniert aber laut. Also. Ja, okay, nee, dann komme ich da hin, Digga. Ja, kannst du machen. Der telefoniert aber echt laut. Wenn ich telefoniere, tue ich immer flüstern. So, schauen wir mal. Also. Eh kein Kopf da, ich hoffe mal. Ich habe aber Masken. Ich würde nämlich gerne einen Helm tragen und darunter eine Maske. So eine dünnere Maske. Wisst ihr, was ich meine? Ach, der winkt immer, wenn ich durchgehe. Das ist so schrecklich, weil ich da so eine Animation eingestellt habe auf so einen Hotkey. Das ist richtig hart nervig. Die hier. Oder nee, warte. Oh, ist da jetzt ein Kopf? Ist da jetzt ein Kopf? Wie sagt sich, dass da ein Kopf ist? Nee, ist eh keiner da. Okay, warte, dann kaufen wir. Hör auf zu winken, sonst kommt noch wer her. Weißt du was? Ich kaufe sonst. Oh, das sieht doch geil aus. Das kaufe ich. Ja. Die kaufe ich. Dann mache ich die weg. Maske. Aber die bleibt hoffentlich eh, ne? Und jetzt brauchen wir noch einen Helm. Perfekt. Einen Helm müssen wir noch irgendwo kaufen und dann geht's los und dann brauchen wir unser Fahrzeug. Ich überlege gerade, soll ich eine KTM kaufen? Eine XC? Ich weiß nicht. Supermoto XC ist halt auch geil, aber die, ich glaube, die crasht so schnell. Mal gucken, wir fahren mal jetzt nochmal. Oh, ist da von dem Kopf? Ich habe immer so Schiss, dass da immer ein Kopf ist und zieht, was ich einkaufe. So, dann fahren wir nochmal da lang und dann holen wir uns einen Helm und dann das Motorrad und dann geht's los. Oh, sieht mich eh keine Sau, ne? Perfekt. Boah, Alter. Da schon langsam fahren, weil da der Blitzer ist. Und los geht die Luzi. Ja, ich fahre immer wie ein gesenktes Hau durch die Stadt. So muss das auch. Ich meine, ich fahre ein GTR. Da musst du schnell fahren. Oh, ist aber ein EK-Kopf hinter mir, oder? Ja. So, also noch einen schönen Helm kaufen. Und dann schauen wir mal. Also, vielleicht kaufe ich mir noch eine KTM XC. Ich muss mal schauen, was schneller ist. Weil ich habe jetzt eine 125er Supermoto in der Garage von Honda, glaube ich. Dann müsste ich. Alter, jetzt hör doch endlich mal auf zu winken. Das ist so heftig nervig. Weißt du was? Ich nehme mal so irgendein so anderes Oberteil. Security Over. Oh. Security Oberteil. Nee. Nee, nee. Also Off-Ride nehme ich einfach mal. Nehme ich mal Off-Ride Oberteil. So, und dann brauche ich. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Achso, das gibt's ja gar nicht, ne? Ich muss rübergehen. Nein, möchte ich nicht für zu Hause speichern. Hier müsste sie geben, ne? Helm. Jawohl, hier gibt's Helme. So, was. Irgendwas, wo meine Haare verdeckt sind. Den hier. Wisst ihr was? Den kaufe ich mir. Den hier. Genau den. Hör endlich auf zu winken. Muss nur schauen, ob das richtig aussieht. Weil nicht, dass ich jetzt die Maske auf habe oder sieht scheiße aus. So, das passt. Weil oft, wenn du einen Helm abziehst, ist der weg. Okay, perfekt. Der hat er gespeichert. Perfekt. Okay, also so werde ich heute rumfahren. Eine Brille fehlt vielleicht noch. Ja, eine Brille muss ich mir noch kaufen. Das wäre noch nie so schlecht. Vielleicht gibt es da diese Enduro-Brille. Schauen wir mal, wo ist denn die? Hör auf zu winken! Es ist ja gut. Ja, hier sind Enduro-Brillen. Dann kaufe ich mir die. Ey, hör doch endlich auf, Bruder. So, dann habe ich jetzt eine Maske. Die, Alter, das sieht richtig. Alter, die Brille alleine. So sieht das richtig geil heftig aus. So. Und jetzt noch der Helm. Alter, ist das geil. Okay, so werden wir heute rumfahren. Das ist unser Outfit. Wobei, warte mal, scheiß drauf. Nichts Weißes anziehen. Wir müssen uns schwarz anziehen. Komplett schwarz einkleiden. Stimmt, ist viel besser, weil ich bin ja Depp, weil wenn wir uns nicht schwarz einkleiden, haben wir ein Problem.
Hör auf zu winken! Weil sonst sieht man uns. Und ich möchte nicht, dass uns wer sieht. Vor allem in der Nacht ist das richtig geil. Boah, wer rennt denn da? Wer hier gerade gestalkt? Wer rennt denn da? Will er den Laden ausrauben? Ich weiß nicht. Da wollte der gerade mein Auto klauen. Da rennt er einfach. Komm, wir fahren mal. Mein Auto war offen. Uiuiui, wollte er den klauen? Ich fahr mal hin, ich schau mal, was der macht. Vielleicht verkauft er die Juwelen. Ich weiß nicht, was der Typ vorhat. Schauen wir mal. Für mich sah es gerade so aus, als wollte er vielleicht mein Auto klauen oder so. Der ist voll komisch, guck mal. Was macht der denn? Hey, was macht der Typ denn? Hat der keinen Fahrzeug oder? Schau mal, der rennt da rum. Der macht da hinten irgendwas. Also ich fahr da nochmal hin. Der raubt jetzt gleich den Laden aus und versteckt sich. Sowas von. Ich fahr doch mal vorbei. Irgendwas macht er doch. Oder ist ein Zivilcop, ne? Hä, wo ist der hin? What the fuck? Wo ist der hin, der Typ? Hä? What? Ey, der war doch gerade hier noch um die Ecke. Ah, da ist er. Hey, du? Jo, was geht? Was machen Sachen? Nicht viel. Ich habe gerade ein bisschen Geld geholt. Ich muss mein Auto abholen. Also, du hast so, so verdächtig ausgesehen. Ich dachte so irgendwie vielleicht Juwelen verkaufen oder sowas. Nee, alles gut. Ich habe nur ein bisschen Geld abgeben müssen. Mein Auto steht schon wieder beim Abschlepper. Ah, okay, verstehe, ja. Soll ich dich vorhin bringen? Ja, wenn du mich zum Abschlepper bringen könntest, wäre geil. Na klar, kann ich dich vorbeibringen. Der ist eh gleich da um die Ecke. Warte mal, ich muss aufmachen. Ja. Ah. Jetzt aber. Jawohl, so. Wunderbar, danke dir. Ja, ich dachte mir so, hä? Da geht so wer vorbei, weißt du, ich war gerade so am Umziehen drin. Da dachte ich mir so, hä, da geht gerade so irgendwer vorbei. Da hast du irgendwie so voll lost ausgesehen, so. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, so irgendwie. Aber gut. Nee, alles gut, alles ja, gut. Weil man sieht sehr selten Leute einfach so rumrennen. So. Ja, hier ist der Abschlepper. Also hier. Bisschen rausholen. Bitteschön. Tipp. Danke. Bitte. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ne? Ebenfalls. Schauen wir mal, eine gute Tat gemacht. Bevor wir zum Arschloch werden. Eine gute Tat vollbracht und jetzt geht's gleich los. Erstmal ein Alibi, ja. Ich habe da jemanden hingefahren. Ihr müsst euch merken, der Typ da hinten. Dann habe ich ein Alibi für diese Zeit. Wobei man könnte das ein bisschen Zeit versetzen. Da wird jetzt sicher einen guten Einspruch machen, wenn es soweit ist. Gut, aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Am besten, wir holen unser Fahrzeug nicht hier raus. Mir fällt nämlich gerade auf, wir sind sau viele Leute. Am besten, wir holen uns das Fahrzeug aus dem Parkplatz, der irgendwo am Arsch der Welt ist. Die Frage ist, wo ist denn so ein Parkplatz? Ein anderes Auto aus dem... Ja, wir müssen runterfahren. Komm, wir fahren. Oh ne, Polizei. Ah, scheiße, rüber. Ja, siehst du, stell dir vor, ich hätte das Ding jetzt ausgepackt. Hätte jeder gesehen, dass ich das war. Wenn der jetzt schlau ist, dann biegt er jetzt da ab, aber macht er nicht. Ha! So, runter geht's. Das Fahrzeug umtauschen und dann werden wir ein bisschen auf Höschenjagd gehen. In der Hoffnung, dass wir heute ein bisschen was abstaubeln. Offroading, erstmal eine dicke fette Anzeige dafür. Ah, ich will, das hast du, ich kann richtig gut haben. Beste Hupe EU West, Leute. Hört sich ein bisschen an wie die Österreich-Sirene. Ja gut. Halbwegs. Eigentlich wollte ich noch einen geilen Drift hinlegen, bevor ich reinfahre, aber das war's ja komplett. So, wo ist mein Motorrad? Also ich überlege, wir schauen mal, wie schnell das Ding fährt. Wenn es zu langsam ist, holen wir uns eine KTM XC, okay? Wir schauen es uns mal an. Also ich habe hier ein Motorrad. Wisst ihr, was mir nur aufgefallen ist? Ich glaube, ein Problem haben wir bei dem Motorrad. Du kannst das Kennzeichen nicht abnehmen. Bei der EXC kannst du das Kennzeichen komplett abnehmen. Jetzt halt die Überlegung an den Chat, was ist gescheiter? Ich finde gerade das Motorrad, by the way, nicht. Hä, wo ist denn das Ding hin? Bin ich gerade komplett lost? Ah, da ist sie. Hier. Schau mal, richtig geiles Ding, zwei Takte, hat auch Leistung, glaube ich. Aber das Problem ist das Kennzeichen, ne?
kannst zurückverfolgen auf Mark Rumpe. Das ist das Problem jetzt. Jetzt überlege ich, ob ich mit dem Ding heute fahren soll oder die XC nehmen, wobei die XC ziemlich schnell anfängt zu rauchen, was das Ding, glaube ich, nicht so schnell macht. Aber müssen wir mal gucken. Also schauen wir mal, warte mal, ich setze mal einen Helm auf. Den wir haben. Perfekt. Ja, der Chat schreibt XC, ja gut. Hab ich gesagt, ja gut, das habe ich ja. Okay, Leute, wisst ihr was? Ihr habt recht, ist vielleicht besser, weil ich kann hier auf dem Fahrzeug echt das Kennzeichen nicht abmontieren, was mich etwas triggert. Ja gut, dann holen wir uns eine XC, aber dann müssen wir ein bisschen Geld abheben gehen. Dann fahren wir hier nochmal vorbei an so einem Shop hier. Und dann holen wir uns eine XC. Aber gut, ist auch, glaube ich, besser. Ich meine, ich wollte heute eigentlich mit der rumfahren, aber ist besser, weil das Problem ist halt, hier kannst du jederzeit den Namen zurückverfolgen. Ne, das ist halt das größte Problem. Und dann wird die Polizei vor meiner Tür stehen. Und das ist das Problem, glaube ich. Deshalb wäre das vielleicht besser uns. Ja, aber gut. Ich schau mal, wie schnell die EXC ist und wie schnell das Ding ist. Müssen wir auch gucken. Ich glaube, die EXC ist nicht ganz so schnell. Riecht wie so wendig, weil das Ding ist halt echt schnell. Oh, warte, das ist ein Radar da vorne. Müssen wir aufpassen. Da irgendwo steht's. Wo steht denn das Radar hier? Ne, wo ist denn der Radar? Da vorne ist er, oder? Da ist er, schau mal. So fies das Ding, gibt euch das. Da fahre ich so oft durch die Kiste. Aber egal. So wenig Tank hat das Ding auch. Was kostet so eine XC? 125.000 oder was? Mal gucken, was das Ding kostet. Ja, aber das Einzige, was ich vermisse, ist dann hier der Zweitakter-Sound. Den hast du bei der XC halt nicht. Was keine 125er oder 250er ist. Zahlen wir mal aus, so wie viel. Was sitzen kosten? 300.000? Höchstens. Ich schätze mal so 100.000, dass die XC kostet, oder? Alter! Black Blaster 4 oder Blackbuster 4, wie auch immer, alter Bruder. Schallert an Fubi raus. Erste Grüße an dich. Ihr wisst, was das heißt. Like Hype auf Blackbuster 4 der Nacken. Haut mal drauf auf den Button, macht ihr mal blau. Würde mich freuen, Leute. Würde mich freuen. Road zu 10.000 Likes, Leute. Ihr wisst Bescheid. Also schön den Button zerdreschen. So, ich muss auch mal ein paar Donis noch vorlesen, die ich noch nicht vorgelesen habe. Man kennt's. Ach, wieder viel zu viel und ich bin wieder zu blöd für alles. Naomi 1977, haut raus, moin. Machst du heute Juve, also den Juwelenraub, werde ich heute auf alle Fälle mal erwischen. Hier. Hoppala. Dir geht's aber gut, oder? Natürlich. Ja, hoffentlich. Wieder drifte ich. Was macht er? Kleine Stuntshow am Rande. So wenig Leistung für Burnout. Ah, jetzt. Oh, das Ding ist fast leer. Scheiße. Oh, warte mal. Ich muss es ganz schnell. Eieiei. Ich muss es ganz schnell drüben abgeben. Ui. Wir fahren mit dem Skateboard drüber, Leute, und kaufen das Ding. Ey, das ist aber eine geile Idee. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wenn wir auf der Flucht sind, ne? Dann könnte ich dieses Fahrzeug dann tauschen gegen das hier. Wäre ja richtig geil. Oh, guck mal, was da steht. Guck mal, was da steht. Ist das angemeldet? Das ist der Sound auf die Spende. Das Ding ist aber an, ne? Scheiße, es ist an, aber ich komme da nicht drauf. Egal, ein Skateboard habe ich auch nicht mehr. Scheiße, müssen wir auch kaufen. Ja, toll, jetzt kann ich alles rübermetteln. Danke für... Alter! Danke für nichts. Weil ich habe vergessen, dass ich kein Skateboard mehr habe. Das habe ich letztes Mal verloren. Ich habe meine ganzen Sachen im Mülleimer geworfen. Ich schätze, da war Skateboard auch dabei. Das war's wieder komplett. So. Dankeschön an. Wer hat noch rausgeschallert.de? Ich komme echt nicht mehr hinterher. Dark Minecrafter King, danke für den Euro. It's Muffin Time, danke für den Euro. Dann der Steifbart dort raus. Ich liebe deine Streams. Hashtag mega geil. Dankeschön. Xlone, die Hikesion. Schöne Grüße aus dem Saal. Dankeschön zurück. Florinat haut auch raus. Ich werde erst in der Zwischenzeit meine Helm abziehen, nicht, dass das wer sieht. Boah, hier geht schon wieder die Luzi ab. Du bist wahrscheinlich Juwelenraub irgendwo. Ach ja, by the way, RLO 2.0, ne? Seht ihr da voll diese Bank? Diese hier? Ich höre euch, auf RLO 2.0 kann man jede Bank ausrauben. Auch so eine. So eine kleine Bank. Der Bankraub, also ich habe gestern noch dran gewerkelt. Da waren
unser Dev und der Andel haben das reingezogen und ich habe es halt gestern noch ein bisschen optimiert und ein bisschen angepasst, dies, das. Auch nochmal danke an Andel und an den Dev, dass ihr das reingeschallert habt. Das ist so ein geiles Skript, ich schwöre euch. Also ich freue mich auf 2.0, du kannst dann einfach auch die kleinen Banken ausrauben. Und das ist schon heftig. Also, wie du sie ausraubst. Es ist nicht mehr so langweilig, dass du einfach irgendwo in einem Spot wartest, sondern du musst halt wirklich was machen, ne? Das ist halt echt geil. Ich freue mich so drauf, wenn man kleine Banken ausrauben kann. Das wird dann, glaube ich, so mein kleines Imperium bei 1:7 kleine Banken ausrauben. Scheiß auf die große Bank. Wenn du viele kleine Banken hast, kannst du auch fett Kohle machen, wisst ihr? Ja, schlecht ist die Idee nicht. So. Los geht die Luzi. Schauen wir mal, was gibt's denn da für Fahrzeug? KTM XC für 300.000? Na, ich schätze mal so 200.000, wenn wir hinblechen müssen. Ich hoffe, nicht so viel. E92, M3, auch schön. So, also Motorrad, eine EXC wird es wahrscheinlich, was kostet sie? Ah, ich trau mich nicht hinschauen. Nein, 355.000, willst du mich verarschen? Ich habe zu wenig Geld, Leute, ich habe zu wenig Geld. Ah, ich leih mir schon ein Fahrrad aus da hinten. Ich dachte, die kostet nicht so viel, ich dachte so 250 bis 300 maximal, aber 355, Bruder, muss los. Danke für nichts. Rennrad erstmal ausleihen. Jetzt kann ich erst wieder Dings machen. Naja, egal. Ist halt so. Ist gut so. Du musst heute aufpassen. Die Finanzen sind nicht so einfach, Jens. Ja, ich sag so, auf RLO 2.0 wird es einfacher sein, weil da haben wir realistische Preise. Da kannst du circa schätzen, was bezahlst du dafür. Weil derzeit haben wir ja hier irgendwelche Preise, ne? Weil ich das ja... Das Finanzsystem auf RLO 1.0 richtig für den Arsch ist, so gesehen. Weil halt alles sauteuer ist, man aber viel Geld machen kann. Und das wird drüben anders sein. Und dann weißt du halt genau, okay, eine KTM XC kostet 8.000, 9.000 Euro. Wenn du die komplett neu kaufst, ja, dann kommt das gut hin. Und dann weißt du, okay, so und so viel musst du mitnehmen. Warte, wie viel habe ich jetzt? Ach komm, scheiße, habe ich mir 50.000 mit. Na, das geht ja auch nicht aus. Ah doch, 55 kostet sie, ne? Wie 70 mit. Da habe ich immer noch ein bisschen was auf der Seite, wisst ihr? Dann habe ich immer noch ein bisschen was zur Seite. So. Dankeschön an hochscroll.de. Gradostina. Dankeschön für 1 Euro und der coole Dude, Heixion. Ich wollte fragen, wie deine Grafikmod heißt. Und Grüße gehen raus an den Chat. Ist eine Eigenkreation, mein Lieber. Also gibt es leider nicht zum Download. Ich benutze aber verschiedene Grafikmods wie Visual V und Natural Vision. Also auf das basiert das Ganze hier. Und ich habe das damals irgendwann, ist schon Jahre her, ich glaube. Ein, zwei Jahre um den Dreh habe ich die dann selber umgeschrieben, ja. Und einen eigenen ENB geschrieben, einen eigenen Reshade. Und habe das halt angepasst an meine Settings. Gibt es aber leider nicht zum Download. Leider nicht. So. Ah, geil, ey. Und hier kann man, wisst ihr, was wir. Ich habe hier ist es. Kennzeichen abmontieren. Wir können sogar hier die Dinge abmontieren. Ey, das ist voll geil. Aber wir tun erstmal Kennzeichen dran, ja. Oder sollen wir es abmontieren direkt? Wisst ihr was? Wir ziehen jetzt erstmal die Maske auf. Den Helm. Und wir montieren das direkt ab. Ich schaue, wie schnell das Ding gestandard fährt. Alter, das geht ja viel schneller als das andere Ding. Aber wisst ihr, was wir auf jeden Fall machen müssen? Wir müssen, glaube ich, nochmal Geld abheben, weil da muss eine Panzerung drauf auf das Ding. Das ist das allererste, was wir machen müssen. Eine Panzerung, weil das Ding halt so schnell anfängt zu rauchen. Das habe ich nämlich ehrlich gar nicht gedacht, aber ich muss mal schauen, was eine Panzerung kostet. Alter, wisst ihr, was geil wäre? Ein Bankomat direkt beim Tuner drüben. Da muss ich die ganze Zeit zur Bank fahren, aber das ist halt, ja. Ich denke halt nicht mit. Ich denke nicht, kauf einfach irgendwas und das war's dann. Aber schauen wir mal. Was eine Panzerung kostet. Darf ja nicht allzu viel kosten, oder? Wenn wir zur Verbesserung gehen. Panzerung. 142.000, aber gut, das ist es wert bei dem Ding. Das ist ja das. Das ist es das wert, weil das halt so schnell kaputt geht, das Teil. Also über 100.000 Dollar. Muss schon, so viel habe ich eh noch irgendwo liegen. Schauen wir mal schnell. Dann nehme ich jetzt, wisst ihr was, ich nehme einfach 200.000 mit. Dann kann ich auch noch ein paar Kleinigkeiten anbauen. Ich habe ja genug Geld. Also bei Mark Rumpa habe ich immer genug Geld liegen. So, nehmen wir 200.000. Oh. 200.000. So, perfekt. Dann können wir nämlich ein paar kleine Tuning-Teile machen. Aber nicht allzu wild, wisst ihr, nicht allzu wild. Das soll es auch nicht werden. Aber ey, die geht ja viel besser.
geht richtig steil. Und das ohne Kennzeichen, Jungs und Mädels. So muss das. Das ist die Sound. Heute illegal unterwegs, so muss das aber wirklich. So, Verbesserung, Panzerung. Zack, Turbo hauen wir auch rein. Und dann schauen wir mal, gibt es irgendwelche Anbauteile? Ne, Anbauteile gibt es eh nicht, aber... was gibt es denn? Lackierung. Warte, gibt es Chrom? Ja, weil die funktioniert ja nicht, die Lackierung, was ich weiß. Aber Chrom müsste eigentlich durchschallern. Ne, nicht mal das. Okay. Also Lackierung können wir uns mal abschminken. Gibt es nicht. Das heißt, jede Karte im Shot gleich aus. Dann schauen wir nochmal Verbesserung, ob wir irgendwas noch einbauen wollen. Federung will ich nicht machen. Getriebe. Motor kostet zu viel. Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so. 54.000 haben wir auf der Kante. Geil. So, KTM ist fertig. Sogar mit Blinker. Guck mal, wie süß die sind. So kleine süße Blinker haben wir da eingebaut. Und dann würde ich sagen, rauf zu 1:7 Gelände. Ja. Und 8 tanken müssen wir auch noch. Dann zu 1:7 und dann geht's los. Dann haben wir alle Vorbereitungen getroffen und dann brauchen wir gar nichts mehr. Dann brauchen wir gar nichts. Hoffen wir nur, dass da kein Copperino ist. Weil hier in der Tankstelle sehe ich sehr oft Copperinos. Da musst du aufpassen. Das ist so ein kleiner Anhaltspunkt. Anhaltspunkt, weil die direkt da drüben, ja, hier drüben, die Cops sind, ne? Da ist das ganze PD. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das Geile ist, mit der Maschine bist du so schnell weg. Also wenn wir heute nach Verfolgungsjagd sind, du kommst mit der KTM so scheißgeil weg, weil du halt auf den Berg fahren kannst, du kannst damit in der U-Bahn fahren, du kannst damit auf dem Wasser fahren, okay, das nicht, aber trotzdem irgendwie kannst alles damit machen. Und das ist der Vorteil, warum ich immer sage, wenn ihr einen Raub macht, nehmt euch ein Motorrad. Am besten so eine Supermoto, damit kannst du auch Offroad fahren. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich fahre jetzt hoch. Wäre möglich mit so einem Ding. Das mache ich jetzt auch. Weil ich es einfach kann, wisst ihr? Warte mal. So. Ja. Und ich muss keine Angst haben, dass mir wer Fail-RP reinschreibt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, alles möglich mit so einem Ding. Ja, das könnte ich sonst nicht. Oder schau mal. Ich kann jetzt hier auch ganz einfach easy peasy lemon squeezy hier runter. Ja? Ohne, dass das jetzt Fail-RP wäre. Ist das nicht schön? Es ist doch wunderschön, ist das. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier irgendwie rauskomme. Ja. So weit habe ich mal wieder nicht nachgedacht. Also hier, hier komme ich raus. Ja, du kommst halt echt überall hin mit dem Teil. So, dann fahren wir mal 1:07 rauf und schauen wir, dass wir unsere Sachen bekommen. Auf das Einzige, wo ich achten muss, ist, dass ich heute nicht hinfalle auf die Fresse oder so. Dann bin ich tot. Wo ist das, ein Kopf? Nee. Gott sei Dank, alles gut. Hohohohoho. Ja gut, 200 fährt das Ding circa. 200, das ist Ende. Also maximal 200. Wo mit einem Wheelie fährst. Ja, ist jetzt die alte, schnellste Motorradl, aber. Und das geht's ja gar nicht. Wir müssen damit halt überall hinkommen. Ja, 200 fährt's. So. Aufgrund eines Unfalls gesperrt. Das ist super. So. Bisschen Ablenkung für die Cops. Also, gehen wir uns mal ausrüsten. Alles zusammenholen. Und dann überlegen wir uns mal den Masterplan, wie wir das jetzt angehen werden. Ich bin ja heute komplett die Alone Army. Sprich, ich mache das alles heute komplett alleine. So, schauen wir mal rein da. Also, ich nehme ein bisschen was mit. Also, die Waffel habe ich ja. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche was... Vollautomatisches nehmen wir mit, nämlich die Glock 18, ja. Dafür hat sich der Waffenschein wieder ganz toll gelohnt, weil ich eh eine illegale Waffe mitnehme. Nee, aber ich habe mir gedacht, Glock 18, weil einfach geil ist. Glock 18 brauchst du, Taschenlampe nehmen wir mit. Munition tun wir auffüllen, Rüstung anwenden und das reicht. Also Glock 18 und du bist glücklich im Leben, glaub mir das. Mehr brauchst du nicht. Eine Glock 18 und der Leben ist das Leben ist gerettet. Der Tag ist gerettet. So, dann haben wir alles eigentlich, dann schauen wir gleich mal, wo wir den ersten Raub starten wollen, ja? Schauen wir uns das mal an. Also. Ich hätte mal gesagt, wir machen mal einen kleinen Ladenraub, oder? Und zwar, mein absoluter Favorite ist der hier oben, weil hier keine Sau ist, ja? Ach, scheiße, da oben ist der Unfall, guck mal. Da oben ist Unfallstelle. Okay, warte, dann machen wir was anderes. Dann nehmen wir am besten den Laden da drüben, da ist nämlich auch keine Sau. Hier drüben, das ist, also wenn du hier ausraubest, da ist keine Sau da, also da fahren wir mal hin.
Und der Rest ist Geschichte, ne? Der Rest ist Geschichte. Da fahren wir hin, machen wir den ersten Raub. Und dann schauen wir, wie weit wir heute kommen, ohne dass wir von der Polizei geschnappt werden. Vielleicht auch direkt am Anfang, ich weiß es ja nicht. Aber eigentlich im Normalfall sollten dort keine Cops sein, weil die sind jetzt alle auf der rechten Seite. Und dann sollte das passen. So. Dann schauen wir mal hier weiter. Wer haut denn raus.de? Ich kann mal wieder alles nicht lesen, weil einfach wieder zu viel reingedonnert wird. Ich meine, ist ja positiv, ne? Ist jetzt positiv gesagt. Das habe ich vorgelesen. Der coole Dude habe ich vorgelesen mit der Grafikmod. Steve94 haut einen Zwanni raus. Auf dem erstklassigen Stream. Hashtag Hype. Danke, Bruder. Oh, schau mal, Andres Entenhaus hat auch wieder geöffnet. Da können wir auch mal vorbeihuppeln. Aber wisst ihr was? Wir chillen mit ganz gechillten 100. Werden wir dahin chillen, einfach, dass wir nicht auffallen, ja. Und vor allem, ich möchte keinen Unfall bauen und dann auf die Fresse fallen. Und ich denke, wenn wir langsam zu dem Ort hinfahren, ist es auch besser. Weil, da kann ich auch ein bisschen mehr die Landschaft so anschauen, ob da irgendwo wer ist, ob da irgendwo Polizei steht, wie ist das. Aber wenn ich zu schnell fahre, merke ich das halt nicht, ne. Und da kann ich auch ein bisschen was lesen. Ich muss halt aufpassen, wenn ich was vorlese, heute auch Motorrad, wird schwer. UTM Shell 55, danke für 90 Cent, dann der Seifbart haut nochmal raus. Oder Steifbart, er ist aber Steifbart, okay. Malte Schiller, liebe deine Grafikmod, wünsche dir einen schönen Stream. Viel Glück, danke Bruder. Optik ist auch dabei. Hatte gestern Geburtstag und wollte mal Liebe hier lassen. Dann alles Gute nachträglich, liebe Optik. Ja, bei mir, ich habe ja auch jeden Tag Geburtstag, ne? Wisst ihr Bescheid? Brille fehlt. Ach, ihr habt recht. Danke an den Chat. Liebe geht raus an den Chat. Die Brille fehlt. So, jetzt sind wir ready. Ey, das sieht doch jetzt offiziell aus, oder? Ihr seht jetzt offiziell aus wie so ein Grenzgänger. Ja, ja. By the way, ich habe genau diese KTM, die ihr hier gerade seht, ne? Die habe ich zu Hause stehen, nur als 125er. In komplett Black. Die habe ich zu Hause stehen. Also auch mit dem Dekor hier. Das ist meine halt komplett schwarz, aber sie sieht genauso aus wie die hier. Auch vorne, ich habe sie ja auch umgebaut auf Supermoto, auch vorne hier dieser Kotflügel. Ist von der, ich glaube SMC ist der, ne? SMC Kotflügel. Jetzt bin ich ganz sicher. Den habe ich auch angebaut in schwarz. Erinnert mich gerade ans Motorradfahren damals. Irgendwie vermisse ich das ein bisschen. Ja, aber ich sag mal so. Seitdem ich mein Auto jetzt habe, seitdem ich richtig krass viel Auto fahre, ich fahre halt nirgendwo alleine hin. Deshalb, Motorrad ist gerade nichts mehr für mich. Ich bin zu alt dafür. Komm mir so vor. Damals war es geil, da war ich so, wie alt war ich denn? Ich Motorrad gefahren. Ey, 18, sicher war ich 18. So 18, 19, 20. Ja, so kommt so hin. Nur mit Kennzeichen, ja. Aber weißt du was? Weißt du, was das Geile ist? Mein Kennzeichen ist übelst steil hinten. Also, wenn mich die Polizei mal anhält, das ist viel zu steil. Ne, und ich habe damals eine 125er gekauft. Ich habe damals einen 125er Schein gemacht. Aber habe den damals liegen lassen und habe dann gleich den A2 gemacht. Und hatte dann aber die 125er zu Hause und ja. Wisst ihr was der Hauptgrund war, warum ich mir eine XC geholt habe? Weil sie ein Zweitakter ist. Und die werden nicht mehr gebaut. Also die 125er XCs, die werden nicht mehr gebaut. Und ich denke mal, dass die im Preis ein bisschen hochgehen wird. Weil KTM eben das komplett eingestellt hat mit XC 125 Kubik. Und ich finde das Ding einfach geil. Also ich habe auch GoPro-Videos in der Form, wo ich damit gefahren bin. Die werde ich jetzt nicht uploaden, aber die existieren auf jeden Fall. Ich wollte ja damals auch ein bisschen das ganze filmen, aber habe ich dann irgendwann gelassen. Keine Ahnung. Und einfach der Sound vom Zweitakter ist einfach so geil. Du haust einfach durch, dann kommst du in den Reso-Bereich, dann drückt es dich richtig rein, also so richtig nach hinten. Das ist halt ein komplett anderes Feeling, als wenn du mit einer Viertakter fährst. Also Zweitakter hat was, ist es einfach so. Ich finde halt schade, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden an sich. Aber ich behalte sie mir, ne? Vielleicht sage ich irgendwann mal wieder, komm, jetzt habe ich wieder Bock, Motorrad zu fahren. Derzeit eher nicht so. Auch, weil ich ehrlich sagen muss, ich wohne in der Stadt und in der Stadt Motorrad fahren und ich habe meistens Schandl dabei. Und das ist ein Einsitzer. Eine KTM kannst du, also so eine XC ist ein Einsitzer. Du kannst also nur... Oh, der wurde schon ausgeraubt. Du kannst also nur... Oh, das wäre liegen lassen. Oh, ehrenhaft. Der hat mir gerade Geld geschenkt. Ich habe gar nicht mal was gemacht. Was? Ey, wie ehrenhaft, Leute. Hat es gerade gesehen? Ich habe gerade gar nichts gemacht. Der hat mir gerade 4000 Dollar hingeschmissen. Ja, das passiert, wenn die Cops das nicht aufheben.
Ja, und wie gesagt, ich behalte sie und die wird auch höchstwahrscheinlich mal im Wert steigen, weil es ist halt eine der letzten Generationen von der XC, die 125er sind. Das ist halt ein geiles Ding, ne? Tempomat raus. Ja, jetzt habe ich ihn draußen. Ja, ich habe mit Absicht den Tempomat eigentlich drin, weil ich sonst Angst habe, dass ich einen Unfall baue, BZW, die Polizei mir auf den Sack geht. Aber ja. So, Crazy Cargo, Marc winkt seinen Zuschauern zu. Immer, du, es ist halt dieser, weil ich kann eh mal drücken. Vielleicht passiert er jetzt, aber jetzt macht das nicht, die Animation, ja, super. Ja, wäre schlimmer am Motorrad, wenn er auf einmal anfangen würde zu winken. Also ich sag mal so, der erste Streich hat schon mal halb funktioniert. Ich überlege jetzt nur, wenn ich jetzt dann nach oben fahre, ob ich doch nicht... Soll ich lieber... Ach komm, wisst ihr was, wir fahren den an, wir fahren den anderen an. Wisst ihr warum? Weil wenn ich den anfahre da vorne, da kommen die Cops viel schneller hin, weil da direkt die Autobahn ist. Aber wir fahren mal hier runter. Aber ich lasse lieber ein Tempomat drin. Einfach aus dem Grund, ich will mich jetzt nicht aufschmeißen, ne? Aber ich lasse es auf 130. Dass ich nicht auf 200 komme, weil dann hebelt es mich da aus. Vor allem hier im Offroad-Gebiet und dann ist alles Ende Gelände. Wortwörtlich. Das wollen wir ja auch nicht. Aber dafür ist das Ding eigentlich da, ne? Viele Leute haben auch gesagt, wie pervers ist das, wenn du eine Enduro als Supermoto umbaust. Und es stimmt auch. Es ist einfach richtig unnötig, aber es macht halt Spaß. Keine Ahnung, ist was Besonderes. Boah, ich weiß doch damals, wie ich vor dem Motorradgeschäft gestanden bin. Ich habe mich so geil gefühlt mit dem Ding. Und mir so vorstellen, ich habe erst frisch meinen Führerschein gehabt und bin so ein Motorradgeschäft gefahren, ne? Und da waren so Jugendliche mit so einem Moped, so 50 Kubik Mopeds. Und deren, also ich weiß noch damals in meiner 50 Kubik Zeit, der Traum war immer eine EXC. Also alle so, die ganzen Gachi-Fahrer, also in Österreich sagt man Gachi dazu, Gachupfer. Und das war immer so der Traum, eine EXC zu haben, ne? Und dann habe ich mich dorthin geparkt, Alter, die haben geguckt. Die haben solche Augen gemacht. Immer so, ich sage, meine EXC ist wirklich ein Schmuckstück. Also ich habe die so schön hergerichtet. Die sieht so schön aus, aber ich kann sie euch leider nicht zeigen. Also ich könnte es schon zeigen, aber ist aber so, ich möchte es jetzt nicht herzeigen. Wer weiß, ob ich damit dann irgendwann rumfahre und dann erkennt mich wer drauf, ne? So, oh, scheiße. Nee, aber die haben solche Augen gemacht. Und das ist halt das Geile, wenn du so eine Supermoto fährst, so ein Supermoto umbaust und du fährst damit in der Stadt, das hat halt niemand. Das ist halt was Besonderes. Und dann noch Zweitakter-Sound, dann hinten hast du, das Öl sifft hinten schon raus, das ist halt schon geil. Also dieses Feeling einfach sowas zu fahren, ist halt was anderes, als wenn du jetzt hier eine ganz normale Viertakter Straßenmaschine holst. Es ist halt anders. Ich vermisse es gerade irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das Problem ist, die steht jetzt schon länger rum, ich habe keinen Bickel mehr, sprich der TÜV ist abgelaufen. Den muss ich neu machen. Und das Problem ist, meine Kennzeichenhalterung ist so weit im Arsch, ne? Die ist so weit steil oben, dafür kriege ich keinen TÜV. Das heißt, ich muss die umbauen oder ich muss mir irgendwen suchen, der mein Auge zudrückt, dass ich dafür TÜV kriege. Aber ja, wird sich dann schon zeigen. Aber irgendwie vermisse ich es gerade, wegen Motorradfahren. Das war schon geil. Ach stimmt, mir fällt gerade auf, ich habe gerade keinen Motorradführerschein auf RLO. Ja, bist du denn? Warte mal. Ey, Bruder, du hast recht. Du hast ja voll recht, ich habe keinen Motorradführerschein. Guck mal. Weißt du, Hauptsache... Warte mal, Führerschein ansehen. Ja, ich habe wirklich keinen. Weißt du, Hauptsache, ich habe einen Waffenschein geholt, hol mir dann eine Glock 18, die illegal ist, und fahre einfach jetzt mit Motorrad rum. Ist das nicht geil? So muss das. Ja, das ist wieder komplett. Ich habe wieder alles gedabbelt und getribbelt. Alles, was ging. Waffenschein machen, dann mit illegaler Waffe rumrennen. Also hat sich der Waffenschein nichts gebracht. Und keinen Motorradführerschein haben, aber Motorrad fahren. Das ist wieder typisch ich, weißt du? Das bin typisch ich. So ist es leider, Leute. Es tut mir leid. Aber ich werde mich nicht ändern. So, das heißt Big Girl, ja. Ich weiß, bei uns heißt es Big Girl. Aber für die Deutschen, weil ich sage, so 90% der Zuschauer sind Deutsche, muss ich TÜV dazu sagen. Weil die denken, ey, was ist ein Pickel? Was ist ein Pickel? Ein Pickel? Die Deutschen sagen Pickel dazu. Die verstehen nicht, was ein Pickel ist. Ein Sticker. Ein Pickel ist ein Sticker. Und der Sticker ist wie die TÜV-Plaketten, ja? Für die, die es nicht wissen. So, okay, aber der ist noch nicht ausgeraubelt. So, Leute, jetzt passt mal auf, jetzt probieren wir es mal. Wisst ihr, was das Geile ist? Folgendes. Wenn jetzt die Copperinos kommen, hau ich über den Berg ab. Und das ist der Plan. Habt ihr verstanden? Oh, warte mal, tanken. Oh, tanken, das Ding ist ja fast leer. Boah, das schluckt viel. Ist du deppert. Aber noch so eine kleine Story am Rande.
Ich habe ja dieses Fahrsicherheitstraining machen müssen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist. Aber welchen Auspuff hast du dran an der Zahntacker? Den originalen. Aber du bekommst bei einer KTMX C125 zwei Auspüffe. Also du hast zwei Pötte. Sprich, einer gedrosselt, einer komplett entdrosselt. Meine ist komplett offen. Sprich, nicht legal zum Fahren. Ist mir aber scheißegal, ich fahr trotzdem so. Nee, natürlich Spaß, Leute. Ich fahr dir natürlich gedrosselt. Das war jetzt so Spaß aus... Sieht man's? Ja, ist Spaß aus meiner Seite aus natürlich. Natürlich fahre ich sie komplett gedrosselt und legal. Ne? Mit ganzen 15 PS kriegst du die eingetragen. Nicht mal, mit 6 PS kriegst du die eingetragen. Natürlich fahre ich meine KTM XC komplett gedrosselt, ne? Ja, wissen wir doch. Nee, und ist da gerade ein Cop? Ich muss nur aufpassen. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass da investigated wird. Vielleicht weiß ja wer, dass ich ausraube. Nee, und jedenfalls, kleine Story am Rande. Ich habe dieses Sicherheitstraining gemacht, Fahrsicherheitstraining. Tempomat aus, das aus, Leute. Oder? Warte mal. Nicht, dass das zu einem Scheiß kommt. Da ist das aus, perfekt. Beim Fahrsicherheitstraining, da fährst du ja den anderen hinterher, ne? Und der Zweitakter, also ich mische immer ein bisschen mehr Öl rein. Der Zweitakter mit ein bisschen mehr Öl hinten drin, der sifft hinten so krank raus. Der Typ, der hinter mir gefahren ist, der ist halb erstickt, ne? Weil das Ding so rausraucht. Das ist halt das. So, ich nehme noch, habe ich jetzt aufgetankt? Ne, ich überlege nur, habe ich noch einen Kanister, habe ich jetzt vorhin gekauft, oder? Jawohl. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Punkt. Man kennt die Auspüffe. Ja, man kennt sie. Die Pötte. Sind das. Okay, Leute. Ich traue mich nicht, aber wir machen es jetzt. Händel ins Lüfte ist überfallen, geben sie ja was haben. Ja, ich bin daher der Rumpelpumpel. Und meine Waffel, kennen Sie den schon? Das ist der Jochen. Jochen, das Waffeleisen. Und soll ich Ihnen was erzählen? Ja, der Jochen. Ja, der Jochen ist kein Rochen, nein. Auch wenn er so aussieht, aber der mag sie nicht. Der mag sie nicht. Und wenn sie nicht gleich alles aus der Tasche geben, BZW, alles aus der Kasse, dann schieße ich ihnen ganze Süßigkeitenstand gleich um die Ecke. Aber das erschwöre ich ihnen. Und die Brillen, die sie hier verkaufen für 2 Dollar, die schalle ich ihnen auch gleich über die Ohren. Machen sie schneller. Wenn sie mir nicht in 2 Sekunden hier die Sachen geben, dann schieße ich hier den Ego-Chaser. Okay? Okay? Sie zwingen mich dazu. Die Eisdiele auch. Ach komm, ich schalle hier alles. Komm, gib her die Scheiße. Gib her die Scheiße. Bruder, ich habe den ganzen Tag Zeit. Du brauchst ja länger, als wenn ich auf der Toilette bin mit dem Reizdarm. Komm. Bruder, bitte mach schneller. Bitte, Bruder, Alter, bitte mach doch schneller. Mach doch schneller, meine Fresse. Bruder, die Cops kommen sonst gleich. Die Koppels kommen gleich. Ist er da? Oh, da ist er. Da ist er. La, di, li, di, li. Draht die nicht um. Oh, oh, oh. Schau, der Kommissar geht um. Oh, uiuiui. Das war ganz... Draht die nicht um. Oh, oh, oh. Schau, der... Oh, mein Gott. Uiuiui. Schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Was ist denn da los? Wo fahren wir hin? Sag mal nicht so schnell, gell, jo. Boah, ich darf aber gar nicht große Fresse haben, ne? Wenn es mich da aufpickt, ist alles weg. Benötige kurz Hilfe am Hauptplatz. Unsichtbare Objekte. Ja, Bruder, das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, dass ich dir jetzt auf dem Hauptplatz helfe und du irgendwo einen Geist siehst. Ich habe gerade andere Probleme. Ich kann mich natürlich jetzt auf die Stelle mal schnell wegtipetzen, aber das ist eine ganz schlechte Idee. Mir fällt jetzt auf, dass wir auf Mount Chiliad fahren. Ui. Scheiße, ist der Mount Chiliad. Ich wollte da gar nicht hoch. Ja, wir müssen irgendwie da wieder runterkommen. Alter, das Geile ist halt, die geht halt so gut im Gelände. Das ist perfekt. Da kommt keine Corperino hinterher. Das ist einfach so. Schau, der Kommissar geht. Und da sind sie weg. Da sind sie weg. Ich höre nicht mal mehr die Sirenen. Aber deshalb sage ich, Leute, zum Ausraubeln, beste Gerät, holt euch eine Supermoto / Enduro, was auch immer. Damit seid ihr auf jeden Fall gut bedient, wenn ihr auf einen Raubzug geht. Also, der zweite Laden erfolgreich überfallen, der erste war ja ganz leicht, ne? Jetzt haben wir 2 Läden. 2 Läden haben wir jetzt ausgeraubelt. Ich überlege jetzt nur gerade, was wir als nächstes machen. Weil unser Motorrad ist jetzt schon auf der Fahndungsliste, ja? Das heißt, jetzt ist nicht mehr Zuckerschlecken. Na, jetzt ist nicht mehr Zuckerschlecken. Jetzt ist Ohrschlecken angesagt, gell? Ja. Ja, super. Okay. Ich überlege noch, ob das... Uiuiui, uiuiui.
Okay, wir müssen aufpassen, wie ich fahre, ja? Das soll kein zweites Mal passieren. Ich bin da fast runtergefahren. Alter, stell dir vor, wie schallert's da runter, ey. Dann ist Ende. Da komme ich hier runter? Weißt du was, wir fahren eine kleine Offroad-Tour hier runter, okay? Ich glaube, ist besser, als wenn wir da den Weg runterfahren. Wenn wir hier ganz langsam gediegen, ja, mit 19 km/h hier runterwuppeln. So muss er das machen. Alter, aber wir sind hier losgeworden, so muss das. Einfach mal 3 Polizei-SUVs. Ich dachte, die kommen mit High-Speed-Unit. Die sagen, nein, wir kommen heute mit 3 SUVs um die Ecke. Aber da hilft kein SUV, wenn du eine Supermoto hast. Oh, besser wäre halt ein Enduro, aber scheiß drauf. Ey, das ist ja voll der geile Abgang hier. Ist ja voll angenehm. Und ich dachte, hier geht's richtig steil runter. Ist ja voll geil hier. Also hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon die ganze Zeit hier lang gefahren. Wir müssen nur aufpassen, weil irgendwann kannst du vielleicht nicht bremsen. Ne? Aber der erste Laden erfolgreich ausgeraubt. So, dann schauen wir mal. Also 2 Raubzüge fertig. Wir können auch schauen, Juwelier, aber ich hebe mir den Juwelier für ein Ende auf. Ich habe keinen Bock, direkt gecatcht zu werden, weil Juwelier ist das, das am längsten dauert, gefühlt. Mit den Cops. Da müssen wir schauen. Vielleicht sogar mit Geisel, ich weiß es nicht. So, da lang. Hoffen wir mal, dass da keine Cops sind, oder? Schauen wir mal. Ich habe nämlich immer so Angst, dass hier da unten wer wartet. Man kann es ja nie wissen. Komm mal runter hier. Tada, die mit um. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. Das passt einfach, das Lied heute. Das passt einfach. Gut. Ich wette, was, wenn ich hier jetzt lang fahre, kommt der erste Kopf mir entgegen. Ich habe meistens dieses Luck, dass wenn ich irgendwo mal weg bin, dass dann irgendwo ein Kopf kommt, einfach aus dem Nichts auftaucht und dann hinterher fährt. Aber schauen wir mal, dass dieses Mal auch so der Fall ist. Ah, ist das geil. Leute, like halt dafür, dass wir das jetzt geschafft haben. Einfach mal den zweiten Raub erfolgreich abgeschlossen, meine Damen und Herren. Und das auf eine Art und Weise, es ist schon geil. Ist schon geil. Warte mal. Okay, ich dachte, die raucht schon. Okay. Wir werden uns zur Sicherheit, also wirklich zu allerhöchster Sicherheit, hole ich meinen Werkzeugkasten drüben. Weil das Ding halt richtig, richtig schnell anfängt zu rauchen. Oh, wer ruft mal an? Jo, bitte. Guten Tag, hallo? Hallo, ich höre sie nicht. Scusi. Guten Tag. Hallo. Hallo, jetzt höre ich Sie, bitte. Perfekt. Jay hier vom FFP-Kartell. Ja, bitte. Ich hatte hier 46 Päckchen Meth. Wir hatten doch mal über den kleinen Job gesprochen, den wir machen wollten, dass wir dann abwechselnd. Ja. Mit ja, den Prozenten ja. Dann wird das 60, ich gebe 40. Genau, ja. Ich hätte jetzt 2 Ladungen fertig, die du abholen könntest, wenn du magst. Wo könnte ich die abholen kommen? Ich kann dir einen Standort schicken. Ein Standort? Wo denn? Nahe Grove Street. Grove Street. Ja, Standort. Das Problem ist, ich bin gerade so ein bisschen in der Verfolgung bei der Polizei, aber ich habe es schon abgehängt. Alles gut. Okay. Ja. Hier ist sicher. Alles klar. Gut, dann schicke ich dir gleich einen Standort. Ciao. Jawohl. Tschüssi. So, Maske abziehen. Und auf einem anderen Motorrad unterwegs sein. Das ist jetzt der... Wir machen jetzt eine Ladung nämlich fertig. Warte, wie viel hat er gesagt? Da müsste ich fast mit X6 oder was kommen. Warte mal, ich muss meinen Helm und so abnehmen. Ja, Leute, da muss ich eingreifen. Das ist sau viel Geld, das wir jetzt machen können. So, GPS-Koordinate, da fahren wir hin. Das ist ein kleiner Nebenjob, den ich heute machen muss. Das habe ich nämlich versprochen, dass wir das machen. Das heißt, wir müssen ganz kurz diese Tour, aber ist eh gut, dann klingen wir das ein bisschen ab. Die brechen wir jetzt ganz kurz ab und ich hole ganz schnell hier. Am besten eh hier mit dem X6. Hol mal ganz schnell den Stuff ab. Der ist gleich. Oh, hier um die Ecke. Okay, dann hol mal den Stuff gleich ab. Oder so, wisst ihr was? Ich komme mit dem Bossomobil. Scheiß auf den X6. Ich hol das Bossomobil. Das 1:7 Bossomobil. Wo ist er denn? BMW. Hier.
Da ist er. Das ist unser Boss-Mobil. Das ist doch mal Drogendealer, oder? Das ist einfach geilste Auto. 7er BMW. Komplett neu. Dicker muss los. Okay, dann fahren wir da mal hin. Machen wir den Job hier ready. Also, nächste illegale Sache für heute. Wir sind jetzt Drogenchauffeur. Und danach geht's aber los. Dann gehen wir wieder ausrauben. Vielleicht nehmen wir gleich den Juwelier dann mit, wenn wir in der Stadt sind. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall heute Bock, so viel kriminelle Sachen zu machen wie nur möglich. Zwei Läden sind ausgeraubt worden. Erfolgreich. Ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir jetzt noch diesen Job hier fertig. Dann kriegen wir nochmal sau viel Kohle dafür. Dann können wir uns vielleicht ein neues Auto von kaufen. Weil, also der hat zwei Ladungen. Was hat er gesagt? Zwei, drei Ladungen fertig? Das ist nicht schlecht. Und ich profitiere. Ich krieg die Hälfte. Hälfte, Hälfte, Bruder. Erstmal Red Bull drauf, oder? Jetzt kann ich mal nicht weiter vorlesen, jetzt wo ich im Auto sitze, dann habe ich nicht so Angst, dass ich sterbe, wenn ich irgendwo reinfahre. Nightbot 207, wupp, wupp, das ist die Sound of a Spende, dankeschön, Manuel Ross, alter Nice. Mit einem schwarzen Motorradhelm sieht dein Charakter aus, wie du in deiner allerersten Motorrad-Vlogs. Ja, du, ich war auch immer komplett, oh nee, ist das ein Kopf? Nee, was soll denn? 7er BMW mit 107 mehr, das ist ja der Wortwitz. 7er BMW und hinten ist 107er dran. Fährt er mir hinterher? Der Audi, ich habe ein bisschen Angst vor. Scheiße, das ist der Zivilcop, ne? Mit dem Audi. Das ist 100% der Zivilcop, da müssen wir aufpassen. Oder? Ist er. Fährt nicht so ein Zivilcop, so ein Audi? Ich glaube fast, oder? Okay, warte, wir müssen aufpassen. Ich rufe den mal an. Ich frage den mal, ob der davon was weiß. Ich rufe den mal an. Hallo? Ja, ich bin sofort draußen. Ich bin gerade im Haus. Folgendes, ich bin gerade auf dem Weg, aber mich hat gerade so ein dunkelroter, so ein Audi hat mich verfolgt und ich weiß nicht, ob das ein Zivilcop war. Du kannst ja erstmal, wenn du willst, normal hier hinkommen. Okay. Wenn du normal fährst, kann dir ja eigentlich keiner was. Und ja, nee, ich bin jetzt mit Absicht gerast, um zu schauen, dass ein Ziviler ist, ne, weil ich keinen Bock habe, dass der mit hinten dran klebt. Du kannst ja einfach hier an der Straße vorbeifahren. Ich stehe dann an der Straße draußen. Okay. Sollte hinter dir einer sein, fährst du einfach weiter durch. Weißt du, was ich mache? Ich fahre eine Runde, so ein Kreisel, und dann sagst du Bescheid, falls irgendwer hinter mir herfährt. So irgendwie. Alles klar, mach ich. Perfekt, jawohl. Jo, bis gleich. Bis gleich. Ja, da müssen wir natürlich aufpassen, wenn das ein Zivilcop ist, Alter, weil mir kommt vor, einer war mal in so einem Audi, ne, in so einem R8. Ich weiß nicht, ob der das war. Ich weiß es aber jetzt nicht. Boah, was ist hier los? Alter, was ist denn hier gerade los? Ein fetter Unfall oder was? Wer bist du, Deppert? Na gut, schön zu wissen. Also komm, fahren wir nochmal rüber. Ich hoffe so sehr, dass mich keiner verfolgt, Alter. Das wäre jetzt richtig kontraproduktiv. Ich muss nur schauen, wie viel ich noch im Siemer drin habe. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, hab ich da Waffen drin? Und ich keinen Plan, ob ich im Siemer BMW Waffen drin habe. Das ist das Problem gerade. Nein, Gott sei Dank nichts dabei. So muss das. Ist das ein Kopf? Nee. Ich fühle mich richtig, Alter, ich fühle mich gerade richtig beobachtet, weil ich so viel illegale Scheiße heute baue. Also, was wir heute machen, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Einfach die Sau rauslassen und das gefällt mir dran. So. Leon Zock, danke für den Euro. Dann Nerry haut raus. Danke für 2 Euro. Hi, bist cool. Dankeschön, Christian. Danke für den Euro. Scheifox, hi, bin auch wieder aktiv. Mir fehlt das Motorradfahrer. Schöne Grüße aus dem Norden. Dankeschön. Motorradfahrer. So, bitteschön, nur für dich. Zu uns weiches Fell auf einen geilen, entspannten Stream-Hashtag aktiv. Ja, heute ist eher unentspannt, weil heute ist Action angesagt. Ich meine, alleine dieser eine Raub hat mir wieder irgendwie wieder richtig die Action gegeben, so innerlich. Also, Puls geht immer richtig hoch, das merke ich immer. Das hast du halt bei keinem Game wie hier. So, schauen wir mal. Also, er sagt, hier ist er. Jetzt fahren wir mal eine Runde. Er hat gesagt, er ist hier, genau. Das müsste er sein, hier links. Dann fahre ich immer eine Runde mit dem BMW. Schauen wir mal, ob da wer ist. Also, ich schätze mal nicht. Also, am besten immer eine Runde fahren um den Block und mal das abchecken. Nicht, dass hier irgendwo wer wartet auf uns. Dass die NSA das Telefon abgehört hat. Gegen die Einbahn fährst du dann auch, genau. Gut. Ja, ich mach das zur Sicherheit, Leute. Man weiß ja nie, was so abgeht. Mhm. Dann packen wir uns hier mal ein, ganz offensichtlich. Der wohnt hier, glaube ich. Guten Tag. Moin. Ach, du warst das gerade in dem BMW. Ich wollte gerade schon schreiben, weil ich dachte, oh komisch, nee, nee. BMW. Nee. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon sowas kurieren, dann mit Luxusschlitten, ne? Ja, passt auch. Das ist besser im Kofferraum, ne? Ja, du, das passt doch, oder? Wie viel ist denn 70?
Nee, jetzt sind es zwei Ladungen, 46. Achso, das geht sich locker aus. Das geht sich locker aus. Wie teilen wir das auf? Hälfte, Hälfte? Oder wie sagst du, 60-40 oder wie? Wie gesagt, du hast mehr Risiko, dann 60-40. Wenn du magst, okay, kannst du dir die 16 Stück noch rausnehmen. Ja, komm, wir können auch 50-50 machen. Ich meine, du mach das, du machst das ja. Ja, egal, du hast mehr Risiko als ich. Ja, ja. Ja, du, ich nehme das auch mit der Backe, du, ganz ehrlich. Ich sag so, ich hab mir heute Waffenschein gekauft, dies, das. Ich wollte nämlich heute so ein bisschen zivilisiert darüber kommen. Hab aber voll Scheiße gebaut, ne? Aber hab extra nochmal alles gewechselt, Outfit nochmal gewechselt, hier ein neues Auto geholt, dies, das. Ja, kommt keine Sau drauf. Hast du reingetan? Reingelegt? Hab ich reingetan, genau. Tun wir alles rein? Kannst alles reinpacken, ja. Also, perfekt. Also, gibst du den Rest noch? Ach, hast du nicht ausgenommen, die 16 Stück? Achso, nee, noch nicht. Warte mal, mach ich das. Achso. Dann würde ich nämlich gleich wieder losfahren und die nächste Ladung kochen und. Perfekt. Dann können wir ja hinterher mit dem Geld, das können wir auch hinterher machen. Ja. Kann sein, dass ich ein bisschen weg bin. Ich meine, in der Zwischenzeit ein bisschen scheiße. Bisschen Geld, dies, das. Ich brauche auch ein bisschen jetzt. Dann mache ich das nur schnell. Und dann wasche ich das und dann. Weißt du, was wir machen? Gib mir einfach per SMS dann. Ich schreibe dich an, wenn ich alles fertig habe. Schreibst du mir deine Nummer, dann überweise ich dir das Geld, was ich dann habe, ja. Was ich gewaschen habe. Okay, machen wir das alles so. Klar. Ist dann easy, da musst du nicht vorbeikommen. Ja, passt. Jawohl. Perfekt. Gut, okay, dann bis später. Bis später, ciao. Jo, ciao. Mal das hier auch noch rein. 16 Stück. Ja, Alter, wir sind erstmal Drogenkurier für heute. So muss das. Die Frage ist, wo verkaufen wir das am besten? Ich fahr mal zu 1:7 vorbei. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir keinen Scheiß bauen, dass uns keiner anhält. Also. Einfach mal saufend Kohle hinten drin, ne? Aber wisst ihr noch, im letzten Stream, wo ich Kopf war, wo der eine Typ einfach mal über 70 Stück Meth drin hatte? Bist du Depper, der hat gefarmt, ne? Du denkst, der hat jetzt mal zwei Ladungen fertig, das dauert auch so seine Minütchen. Und ich frage ihn auch gar nicht, wo er kocht, weil ich sag so, diese ganzen Kochspots, ne? Wenn man die on-stream zeigt, die Cops schauen ja auch die Streams nach, das dürfen sie ja auch. Aber oft wird das dann auch ins RP mitgenommen und dann guckst du dort nach, ne? Das ist eben das. Und dann fahren die dorthin und deshalb, ich frage auch gar nicht mehr die Leute, wo sie kochen oder so. Damit das schön geheim bleibt für die, dass die dann auch das machen. Ne? Und ich habe da einen Vorteil, also warum ich Kurier mache, ist ja das Geile, weil ich ja die Wäscherei zu Hause direkt habe. Das heißt, ich muss nicht zur Ding unten hinfahren, ne? Mit dem Schwarzgeld. Weil die müssten theoretisch mit dem Schwarzgeld entweder zu mir kommen und so bleibt das einmal in der Familie. Muss nur aufpassen, dass ich mir nichts zu, nicht anhalten lasse oder so irgendwas. Weil dann wird's problematisch, Leute. Dann wird's richtig problematisch. Müssen wir halt gucken. Zur Sicherheit, wenn wir dort ankommen, ziehe ich Maske auf. Das mache ich immer, wenn ich verkaufen gehe. Beste Haustextur EU West, man kennt sie. So, da fahren wir mal rüber. Beste Haustextur EU West, man kennt sie wirklich. So, Leon der Coole habe ich jetzt eh vorgelesen, oder? Ah, nee, habe ich noch nicht. Leon der Coole, danke für 10er. Wird gegrüßt auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank für 10 Eurünchen. Nina Dragon, danke schön für 16,90 Euro. Dark Shadow auch wieder am Start. Seit gestern auf einen RP-Server, um Erfahrung zu sammeln. Für den Server PS. Kann man Instagram nicht sehen, was du teilst. Du kannst eigentlich, mein Instagram ist offen, außer du bist blockiert. Da musst du aber Scheiße gebaut haben. Wenn ich auf Instagram was poste eigentlich, ist es öffentlich. Aber ich denke nicht, dass du blockiert bist. Weil ich blockiere eigentlich nie jemanden auf Insta. So, schön mit 130, gemütlich. Rüberfahren erstmal zu 1:7. Dann erstmal was essen gehen und tanken wäre auch nicht schlecht. Fällt mir gerade so auf. Aber wisst ihr was, dann fahren wir vorne links ab, dann gehe ich schnell tanken die Kiste. Aber wisst ihr was, Kanister will ich jetzt auch nicht aufgeben dafür. Dann fahren wir jetzt am besten vorne tanken. Ja, komm, wir tanken mal eine Runde. Ja, Hupnet, ich muss tanken. Also. Eine Runde tanken und dann sollte das auch schon wieder intus sein.
Und dann fahren wir los, dann bei 1 zu 7 vorbei und dann hoch zum Wuppel. Zum Wuppelberg. Zum Wuppelberg? Jo. Haben's schon mitgegessen? Jo. Mhm. Jo. So. So, Dankeschön an Luca Dörri auch. Hey, Xyl, kannst du meine Freundin Mandy grüßen? Muss mal die Mandy natürlich. Makana Lump ist auch dabei. Meine Superkraft ist für 50 Euro eine Konstellation an Lebensmitteln einzukaufen, aus der man kein einziges vollständiges Gericht kocht. Oh mein Gott, ich kenne das. Ey, ohne Scheiß. Das kenne ich sowas von mir, ne? Damals so viel Scheiße immer eingekauft. Teilweise auch für 100 Euro einkaufen gewesen. Und dann hatten wir ganz viele Sachen zu Hause, so Fertiggerichte. Oder so fertige Sachen, mit denen du eigentlich nichts kochen kannst. Aber gut, ja. Hat sich bei mir mittlerweile geändert. Wir kochen jetzt jeden Tag frisch. Das ist das Schöne. Das ändert sich mit der Zeit. Wenn du neu gerade irgendwie lebst, komplett alleine, ne? Oder halt gerade von zu Hause ausgezogen bist, dann ist das komplett normal. Die ersten Male einkaufen, das waren Zeiten. Einfach jeden Scheiß zusammengekauft, das ist dann so. Den man sich als, was man als Kind nicht bekommen hat. Wo du Mama gesagt hast, Mama, ich will das haben. Und die so, nein, das kriegst du nicht, das kommt gar nicht in die Tüte. Hast du alles eingekauft. Erstmal Maxi King, Milchschnitte, erstmal 50 Stück gefühlt. Ganz viel Red Bull eingekauft. Das mache ich heute auch noch immer, Red Bull kaufen. Nee, aber ich kenne das, ja, ja. Das sind Zeiten. So. SlicksYouTube67, kannst du mal einen Stream machen, wo du andere im ganzen Stream illegale Sachen machst? Bitte, kannst du erstmal spenden. Werde ich auf jeden Fall mal machen, weil mit Andel zusammen, mit seinem Haboot-Charakter, können wir zusammen öfters mal was machen. Und so, ich fahre jetzt nur daran vorbei, ne, wenn du es wisst. So, ich überlege nur, wann wir die Maske aufziehen sollen. Das überlege ich jetzt gerade noch, ob wir die jetzt schon aufziehen sollen oder später. Ach, später machen wir das. Und dann machen wir auf jeden Fall Sachen. Und ich esse noch ganz schnell was, ein Sandwich. Ach Gott, da kann ich noch fahren. Wenn man trinkt, ich kann euch das mal zeigen, passt mal auf. Wenn ich jetzt eine Cola trinke, ich kann nicht mehr lenken. Seht ihr? Seht ihr das, wo er hinlenkt? Das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich, Cola trinken während dem Autofahren. Ist ein kleiner Bug, weil er so eine Animation macht, dann lässt das Lenkrad los, dann fährst du erstmal in den Kram rein. Finde ich aber realistisch, weil wenn du trinkst, alleine im Auto, und musst die Dose erstmal aufmachen. Kann schon mal passieren, dass du ins Gemüsebeet fährst. Ja, so ist das. Malte Schiller schreibt, habe extra Natural Vision gekauft und komme nicht mal so hin wie bei dir, habe es auch versucht mit Visual V zu mischen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Natural Vision ist eine geile Grafikmod, ne? Auf alle Fälle. Ich habe aber eine uralte Version davon, die ich editiert habe, ich glaube die 1.2 oder sowas. Und das neue Natural Vision ist echt geil für Trailer und so weiter oder zu bestimmten Settings. Aber im insgesamten finde ich zum Beispiel Natural Vision auch ein bisschen komisch. Ich habe auch mal so ein paar Bilder verglichen zu meiner Grafikmod mit Natural Vision und teilweise war meine in bestimmten Sachen sogar realistischer, wenn ich das mit echten Real-Life-Fotos verglichen habe. Aber es ist halt immer so eine Anpassungssache, weil jeder Bildschirm ist anders, sprich der eine macht zum Beispiel mehr Kontrast rein, weil sein Bildschirm nicht so viel Kontrast hat und bei dir sieht das dann wiederum scheiße aus. Deshalb sage ich immer, eine Grafikmod muss man immer für sich selber anpassen und das habe ich eben auch so gemacht, weil ich einfach mit nichts zufrieden war. Das eine war mir zu dunkel. Oh, jetzt müssen wir uns anziehen, ne? Und das ist halt lange Fummlerei. Man fummelt lang rum. Man fummelt sehr lange rum. Dürfte ich jetzt noch fummeln sagen? Ich weiß es nicht. Aber was ist das? Chen, vielen Dank auch für den Euro, der Gaming Deluxe hat raus. Geiler Wurfel, Dankeschön. Dann, was steht hier? No. Biscuit, danke für den Euro. No Biscuit. Touristik GmbH ist auch wieder dabei. Dankeschön. Raphael. Hab eine Frage. Wurde euer Server sehr oft gedidost? Ja, sehr oft. Wir hatten ja jemanden, der das mit Absicht gemacht hat, sobald ich gestreamt habe, wurden wir gedidost und das passiert jetzt Gott sei Dank gar nicht mehr. Weil wir einen fetten DDoS-Schutz drin haben und da ist jetzt nichts mehr. Also den haben wir ausgesperrt. Ehrlich gesagt hat ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ach komm. Bruder, ich will das ganz schnell hinter mich bringen. Ich will nur Platz im Inventar, halt die Fresse. 120.000. Na gut, so viel ist das jetzt auch nicht. Na doch, das ist schon viel. Okay. Hälfte machen. Ich sag mal, ich mache Hälfte auf Ehre. Dann machen wir uns nach Hause.
Und dann waschen wir das ganz schnell. Eieiei. Hoffentlich hat mich keiner gesehen da oben. Und öfters machen die da so Investigation-Arbeit und dann senkst du mich nicht der Einkauf. Bittet wie Verkauf. Wo ist das? So, Johannes Schulz, bist der beste Hashtag 1-7. Dankeschön, Bruder. Bahnkomfort, kannst du den 1-7 Sound abspielen? Dann mache ich Real Life. Dann mache ich in Real 1-7 auch das Kennzeichen. Kann ich leider nicht. Das kann leider nur getriggert werden, wenn wir 1-7 donatet. Und ich muss genau diese Einblende abspielen, aber da müsste ich ins Programm reingehen, aber. Ja. Das geht eigentlich nur, wenn wir 1-7 reinschallert. Dann wird's abgespielt. Also, das ist nichts, was ich so triggern kann wie ein Money Rain oder sowas. Das kann ich so triggern. Das ist das Sound, so, schauen wir mal. Nach Hause geht's hier lang. Genau, bin ich falsch gefahren. Perfekt. Bin ich schon wieder falsch gefahren. Man kennt ihn. So, mache ich aber nur meine Maske nochmal runter. Weil es ist überall scheiße. Es war ja keiner da. Und dann würde ich sagen, schallern wir dann gleich weiter. Richtung, also nachdem wir da waren, Richtung entweder Juwelier, ja, wenn der offen hat. Oder Richtung Ladenraub mal wieder. Er muss ja. Und auf RLO 2.0 wird es dann die kleine Bank sein. Da werden wir die ganzen Fliegerbanks, wenn wir dann ausrauben. Und zwar immer so, dass wir immer nur vorne sind. Ach, werdet ihr schon sehen, was da alles auf uns zukommt. Das wird richtig lustig. Aber Tempomat 100 lassen wir, bevor ich angehalten werde und der eine Kontrolle machen möchte, weil ich zu schnell gefahren bin. So, Fortnite Sweater haut auch raus. Danke für den Euro. Marcel Boll haut raus. Einen schönen Abend und viel Spaß. Dankeschön. Dann Heluca haut auch raus. Dankeschön für 3,38. Super Hundi, du bist der Beste. Bitte werd nochmal Pilot. Mit Andel zusammen. Mit Andel zusammen nach Malle. Ja, können wir mal machen. Scheißen macht Spaß. Danke für 5 Euro und geilen Namen hast du, Bruder. Wirklich. Richtig geiler Name. Damani 1929. Hallo, wie geht's? Alles gut, alles tippitopp. Ich hoffe bei dir auch. Bekomme ich einen Money-Regen. Für Scheißen macht Spaß auf alle Fälle. Für den Namen kriegst du den. Das ist so ein einzigartigen Namen, da muss man einfach Money-Regen rausschallern. Samuel weiß was raus, der sucht die Axel, spielst du auf Tastatur oder Controller? Auf Tastatur. Merkt man aber auch, wie ich fahre. Schau mal. Das schlägt direkt ein oder hier. Das ist halt. Ich kann auch. Das ist halt, ja, Maus und Tastatur. Ich mag Controller am PC einfach nicht. Außer wenn es ein Classic-Spiel ist, wie zum Beispiel das SpongeBob-Game habe ich auf Controller gezockt. Weil ich das damals Classic so drauf gezockt habe, aber sonst am PC Maustastatur. Ganz easy. Alter, bin ich froh, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben den Stuff einfach verkauft bekommen. Ehre geht raus. Dann werde ich ihm das überweisen oder wenn wir mal anrufen, dann soll man die Nummer sein. Oh, muss die Knöpfe wegstecken. Das geht ja nicht. Ja, seht ihr das? Es geht zum Beispiel, das Holster-Script geht. Achso, warte mal. Ach, das wird wegen der Glock sein. Ja! Die Glock 18 macht keine. Ach so, ich dachte schon, das Holster-Script ist kaputt. Muss ich mir nachfixen. So. Geld waschen. Wie viel haben wir eigentlich? Lass mal schauen. 184.000. 184.000. So. Mal schauen. Jetzt haben wir dann 92.000. Ja. Ich habe gerade wirklich nachgerechnet, bevor ich mich verrechne on stream. Ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen. Bin ich wirklich. So, dann haben wir hier 92.000, nämlich ins Überweise. Ja, es geht. Also, für den Auftrag habe ich 92.000 bekommen, aber ich sag mal so, das ist mit Schlimmeres. Hallo? Ja. Ja, ich bräuchte mal die Nummer, ich bin fertig. 92.000 kriegst du von mir. Hatte ich eben geschrieben. 110. 110, jawohl. Ja. Muss ich da Angst haben bei der Nummer? Nee, ist Zufall. Ja, okay, passt. Ich send mal rüber. Alles klar. Jawohl, ciao. Ciao. So. Also 110, dann machen wir auch mal Online-Banking. Hoppala. Online-Banking, die 92.000. 110. Ach komm. Nee, die 92.000. Übertragen. So, soll er bekommen haben. Hoffen wir mal. Sympathisch, erstmal Fortnite-Werbung bekommen. Echt, hat man von meinem Stream eine Fortnite-Werbung bekommen? Ist ja schrecklich. Mein armer Kanal, ey. Aber gut, ich werde, so gesehen, bekomme ich ja bezahlt dafür.
So, habe ich sonst noch irgendwas, was ich waschen? Nee. Gut. Dann könnten wir eigentlich wieder auf Reisen gehen. Polizeiausweis ist dabei. Muss ich nur mein Fahrzeug wieder umtauschen. Gegen die KTM. Dann fahren wir direkt in die Wüste, dass es keiner sieht. Ja, bist du deppert. Mac Allen, Scharlatan, Fufi raus. Mark deine Streams, mach weiter so viel darum. Weißt du was? Auf den Nacken auch nochmal einen Like. Einen Like. Der ganze Chat, ne? Der Like-Hype ist viel, Leute. Schallert raus. Auf die 10.000 Likes sind gerade über 10.000 Zuschauer. Schaller mal raus hier, Leute. Schaller mal raus. Schaller mal Like-Um. Das war's wieder komplett. Schaller mal Like-Um. Ja, ja, erstmal raus, Schaller hier. So muss das. Ey, vielen Dank an Mac Allen. Vielen, vielen Dank für deinen freshen Support. Liebe geht raus, Bruder. Kuss, kuss, kuss. Kuss, 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 würde der Herr Butti mal sagen. Ja, immer schön Butti kopieren. Malte Schiller. Was mich immer stört, ist der Sand oben in Sandy, der ist einfach weiß. Echt? Uff. Ja gut, das ist dann, ja. Du meinst, der reflektiert zu krass, ne? Ja, weißt du, was du meinst. Weißt du, was du meinst. So, schau mal, wie schnell wir auf die 10.000 Likes kommen. Wir sind über 10.000 Zuschauer. Wenn du 10 ein Like da lässt, sind wir auf den 10.000 Likes in 2 Minuten. Schauen wir mal. Vielleicht neuer Rekord. 2 Minuten? Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir eh nicht. Das schaffen wir nicht. Hashtag Like, ey. Xyun2's Fail. Wie bist du eigentlich auf den Namen Xyun gekommen? Ich glaube, die Geschichte habe ich schon 20 Mal erzählt, aber ich kann es nochmal gerne erzählen, für die, die gerade nicht wissen, wie ich auf den Namen gekommen bin. Zu guten alten YouTube-Zeit war es so. Warte mal, wir brauchen Musik. Ja, zu guten alten YouTube-Zeit war es so. Hat irgendwas überfahren? Ist Andl da? Ja, sicher ist er da. Guck ihn dir an. Ich hab gerade Andl überfahren. Er ist 100 pro Grad bei mir. Warte mal. Pass mal auf. Ja, schau, wie er da fliegt. Schau. Schau, was fliegt denn da? Ein wildes Andl? Ein wildes Andl in freier... Guck mal, ist er. Ein wildes Andl in freier Wildbahn da hinten. Schau ihn dir an. Schau, wie süß er da fliegt. Damit ich genau weiß, dass er da ist. Ist das süß. So, auf jeden Fall. Also jetzt muss ich Musik wieder von vorne anfangen, weil Andl... Gebiet, jetzt kann ich das Auto reparieren wegen dir. Meine Fresse. So, brauchen wir doch mal Musik. Also, die Geschichte war so. Es war mein kleiner Kurdi. Können Sie bitte aufhören, vor mein Auto zu rennen? Es ist unglaublich präpotent, was Sie hier machen. So, jetzt aber. Also, es war mal ein kleiner Kurdi, der wollte einen YouTube-Kanal haben. Kurdel hatte schon 10 oder 20 YouTube-Kanäle, die alle einen bescheuerten Namen hatten. Deshalb dachte sich Kurdel, ich mache mir einen YouTube-Namen, der ganz wenig Buchstaben hat. Und keine Zahlen. Tja, was macht der Kurdel? Er schaut natürlich, was frei ist. Für die, die es nicht wissen, YouTube hatte damals das Problem, BZW, ich fand, es war kein Problem, es war super, dass du nur einen Namen auswählen konntest, den es noch nicht gegeben hat, ja. Sprich zum Beispiel, Andl ist ein... als Beispiel jetzt. Und wenn der vergeben war, der Name... Oh, was, die Leute ist fertig. Dann konnte man den nicht mehr benutzen. Aus dem Grund habe ich dann irgendwas in die Tastatur eingetippt und nach 15 Minuten bin ich irgendwann mit Zürnagel gewesen und habe ich den einfach genommen. Wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, würde ich den Namen nicht nehmen, weil ihn keiner, verdammt nochmal keiner aussprechen kann. BZW schreiben kann. Ich lese bis heute zu ca. 10-20% Kyson. Kyson. Also nicht C-S-Y-O-N, sondern C-Y-S-O-N. Soll aussehen wie Staubsauger. Dyson. Jo, sicher. Na jedenfalls, das ist eigentlich die ganze Geschichte, wie ich zu dem Namen gekommen bin. Ich habe wild auf meiner Tastatur irgendwas eingegeben, was noch frei war. Bitteschön. Wo kommt die Musik jetzt her? Die Musik haben wir jetzt halt ab... Also, weil wir ins Handy sind. Die Musik habe ich gerade wirklich nicht abgespielt. Naja, egal. Andl nervt wieder. Andl, du machst das ganze RP kaputt. Andl, es ist unglaublich, so RP zu spielen, wenn du so nervig bist. Es ist wirklich unaushaltbar. Es ist eine Präpotenz, die sie hier in den Tag legen. Es ist unglaublich. So, also, wir gehen mal zurück. Das Auto kann ich jetzt hier wieder bezahlen, 5000 Dollar. Weil Andl, ja, guck dir das an, Alter. Das ist das Sound. Wisst ihr, was Andl nicht weiß, was ich kann? Okay. Schade.
Wo ist er denn? Wo ist er denn, der kleine Stinky? Okay. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an, wie da oben fliegt dieses Stück Scheiße. Komm, verpiss dich. Naja, schau, jetzt traut er sich eh nicht her, gell? Jetzt traut er sich eh nicht her. Schau ihn dir an. Schau, wie er wegfliegt. Schau, schau. Wildes Andel, schau. So viel wild sein. Problem ist, wenn ich jetzt rumfahre und Andel spawnt sich auf mich drauf, dann fliege ich vom Motorrad. Auf das habe ich jetzt keinen Bock. Also wirklich, auf das habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Da habe ich jetzt keine Nerven für. So. Wir schauen dir an, schau. Du hörst mal weh, sag einmal, sau pur, du Elendiger, du hörst mich. Jetzt kann er nichts mehr machen, Leute. Jetzt muss er ausloggen, dass er wieder was machen kann. Muss ich nur gerade passieren, sag einmal. Du Andel, geh mal in der Form an jetzt hin. So, okay, danke, danke Andel für diese wunderschönen Worte. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter. Weil so der Scheiß ist, ich kann immer meine Sachen repairen, weil er mir dann in die Fresse reinfliegt. Ich habe letztes Mal geschaut, dass nicht passiert, wobei es ist im letzten Stream einmal passiert bei der Verfolgungsjagd. Das tut mir auch immer noch sehr leid, aber es war nicht mit Absicht. So, schon war das hier. Dass wir weiter die Sachen ausrauben. Aber schauen wir dir an, dieses Stück Scheiße, wie er direkt wiederkommt. Nach seinem Minecraft-Stream. Wie wär's, wenn wir Andel die Ente wieder da lassen? Leute, haut mal alle eine Ente für Andel in den Chat. Andel die Quack-Ente. Ich will, dass der ganze Chat voll mit Enten ist, ja? Also bitte einmal für Andel die Ente ganz, ganz viele Enten im Chat dalassen. Würde mich wirklich freuen. So, Black Desire, du bringst unser Herz zum Lachen. Mach weiter so. Lieber Xin. Ey, vielen Dank, Black Desire. 83 Liebe draus. Bittet wie Liebe, geht zurück, Bruder. Shadow, danke für den Euro. Dann der Markus Fahrschule. Oh ja, der alte Herr Gräber. Oh. Ah, das, oh mein Gott, ja. Ach, das ist ein uraltes Video, bist du deppert. Das ist ein altes Video. Johannes Hansen haut einen Zwanni raus. Hab dich am 4.26 entdeckt, wo du RLO auf dem Freeway eine Bombe gezündet hast. Und bin seitdem so gut wie immer dabei. Alter, das war aber noch nicht die RP-Zeit. Das war noch die Cops vs. Robbers Zeit. Eieiei. Das waren Zeiten. Gamergeek, du geiler Hund, die Feier. Feier die schäde Grieße aus Deutschlandsberg. Ich jetzt zurück nach Deutschlandsberg. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hinfahren. Wo du man. Ach, wisst ihr was? Da, der Laden ist gut zum Ausrauben. Da fahren wir hin. Beste Laden EU-West, davon mal hin. Kann man die Ente ist aktiv im Chat, so muss das, Leute. YouTube erkennt es wieder als Spam, ne? Muss man aufpassen. YouTube ballert wieder richtig durch. Aber schön die Ente da lassen für den Andel. Willkommen in meinem Entenhaus. Willkommen in Andels Entenhaus. Andelhausen, das neue Entenhausen. Ne? Ja. Genau. Gibt es eigentlich in Minecraft mittlerweile Enten? Könnte sich ja Andel eine Entenhütte bauen. So, gut. Genug Andelwitze für heute. Ich will jetzt ausrauben. Schau, wie er wieder da... Alter, verpiss dich jetzt von mir. Ich hab den grad... Bruder, ich hab den grad getankt. Verpiss dich jetzt. Tja, was ist denn da los? Wo fahren wir jetzt hin? Alter, bitte. Alter, geht mir gerade so auf den Sack, es ist unglaublich. Weißt du, was das Problem ist? Dass dieses scheiß Motorrad, wenn Andel immer reinrennt, das fängt übel schnell an zu brennen, beziehungsweise zu rauchen. Und das ist gerade das Problem. Wäre nicht so schlimm, wenn ich jetzt im Auto wäre, aber das ist das... Ja, ganz, ganz lustig. Das ist wirklich lustig, Andel. Jetzt kann ich das Ding wieder aufdingsen. Jetzt kann ich das wieder reparieren. Jetzt kann ich das wieder auffüllen. Wäre nicht so schlimm, wenn du nicht mein Motorrad kaputt machen würdest, weil das brauche ich heute, Andel. Leute, das brauche ich. Ja. Ja. Mhm. Ganz lustig, wirklich.
habe noch nie so viel gelacht wie jetzt gerade an. Wirklich, es ist. Kann es sein, dass Andel nicht versteht, dass das Motorrad ganz schnell zum Rauchen anfängt und ich heute eine Raubtour damit machen möchte und wenn ich in der Verfolgung bin und das fängt auf einmal an zu rauchen, ich keinen Bock drauf habe? Andel, das können wir den ganzen Tag machen. Ich kann es den ganzen Tag hier reparieren gehen. Ich weiß aber nicht, was die Zuschauer davon halten. Ich muss es reparieren und dann wieder auftanken gehen, Andel. Das ist das Problem. Oh, es fällt es auch oben auch noch. Das kann ich nur mal repairen. Danke für nichts. Warum fällt das die ganze Zeit um? Aber ich glaube, Andel weiß das nicht, dass ich das mache. Weil ich muss jedes Mal, wenn ich das Ding repair, weil Andel mir reinrennt, muss ich das Ding nämlich neu auftanken, weil das hat dann wieder keinen Tank drin. Wenn jetzt die ganze Zeit so machen, wenn Andel jetzt wieder drauf reinschallert, hat er dann wieder ein Problem. Dann schauen wir mal, was jetzt lässt. Aber kein Problem damit, wenn er mir ins Mikrofon reinschallert, aber ich will nicht, dass mein Motorrad die ganze Zeit kaputt ist. Ich das alle 2 Sekunden repairen muss. Ah, scheint da weg zu sein, oder? Ist er weg? Ja gut, dann machen wir Names aus. Ein Stück Scheiße. So. Dann clear ich ja auch mal durch. Die Leute, bann ihn weg, bann ihn weg. Ja, ich werde Andel jetzt auf jeden Fall vom Server bannen dafür. Wird jetzt permanent weggebannt. So. Groceries. Again, some things on the groceries. Hier, Grocery Shop. So, meine Damen und Herren. Willkommen zu Part 2. Guten Tag, der Herr. Ich hätte bitte gerne ein paar Rubellose. Ein paar Rubel. Was? Ich darf den Helm nicht anhaben? Wer sagt denn, dass ich den Helm nicht anhaben darf? Herr mit der Kohle, Händel ins Lüftliche überfallen. Ich bin Harald mit der Waffe. Also, ich bin der Harald und das ist meine Waffe. Und die Waffe heißt. Jochen haben wir sie genannt, ne? Jochen der Rochen. Und jetzt geben sie die Scheiße her. Sonst drehe ich hier drin gleich durch. Schalalalala. Oh, oh. Oh, Lotto. Ich habe aber nur kein Lottoschein bei ihnen gesehen. Nur hier diese ganzen Rubbellose, wo nichts rauskommt. Nur aufpassen, dass hier kein Corparino kommt direkt um die Ecke. Ja, wissen Sie, es ist nicht so einfach. Es ist, müssen Sie sich vorstellen, da war gerade ein Elefant mitten auf der Straße. Haben Sie ihn gesehen? Haben Sie nicht, ne? War klar. Ja, weil Sie den ganzen Tag hier drinnen stehen und Ihre Arbeit machen. Ich verstehe schon. Schalalalala. Oh, was wurde in der Ananas? Ganz viel mehr. SpongeBob Schwammkopf. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ja, genau. Plünder die Kasse endlich, du blödes Stück Scheiße. Es geht schon. Den ganzen Tag Zeit. Das ist manchmal mein Standardspruch. Ich habe nicht den, ja, Sie sagen es richtig, den ganzen Tag frei. Genauso ist es. Genauso ist es und nicht anders. Oh, kommt da wer? Nö. Der kommt da nicht. Das ist ein ganz normaler Dude, ne? Wissen Sie, ich muss ehrlich sagen, kennen Sie Paulaner Weißbier? Geschichten aus dem Paulanergarten? Kennst nicht, ne? Tschüssi, Dankeschön. Jetzt hier wieder Andel und gebe auf die Nerven. Ich will halt, wenn es mich wegen Andel heute aufhaut, dann muss ich mich übereifen. Es ging aber richtig easy. Oh, wir rufen da an. Wieder, ja? Ich bin's wieder. Die 2 nächsten Ladungen sind fertig. Wie viel ist das jetzt? Eine Sekunde. Ich muss mal reingucken, kurz den Kofferraum. Ich habe nämlich gerade das Problem, ich bin gerade auf Raubtour. Auf Raubzug. Ich glaube 56 waren das. Ich tut der nicht. Ja, wie viel kannst du noch einlagern? Ja, eine Tour würde ich vielleicht noch reinkriegen. Ja, es sind nur 1-2 Touren, weil ich bin gerade auch auf Tour. Können wir dann später machen. Es ist besser, wenn wir mehr zusammen schallern, weil ich krieg eh viel ins Auto rein. Ist auch nicht so. Oh, dann eine fette Tour. Jawohl, bis gleich. Ciao, Sie. Ciao. Ey, das war jetzt voll einfach. Das war wie, wenn ich ein Kind einen Lolli klauen muss. So, also, wir haben jetzt 3 Läden ausgeraubt. Erfolgreich, by the way. Dann fahren wir mal zu dem Laden, weil das ist mein Lieblingsladen. Die kennt ihr aus der Relove-Mod. Kennt ihr den Laden noch? Wo wir immer mit Ellie und Papa und Sodemann dort waren und immer diesen Verkäufer zusammengeprügelt haben. Das werden wir jetzt auch machen. Einfach unser Favorite-Laden dort. Alter Schwede, was ist mit zusammen? Hat gerade jemand Zeit? Ja, der Andel ist hier da. Etwas wieder clearen. Hast du das, wenn da was im Chat drin steht? Aber Andel hat Zeit, Gott sei Dank. Jetzt ist er. Jetzt geht er mir nicht mehr auf der Pelle. So. Habe ich irgendwas nicht vorgelesen? Lass mal schauen. Ah, tatsächlich, oder? Gamer Geek? Habe ich vorgelesen, jawohl. Beziehungsweise Fell habe ich auch vorgelesen, jawohl. Der Yannick haut raus. Grüße gehen raus an denjenigen, der aus Deutschlandsberg kommt. Liebe Grüße aus Deutschlandsberg. Kleiner Fun Fact: Ich war schon öfters in Deutschlandsberg. Ich hatte damals dort einen Friend. War ich mal auf Besuch.
ein deutscher Friend. Ich weiß noch nicht, ob der noch dort wohnt. Keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der geheißen hat. Aber wie hieß der damals noch? Ja, wie hieß der damals? Vielleicht guckt er gerade zu. Ich sag nur Folgendes. Der Herr aus Deutschlandsberg, der wird sich noch an mich erinnern können. Wir haben beide Briefmarken gesammelt. Und ich habe dir eine ganz spezielle Briefmarke geschenkt. So viel weiß ich noch. Das ist so lange her. Das ist richtig lange her. Aber es müsste Deutschlandsberg gewesen sein. Ja. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, wie er heißt. Das ist so lange her. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war ich auf seiner Geburtstagsparty. Da ist er, glaube ich, 11, 12, irgendwie sowas geworden. So einen Dreh. 10, 11, 12. Ja, das waren Zeiten, Bruder. Da hatten wir alle noch ein Sony Ericsson-Handy. So. Agalona, danke für 90 Cent, liebe ich raus. Und Schallfox, meine Autokorrektur, schreibt Station Cyan, die Farbe. Achso, Cyan, okay. Man kennt sie, die Autokultur. Maxi Klein, moin, ich guck dich gerne und auch zum Einschlafen. Aber das Reinschreien von anderen nervt etwas. Du, aber das ist normal bei uns. Ich sag so, wer sich den Content zum Einschlafen schaut, ihr müsst aufpassen. Manchmal gibt's die ein oder anderen Übersteuerungen bei uns. Das ist normal. An der Tagesordnung. Wir sind kein ASMR-Kanal. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst, Leute. Wir sind kein ASMR-Kanal. Also hier kannst du schon mal durch die Ohren schallern. Also nicht gedacht zum Einschlafen. Gut, die einen oder anderen machen's, aber ich empfehle euch, am besten den Stream etwas leiser machen und dann schauen, ne, wenn ihr einschlafen wollt. Hm. Weißt du, ich kann auch ASMR machen, wenn du das willst. Warte mal. Scheiße, das habe ich jetzt falsch gemacht. Warte mal. Wissen das. Na, es ist falsch. Wie geht denn das nochmal? Ich will die Rückkammer. Ach, warte, ich weiß jetzt wieder, wie es geht. So. Ja, so. Sk, sk, sk. Hey. Hey, du. Ja, genau du. Hey, wie geht's dir? Das ist der Sound, ob ich schläfst du schon? So, also so ein Kanal sind wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das kann sich der ein oder andere nicht geben und ja. Keine Ahnung. Da kannst du woanders hingehen für Arse. Aber gut, ich empfehle es nicht zum Einschlafen. Aber viele machen es, sagen wir so. Gut, hallo, guten Tag. Ich überlege gerade, ob ich den ausrauben soll. Ich bin jetzt so müde geworden durch mein ASMR. Hoppala. Ich habe nur irgendwie Schiss, dass da irgendwo ein Kopf ist, ne, weil das so direkt an der Stadt dran ist. So was wagen, komm, wir wagen es einfach. Komm. Handy ins Lüften, ich schon alles zu. Hallo? Ich hab's ja angeschossen, krieg ich noch ein bisschen Geld von Ihnen? Hallo? Ach, ich glaube, das funktioniert aber noch, oder? Ich habe ihn zwar halb angeschossen, aber. Das ist der Blick. Genau das ist der Blick, wenn du angeschossen wirst und richtig viel Blut verloren hast. Genau so guckst du dann. Der ist gerade in der Schockstarre. Hier sehen wir einen Verkäufer in freien Wildbahn, währenddessen das Männchen versucht, den Laden auszurauben. Wie wäre es, wenn sie schneller machen könnten? Also ich weiß nicht mal, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt kaputt gemacht habe. Der ist gerade in der Schockstarre. Ich hoffe, es funktioniert irgendwie noch. Ich habe nur keine Ahnung, ob es geht jetzt. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn die Cops kommen, haue ich eh wieder ab übers. Ah, es funktioniert noch, jawohl. Das Männchen weiß genau, wie es den Laden ausrauben muss. Der Ladenverkäufer hat die Schockstarre erfolgreich überwunden und gibt jetzt das Säckchen mit Geld raus. Der Räuber als Männchen wiederum wartet geduldig auf die Polizei und auf das Säckchen. Ja, du hättest es aber auch schon anders, egal. Alter, du blödes Stück Scheiße! Alter, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen, dieses blödes Stück Scheiße, Alter. Schlimmer als in der Geisterbahn, weißt du? Ach. Deshalb sage ich, Leute, schaut es nicht zum Einschlafen. Es ist ganz schlechte Idee, wenn der Andel da ist. Ich habe gerade selber einen Herzinfarkt bekommen, by the way. Kriegt Andel doppelt und dreifach zurück morgen. Nur, dass du es weißt, Andel. Ich nehme mein Megafon mit. So. Guck mal, ob da jetzt die Copperinos vorbeifahren. Schauen wir mal.
bleib hier stehen, warte. Wo sind eigentlich die Leute, die wieder mit in den Chat schreiben? Ben Lexer, ja. Dieses Gebiet hier, ähnelt auf keinen Fall dem tropischen Regenwald. Oh, oh die Mülltonne. Oh. Diese Mülltonne ist hier, weil wir die Welt verschönern. Ja, Ben Lexer, beste Mann. Leider hat er seinen Kanal verkauft. Ben Lexer hat damals mit seinem Kanal ein uraltes GTA 4 Video von mir kommentiert. Ich war so glücklich, aber leider, entweder den Kommentar gibt's nicht mehr. Oder ich finde den Kommentar einfach nicht mehr, weil der seinen Kanal eben verkauft hat an irgendeine Firma und das ist nicht mehr sein Kanal, keine Ahnung. Finde ich sehr schade, hat gute Videos gemacht, der Herr Ben Lexer. Ah, den vermisse ich wirklich. Dieses Gebiet hier ähnelt auf keinen Fall im tropischen Regenwald. Schauen wir mal, kommen die da jetzt oder sind die schon weg? Ich würde die mal gerne ein bisschen nerven hier, die Cops, wenn die mal. Ich will jetzt nicht baiten oder so, aber. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben schon aufgegeben, ne? Guck mal, da ist keiner. Ich glaub, die haben schon aufgegeben bei mir. Oder die haben alle keinen Bock gehabt, weil die alle wussten, Andl ist da. Andl Entenkonder, ja, man kennt ihn. Ja, Entenkonder. So. Was ist da? Head downstream with a paddle. Whitewater Activity Center. Kayak, Sea Shark. And motorboat down the rapids. English on Fleek, Bruder. English on Fleek. Und nein, so rede ich eigentlich nicht Englisch. Dreht er nicht um? Alter, dreht er jetzt nicht um? Der ist jetzt richtig. Hat er gesehen, wie er gerade drüber gerast ist? Jum! Endsmann ist er gerade drüber gerast. Aber ist ihm nicht aufgefallen, dass ich da mit Motorrad fahre? Okay. Weil ich werde ja eigentlich schon gesucht mit dem Motorrad hier. Aber dann weiß ich jetzt Bescheid, hier raube ich nichts mehr aus. Dann fahren wir doch mal. Das ist ja was, wir fahren immer rechts rüber. Ich weiß, wo ich hinfahre. So. Also heute bin ich echt gut auf Tour, ne? Also, was wir heute schon an Scheiße gebaut haben, unglaublich. Und ich bin noch nicht hingefallen. Oh, ich darf nicht verschreien, sonst falle ich wirklich noch hin. Ich habe eine Idee, wo wir hinfahren. Wir fahren nochmal zu dem Land, den wir vorher ausgeraubt haben. Und schauen, ob da schon ein neuer Verkäufer drin ist. Wenn ja, wird das richtig lustig. Weg da. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Ein bisschen langsamer darüber, genau. Ich habe mich gerade verfahren, nämlich da ein bisschen. Ich wollte nicht hier fahren, weil hier. Ach nee, hier ist die Radarkontrolle. Mich falsch gefahren. Da wollte ich hier lang, stimmt. Hier wollte ich, weil hier ist keine Radarkontrolle. Alter, das Ding schiebt, bist du deppert. Also wenn du damit Wheelie fährst, das ist halt echt gut. Halt musst du halt auch können. Heute, da ist ein Spalt. Schau das keiner ein, Freund. Also wir haben jetzt, wie viele Läden? 4 Läden, glaube ich, ne? Insgesamt 4 Läden überfallen. Einer war ja komplett easy. Und ich wurde noch nicht geschnappt bis jetzt, Leute. Bis jetzt noch kein einziges Mal wurde ich geschnappt. Das ist ein sehr gutes Zeichen dafür. Dass ich weiß, wo der Hammer hängt, gell, jo. Oder einfach die Cops, wie viele Cops sind denn da, sehe ich nicht, ne? Aber 36 Leute sind da, es sind auf jeden Fall Cops in the City. Aber am besten, ey, ich schwöre euch, am besten ist wirklich der Raub da drüben, weil ich da einfach über die Berge abhauen kann. Alles, wo direkt ein Berg ist, ist einfach Beste zum Ausrauben. Ist einfach so. Empfehle ich jedem. Auch in Real Life, kauft euch ein Motorrad, wenn ihr irgendwas ausrauben geht. Der Donald Handel. Ein Andy Duck. Andrew Duck, ja. Boah, ist auch ganz schön knapp jetzt. Ach, mein lieber Scholli, boah. Wetten, Andler schreckt mich wieder, wenn ich da irgendwie wohin fahre. 100 Pro. Also für die, die jetzt sich das ASMR-Video hier genießen wollen, schaltet direkt mal eine Spur leiser, weil ich weiß nicht, was in dem Laden auf mich warten wird. Ich denke mal, dass wieder ein wildes Andel-Entchen da auf mich wartet und mich wieder versucht anzuschreien. Auf der Suche nach Liebe natürlich. Also Bruder ist ausgeraubelt, ne? Oder? Bruder? Ich wurde da, hab kein Geld mehr. Kennst du das Taschenlampenspiel? Zuerst schaut man in die. Bruder, guck mal her, ich zeig dir mal das Taschenlampenspiel.
Das guckst du in die Taschenlampe und dann kriegst du da drüber. Das ist das Taschenlampenspiel. Habe ich mir selber gerade ausgedacht. Tschüssi! Keine Ahnung. Okay, der hat doch immer geschlossen. Geschlossen. Verflaffen. Geschlossen. Verflaffen. Und ja, das ist aus PewDiePies Video. So. Wo fahren wir denn hin, Don? Also, ich überlege gerade, ein Juwelier zu machen. Andererseits habe ich... Oh mein Gott! Bist du deppert? Andererseits habe ich gerade irgendwie dieses Bedürfnis, doch mal einen kleinen Laden zu machen, weil ich irgendwie Angst davor habe, den großen zu machen. Aber der Hund hat eine Idee. Wir machen jetzt erstmal den in Sandy, wobei es in Sandy eine scheiß Idee ist, weil du da nicht einfach wegkommst. Scheiß, wenn wir da, wenn wir da ausrauben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir failen werden. Weil es dort keine Berge gibt. Also es gibt hier nur diese Wüste hier. Das ist das Problem. Ach komm, wir probieren es einfach. Scheiß drauf. No risk, no fun, Leute. Wir machen es jetzt. Wir rauben den Laden aus mit lustiger Musik, oder? Yes, sir. So. Service! Ich Scheiße, Otto! Hallo! Guten Tag! Ja, das war mir eh klar, dass wenn ich wo reinkomme, irgendwo ein Arschloch ist. Aber geben Sie mir ja alles sehr was an, Herrns. Aber jetzt macht das mit der Wurfel. Weil eben ja klar, das Anlauf nicht da drin wartet. Soll ich Ihnen was erzählen? Soll ich Ihnen was erzählen? Das Arschloch, was mir schon den ganzen Tag verfolgt, gell? Ja, das ist eigentlich ein Enten. Verstehen Sie den Joke? Na, gell? Verstehen Sie nicht. Ich frag mich bis heute, wo die Lottoscheine sind, der. Lass mich mal schauen, ob da wer kommt. Das ist ein Zivi, oder? Ja. Ich wusste, dass das ein Zivi ist! Scheiße. Tonne. Ich wusste es, dass das ein Zivi ist. Ich hab... Ey, das war der, der mich vorhin verfolgt hat. Wusstet ihr das? Das war doch der. Uiuiuiui. Und ich bin weg. Nichts hält mich am Boden. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Das Ding kommt. Uiuiui, jetzt sitzt knapp. Das ist genau das, was ich gemeint habe mit hier gibt es keine Berge. That's the problem, Jungs und Mädels. That's exactly the problem I was talking about. Uiuiuiui. Ja, uiuiui. Warum ist er so schnell? Was hat denn der gefressen? Hat er einen Besen oder was zu Hause und hat ihn gefressen letzte Woche? Warum ist er so schnell unterwegs mit der Kiste? Och nö, oder? Okay, Leute, wir müssen statt einwärts, das hört nichts mehr. Polizeihelikopter, die haben so auf mich abgesehen, weil die genau wissen, ich bin auch für die ganzen Ladenräume verantwortlich. Aber sowas von 100 Pro, ey. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. Skurrupke. Ui, ui, ui. Alter, es werde Licht. Lieber Gott, ziehe mich hoch in das Licht. Alter, Schwede. Nein, 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 nein. Ui. Ui, ui, ui. Ja, ui, ui. Bruder, mach nicht so hell Licht. Ich sehe ja nichts vom Weiten. Nur so ein Licht hier auf mich gibst, Bruder. Ui. Was ist denn da los? Wo fahren wir da hin? Ja, Leute, jetzt ist es problematisch hier. Wir müssen ein bisschen runter. Wir müssen runter hier. Wir müssen runter, Jungs und Mädels. Oh nein, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Ein bisschen langsamer. Ah! Verpiss dich, Ellie, du Stück. Ich erschreck mich jedes Mal. Andi, hör auf damit. Ich bin gerade in einer Verfolgungsjagd. Erschreck mich. Weil das so scheiße laut ist. Ich habe mich gerade wirklich zerrissen am Sessel hier. Blödes Stück Scheiße, ey. Manchmal könnte ich dir echt den Kopf abhacken. Unglaublich.
muss mich gerade übelst konzentrieren, dass ich nicht hinfalle und anschallert mir ins Arschloch. Komm, verpiss dich. Alter, komm, hör auf mit der Scheiße. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, dass ich da wegkomme. Ey, so genervt habe ich dich aber auch nicht. Alter, kann dir mal wer wegbannen. Bitte. Alter, wie kann man so nervig sein? Ohne Scheiß, das triggert mich gerade so heftig, weil ich... Weißt du, ich kann da mit dem Scheißding... Ja, jetzt ist eh schon passiert. Danke für nichts, Alter. Jetzt raucht das Teil. Dann geht mir gerade so ein Piss. Unglaublich. Ja, komm halt die Fresse da hinten. Ja, hupt mich alle an. Ich will hier doch nur weg. Konzentrier, wie ich hier fahre, Bruder. Ich glaube, ich habe den wegbekommen. Ja, der Hubschrauber ist weg. Alter, wie kann man so nervig sein? Bist du deppert, war ich gerade getriggert. Ich war gerade richtig hart getriggert von Andel, ne? Mit seiner Scheißente. Und vor allem, ich bin erschrocken, ich war on bike, auf einmal schallert mir irgendwas durch in die Ohren. Ich denke mir so, Alter, warum genau jetzt? Weil ich voll konzentriert bin. Ich denke mir nichts, auf einmal schallert es in meine Ohren. Irgendwas schallert es durch. Ich krieg jedes Mal einen halben Herzinfarkt. Die armen Leute, die sich das am Abend anschauen müssen jetzt. Die damit schlafen gehen wollen. Andel, denk doch mal an die Kinder. Die wächst du alle auf. Mit diesem Verhalten. Die wächst jetzt alle auf. Die armen Kinder und Rinder. Und die armen Kinder von Rindern. Und die Rinder mit Kinder. Ich muss das Ding unbedingt loswerden, Alter. Die Cops sind schon so mad auf mich. Das ist unglaublich. Ihr habt eh gesehen, wie die hinter mir her waren, ne? Ach du Scheiße. Und Werkzeugkasten habe ich jetzt auch nicht gekauft. Das ist natürlich super. Aber ich schau mal. Vielleicht kriegst du eingepackt, dann passt das auch. Einigermaßen. Ah, ich sag mal einigermaßen. Das war ein richtig krasses Getaway. Bis auf, dass ich mich einmal auf die Palme gelegt habe. Aber sonst hat es mich heute gar nicht raufgelegt eigentlich. Was kostet? Ja, $500, das ist bezahlbar. Aber wisst ihr was, wir fahren weiter mit der Kiste, wir fahren damit weiter. Weil es einfach so spaßig ist, es macht so Spaß. Es macht einfach wirklich heftig Spaß, mit dem Ding zu fahren. Aber wisst ihr, was wir als nächstes machen werden? Wir werden probieren, den Laden zu überfallen. Okay, habt ihr Bock drauf? Habt ihr da Bock drauf oder habt ihr da Bock drauf? Ich überlege nur, soll ich die mit reinnehmen? Na, ich weiß nicht, komm, wir füllen sie erstmal full. Jetzt schreit er mir sicher, warte mal, wetten, er ist wieder da? Jetzt schreit er mir sicher gleich wieder ins Arschloch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Ist das gar nicht da? Schreist du mir jetzt gar nicht in die Ohren, jetzt wo ich hier auffülle, das Ding? Okay, wundert mich. Wundert mich wirklich. So, habe ich das jetzt überhaupt richtig aufgetankt? Nee, oder? Achso, der ist leer, super. Ey Leute, wir sind so geil drauf, was wir jetzt schon alles für Scheiße gebaut haben. Ey, wir hatten jetzt schon die zweite Verfolgungsjagd mit den Cops. Erstmal abgehängt. Die haben halt keine Chance gegen das Ding. Wir haben sogar den Polizeihelikopter abgehängt. Also das heißt schon mal was. Ein Polizeihelikopter abhängen ist schon eine Sache für sich, ne? Ist wirklich eine Sache für sich. Dass wir das zusammengerichtet haben, das wundert mich. Das muss ich mal ein bisschen hier durchlesen. Black Demon. Danke, dass du fast jeden Tag für uns streamst. Bist mein Lieblings-YouTuber. Hashtag Schaumtüten. Dankeschön, Bruder. MTRX. Lol, danke für 10 Euro. Dann Sergio Spisgeek. Darf sich nicht die Strafen stacken wegen Raub? Eigentlich nicht, ne, eigentlich nicht. Stimmt eigentlich. Wir dürfen das theoretisch nicht stacken, glaube ich. Camille Dorn wurde in Würzburg. Wie Felix alles Klopfkopf, Grüße aus Unterfranken. Gell, an den besten YouTuber. Aus Unterfranken, euer Unterfranken. Grüße gehen raus, Knusperbrot. Liebe Grüße aus Sankt Radegund. Was ist das denn? Sankt Radegund. Sankt Radegund, das sagt mir gerade gar nichts. Aber Grüße sind zurück auf jeden Fall. Eskula, moin zu und habe alle deine Streams zweimal geschaut. Kennst du mich noch? Bleibst du bist. Der erste Furz für heute, Bruder.
Ja, vielen Dank, Rudi. Joey Kunz, danke auch für den Euro. Ich gehe mal hier alles noch durch, bevor wir den nächsten Raub starten. Sam F., danke für den Euro. Deadpool Gamer, mal unter uns. Das mit dem zu spät kommen ist mit Absicht, oder? Ganz ehrlich, nö. Das mit dem zu spät kommen, das ist immer so ein, zwei Minuten komme ich zu spät. Das mache ich mit nicht mit Absicht. Weil ich lasse mir einfach Zeit. Und der Stream, der hängt ja immer ein bisschen hinterher. Ne? Und wenn ich jetzt um Punkt anfange, oft fange ich um Punkt an zu streamen. Und das zu spät ist einfach so ein Meme geworden, keine Ahnung. Auch wenn ich nur eine Minute zu spät bin, ist ja nicht zu spät. Zu spät, wenn ich wirklich so 20, 30 Minuten, 10 Minuten zu spät bin, das bin ich ja fast nie. Aber es geht so um die eine Minute. Wenn ich die eine Minute zu spät kommt, der Chat direkt zu spät. Das ist halt so ein Meme geworden. Also mit Absicht mache ich es nicht, das ist einfach so. Keine Ahnung. Ist einfach so, ne? Gibt Sache. Aber die Rubellose habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Stimmt, die habe ich ja geklaut drüben bei der Dings. Ist das jetzt machen? Wir überfallen den Laden hier, ja? Und gehen dann direkt rüber und schauen, dass der Juwelier offen hat. Oh, ich habe gewonnen! Schau mal, die geklauten Sachen sind immer besser. Der gibt ja eine richtig bessere. Ja, guck mal hier. Was er hier aus... Ja, Rubellose, komm, gib mehr. Tau ihn, jawohl. So, also, wir gehen in den Laden hier, den wir jetzt überfallen. Als Ablenkungsmanöver. Ja, den überfalle ich nicht wirklich. Dann fahren wir direkt zum Juwel rüber und schauen, dass der offen hat, okay? Ach, wobei, das ist ziemlich in der Nähe, ne? Dann machen wir am besten den Laden hier unten. Das ist besser, ja. Den überfallen wir. Also, den wollte ich eigentlich jetzt hier aufladen. Auflade, Tanksäule. Die Aufladezapfsäule. Ladezapf. Eine Auflade. Ladezapf. Auftank. Ladedingsbums, keine Ahnung. Wie nennt man das? Bei Tesla? Eine Ladesäule? Keine Ahnung. Nicht so eine. Weil eine Ladezapfsäule hört sich wie Scheiße an. Mann, was zapfst du denn? Ja, einen Strom. Ach, wobei doch, das geht. Stromzapfen. Ich denke gerade an einen Tannenzapfen. Also, ich denke gerade an einen Tannenzapfen, der gerade unter Strom steht. Keine Ahnung. Eine Fantasie wieder on point. So, also, wir fahren runter, machen Ablenkaktion und dann fahren wir direkt hoch und schauen, dass wir den Juwel ausgeraubt bekommen. Hoffen wir es mal. Wenn nicht, dann nicht, meine Damen und Herren. Ja? Ja. Ich schaue nur, dass ich genauso fahre, dass mir kein Kopf in die Quere kommt. Ich schaue so. Also hier ist Juwelierraub. Das heißt, ich muss ein bisschen Umweg fahren. So, kann ich den eigentlich von außen? Wie er da drin steht. Der hat immer denselben Gesichtsausdruck, ne? So, schieße ich hier nochmal. Das ist das ein bisschen so. Genau, und jetzt hauen wir ab. Am besten Licht aus. So, los geht die Party. Ich hoffe nur sehr, dass mir keiner entgegenkommt. Ich fahre ein bisschen hier einen Umweg. Ja, ich fahre hier lang. Ja, hoffen wir mal, dass das klappt, Leute. Hoffen wir das mal. Ich habe nämlich keinen Plan, ob der Juwelenraub funktioniert oder nicht. Ob er offen hat oder nicht. Ich habe jetzt einfach just for fun dafür Ablenkung gesorgt. In der Hoffnung, dass mir nichts passiert. Du bist zu weit weggelaufen. Ach, sag ja nicht, dass das zu weit war. Oh, jo. Schau mal, ob da ein Ziegel steht irgendwo. Nur einmal noch zur Sicherheit zum Abchecken. Sieht nicht so aus, perfekt. Da noch ein Zivi drin. Nope, perfekt. Okay, ich bin ready. Ich bin ready für den Einsatz, Jungs und Mädels. Ach, scheiße, der hat geschlossen. Der wurde erst ausgeraubt. So ein Dreck, ey. Jetzt habe ich die Cops umsonst abgelenkt. Renovierungsarbeit. Bei uns wurde eingebrochen. Wir haben es erstmal 25 Stunden zu. Ja, Renovierungsarbeiten. Ja, sicher, du mich auch, Bruder. Schauen wir mal, wen können wir noch ausrauben. Also jetzt habe ich die jetzt erstmal gemacht. Ich überlege nur, ich fahre vielleicht nochmal, wisst ihr was, ich fahre hier nochmal hoch. Einfach aus dem Grund, weil der Laden die beste Pose ist, um abzuhauen. Da kommt auch der Heli-Schwer hinterher. Und da fahren wir nochmal hin. Was ist denn da los? So. Ich schau mal durch hier. Malte Schiller, so das kann ich jetzt mal vorlesen. Er fragt, kann man da den Grafikmod vielleicht kaufen? Auf gar keinen Fall. Rein aus rechtlichen Gründen tue ich die nicht hochladen, beziehungsweise wir verkaufen die Sachen. Weil ich habe es ja nicht geschrieben komplett. Ich habe sie editiert. Das ist wie wenn ich jetzt ein... Ja, wie kann ich das sagen? Ja, als würde ich etwas
Oh ne, ist da Polizei? Ja, irgendwo, keine Ahnung. Es würde ich dir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, einen Chanel-Pulli, ja? Ich habe jetzt einen Chanel-Pulli und mache da dann auf dem Pulli, mache ich dann den Druck ab und mache mein eigenes Logo drauf und sage, ich habe den jetzt gemacht. Ist dasselbe und deshalb, ich mache sowas nicht. Deshalb, ich lade sowas nicht hoch, wenn, dann müsste ich das mit dem Devs all machen, aber da ist so viel Stuff drin, dass ich nur, was nicht mir gehört, da lohnt es gar nicht zu fragen. Deshalb, ich re-uploade das auch nicht. Und ich sag mal so, die GTA Modding Community ist sowieso broke, weil es wird gestohlen, wo nur geht. Es werden Sachen verkauft, die teilweise den Leuten nicht gehört. Ich habe auch gesagt, für GTA 6, ich werde keinen Stuff mehr releasen. Alles, was ich mache, mache ich dann halt für den Server oder für mich selber. Weil, ihr wisst ja Bescheid, ich habe ja auf meiner Website ein paar Sachen zu runterladen, ne? Also die ganzen GTA-Polizeifahrzeuge da. Da werden teilweise Sachen runtergerippt, sprich, runterkopiert, die ich erstellt habe. Und ich gebe das ja gratis her alles, ne? Und die verwenden das für ihre Sachen, verkaufen dann ihre Models für 10, 15 Euro das Stück. Wo ich mir denke, geht's noch? Und deshalb, habe ich auch mir gesagt, ich release zum Beispiel gar nichts mehr. Auch nicht für GTA 6 dann. Wenn ich Mods machen werde, dass ich die einfach für mich behalte oder für den Server mache. Genauso wie mit dem Autoscooter, den release ich auch nicht oder verkaufe ich auch nicht. Ein Autoscooter, den ist was Besonderes, habe ich mir gesagt, warum soll ich das hochladen? Nur, dass wir irgendwelche Leute sich den Stuff nehmen und weiterverkaufen. Wobei ich das dann halt gratis angeboten habe, so in etwa, ne? Das wird teilweise echt scheiße umgegangen mit den Sachen. Dankeschön an XEzio. Kommt noch wer aus Richtung Schongau? Also ich nicht, Bruder. Keine Ahnung, ein Chat kommt ja aus Schongau. Noch nie davor gehört, muss ich sagen. Dankeschön an Ezio. So, Luke hat der Affe heute auch raus. Moin, Körtel. Wie geht's dir, liebe Grüße aus Sachsen? Mir geht's super. Ich hoffe dir auch, Brudi. Die Liebe geht zurück. Maxi Klein, moin. Ich guck dich gerne und auch zum... Also, dass wir schon vorgeht beim Einschlafen und der Andel immer reinschallert. Ja, ja. Ich zücke mir Andel, was ist denn da los? Hier alles vorgelesen, gell? Ja. Hab ich alles vorgelesen. So muss das. Also, schauen wir mal, ob der Laden offen hat. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Mach doch Copyright drauf. Bruder, das bringt ja gar nichts. Beste Beispiel auf... weißt du, was das Problem ist? Ich könnte in der Theorie, ja, das ist jetzt nur eine Theorie. Ich könnte jeden Typen, der das macht, eigentlich anzeigen und mit dem Anwalt kommen und dem eine Klage nach Hause senden. Könnte ich machen. Aber weißt du, was der Joke dabei ist? Das Ganze ist die Zeit nicht wert. Es ist aufwendig, jeden gleich zu belangen. Deshalb mache ich es auch nicht, dass ich irgendeinen 14, 15, 16-Jährigen anzuzeigen, der meinen Stuff weiterverkauft, den ich eh gratis hergebe, so in etwa. Ich meine, dasselbe ist jetzt mit den Shirts auf Amazon. Du siehst eh, die Leute verkaufen... Boah, der ist noch immer auch... Ist ja noch immer... Ja, komm, ist doch scheiße. Die verkaufen meinen Merch, der gefaked ist, auf Amazon. Und links auf einer Plattform. Auf Amazon geben die Xyren... Es steht sogar Xyren drauf. Mein Name. Und da denke ich mir auch, so, Bruder, muss los. Aber da habe ich gesagt, ganz ehrlich, bei Amazon, da habe ich gesagt, den schaller ich was rein, wenn das nicht offline genommen wird. Dem schaller ich wirklich was rein. Weil der zieht ja Leute damit ab, dass der so tut, als wäre das mein Merch. Leute kaufen das dann. Und es ist nicht mal der originale Merch. Der verdient sich dumm und dämlich damit. Und Leute werden damit abgezogen. Und da würde ich sowas machen. Aber jetzt wegen jeder Kleinigkeit einen Anwalt draufhetzen, das ist so eine Sache. Ich könnte, ich bin gut versichert. Ich habe eine Versicherung dafür. Sprich, ich zahle für meinen Anwalt nichts, weil ich versichert bin. Also in der Theorie könnte ich... jeden Anzeigen, der eine Scheiße baut, aber ich kann euch nur auf den Weg mitgeben, ich bin keiner, der das macht. Ich sag den Leuten meist, komm, lass den Scheiß einfach und gut ist. Und ich bin der Letzte, der irgendwie mit dem Anwalt drohen will. Und ich sag so, es ist einfach immer so eine Herumschererei mit Anwalt hinher vor Gericht, das ist einfach Zeitverschwendung. Kann ich euch nur auf den Weg mitgeben. Also wer das machen möchte, der kann es gerne machen, ich bin keiner davon. Also ich schalte, wenn er nur Anwalt ein, dann wirklich alle Stricke reißen und wirklich die Leute machen, was sie wollen. Wie gesagt, das mit Amazon, wo der Merch verkauft wird. Da habe ich gesagt, wenn da wirklich alle Stricke reißen, Amazon das nicht runternehmen möchte, dann musst du halt mit Anwalt kommen. Geht nicht anders. Weil da bin ich wirklich so, also wenn wer wirklich Leute abzieht, also meine Community abzieht, weil es kaufen ja Leute dann dort ein, die aus meiner Community aus dann abgezogen werden. Das ist dann schon was, wo ich sage, das oder für uns Polizei. Da bin ich dann dagegen. Aber wirklich nur im Notfall, ne?
Weil ich hoffe einfach, dass Amazon das einfach runternimmt und gut ist die Sache. Ich habe einfach keinen Bock auf so einen Papierkram, Anwalt dies, das hat. Irgendeine Klage senden. Ja. Aber ja, es ist ehrenlos, was die Leute machen. Ja, das stimmt. Du musst ja mal anschauen, es werden ja auch große Marken gefälscht. Und die können damit auch nichts, die können auch nicht viel machen. Wenn du in die Türkei gehst oder so, auf diese Bazaar-Sachen da, ich meine, da war ich ja auch dort. Nur gefälschte Sachen dort. Und das wird ja dort auch toleriert. Oder in China. Da werden ja die ganzen Uhren gefälscht, die ganzen Rolex-Sachen werden dort gefälscht. Interessiert keinen. BZW, die Marken können dagegen nicht mal was machen. Weil dort, in den Ländern, ist es halt nicht so, mit dem Urheberrecht, da sagen sie, ja, Urheberrecht hinher. Ein, zwei Leute werden mal eingesperrt, wegen irgendwas, aber das war's dann doch schon. Aber gut. Bei einer Fälschung weißt du meistens, dass du eine Fälschung kaufst. Wenn du auf Amazon Xyon Merch eingibst, mir keine riesen fette Marke, dann denkst du, ja, okay, das sieht aus wie Xyon sein Shop Merch, wird schon so sein. Vor allem, es war eine Zeit lang, das wissen viele nicht, aber es war eine Zeit lang echter Merch auf Amazon erhältlich. Also ich habe den Xyon 97 Puller, den Xyon 97 Pulli gab's auf Amazon und das war Miele aus meinem Shop. Deshalb ist das so abfuck irgendwie. So, wir fahren jetzt nochmal dahin und probieren den mal ausrauben. Wir schauen mal. Ey, kurz vor den 10.000 Likes, so muss das. Warte, schauen wir nochmal raus hier. Probieren wir es mal. Oh, ist da eine Katze? Sehr süß. Schandl ist gerade im Zimmer. Gibt es neue Informationen? Hör, was? Du legst dich ins Bett. Okay. Es ist ja erst 22.23 Uhr. Was bist du? Du bist früher auf. Ja, gut, das stimmt. Ich bin so früh aufgestanden, ist aber auch nicht. Der Herr. Sehr lange. Sehr, sehr lange. So, okay, wir werden unser Glück testen. Das Geile ist, hier kann ich wieder rauffahren. Das heißt, da kriegt mich wieder keine Corperino. Also, das ist. Ey, der Laden, der ist doch super zum Ausraubeln. Ich muss nur schauen, ist da hinten ein Zivi? Nee. Zivi-Cop ist da nicht. Ja, bitte? Was ist cool? Was? Wie, du bist live, als live dabei? Achso, du bist live dabei, ja. Chandler schaut den Livestream aus dem Bett. Ja, schon beneidenswert. Schon heftig beneidenswert, muss man schon sagen. So, ich raub mal den Laden aus. Mit wieder lustiger Musik, keine Ahnung. Hände ins Lüftli, ist Überfall, die geben's ja was haben. Harald heiße ich und ich bin wieder da. Ja. Kennen Sie ihn vielleicht wieder? Erkennen Sie ihn? Sie haben letzte Woche drüben gearbeitet, ich weiß. Ja, kennen Sie ihn wieder? Ja, Jochen, genau. Jochen, der Rochen. Und wir wollen jetzt wieder ihr Geld haben. Weil der Juwelier hat nicht offen, da wissen Sie, eigentlich bin ich ja eher interessiert an so einem Juwelier, aber leider hat er immer zu, weil Renovierungsarbeiten hinterher. Lottoscheine gibt es ja by the way auch noch immer nicht. Machen Sie die Kasse auf. Das Lotto hier mal auch weg. Wäre vielleicht cool, wenn Sie ein bisschen schneller machen könnten, weil Sie wissen, ich habe nicht alle Zeit der Welt. So ist es. Genau. Ja, wir kommen hier in meinem wunderschönen Laden in... Oh, Polizei. Polizei, 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 Polizei. Polizei. Pozilei. Wo ist das denn da los? Wo fahren wir da hin? Polizist, wo fahren wir da jetzt? Ja, Herr Polizist, wo fahren wir da jetzt hin? Ja, so komm, ich fahren wir da jetzt nicht auf, hier auf den Bergi. Ja, wo fahren wir hin? Kommt man da nicht hoch? Jo, so viel hochfahren wollen und nicht können. Ja gut, die Polizei war jetzt doch etwas schneller da, als ich mir gedacht habe. Ja, manchmal muss man einfach abhauen. Was ist denn da los, Herr Polizist? Wo fahren wir da hin? Ne, wo fahren wir da hin? Hier, schau. Das ist so süß, wenn er nicht hochkommt. Auf das Gebirge. Mal aufpassen, dass hier kein... Alter, warum riecht es da übelst gut nach Essen? Hast du was zu essen gekocht? Hallo? Achso, es riecht übelst geil nach Essen, es ist das Essen von vorhin. Was hast du? Du hast dich selbst gebraten. Einen Schandelbraten. Alter, wie geil war das jetzt bitte gerade? Deshalb liebe ich Berge und dieses Ding, die Cops können nichts machen. Gar nichts. Ich meine, der Polizeihelikopter hätte da sein können, aber er ist nicht da, also. Was habe ich gesagt?
Ich habe, by the way, gar nichts gesagt gerade, wegen dem Helikopter, ne? Nur, dass ihr es wisst. Ich hab ihr sucht, guck! Schau, wie süß ihr sucht und wie die findet! Okay, weiter. Komm, 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 Schlitten, komm, Schlitten, komm, Schlitten, ja! Komm, gib Gas, juckt! Junge! Win, juckt! Geht schon, durch die Olga! Rein da, durch da! Alter, was die heute schon für Scheiße gebaut haben, der wievielte Laden ist das? Der 6., 7.? Und ich wurde noch immer nicht gefasst, weil ich einfach zu gut auf dem Ding unterwegs bin. Ja gut, ich mach das auch schlau, ne? Ich meine, offroad-fähiges Fahrzeug nehmen. Polizei hat keine Chance, weil mit dem SUV kommst du einfach nicht so weit. Und ich häng selbst den Helikopter ab, das musst du schon mal schaffen. Der arme Herr Helikopter. Jetzt sind wir gemütlich hinterher. Jetzt fliegen wir jetzt hinterher hin. Und was machen wir denn jetzt? Ich überlege gerade nochmal einen Raubzug zu machen. BZW. Vielleicht jetzt der Juwelier offen. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ja für Ablenkung gesorgt. Der Helikopter ist am Arsch der Welt. Kommen wir mit voll Karacho dorthin. Gas. Oh, ich höre den Helikopter, scheiße. Nee, nur das Ding ist so klein, da siehst du eh nicht von oben. That's what she said. Das siehst du eh nicht von oben. So. Okay. Aber war wieder ein geiles Getaway und jetzt schauen wir mal, ob das Ding offen hat oder nicht. Sag uns gleich das Lied. Alter, ich werde so viel angehängt bekommen, wenn ich da jetzt reingehe. Nein, der hat immer geschlossen. Wir haben leider geschlossen, wir haben Renovierungsarbeiten. Komm ich später wieder. Wir machen die Türen erst auf, wenn wir die Renovierungsarbeiten abgeschlossen haben. Alter, ist schon alles renoviert. Also ich sehe da nichts mehr, was... Ach doch, da hinten ist sowas eingeschlagen, aber meint. Kommen Sie später wieder, wir renovieren immer noch. Warum kommen sie immer wieder? Machen sie später auf. So, wir können jetzt hinfahren. Ah, ich weiß, wo wir ausrauben. Ich hab ne Idee. Aber ich glaube, die Cops werden jetzt schon so angepisst sein, die werden nicht gleich anfahren, wetten. Also ich gehe jetzt hier ausraub da drüben. Ich glaube, ich werde direkt, ja, direkt vom Polizisten weggerammt. Aber schauen wir mal. Weil verletzen soll er mich ja nicht. Also ein guter Polizist würde mich nicht verletzen. Der würde mich nicht umfahren. Auch wenn ich ein Arsch bin. Also bis jetzt waren sie alle sehr nett zu mir. Ja? Sollten sie auch sein, weil ja? Ich bin ja nur ein Ladenüberfäller. Hallo, ich bin's, die Bärbel. Und ich bin da, weil ich sie vernaschen will mit ihren Naschsachen. Na bitte geben sie die Sachen, ja. Oh, sie haben Thunfisch im Angebot, sehe ich gerade. Sagen sie, was kosten? Also ich raub's ja gerade aus, nehme ich das einfach mit. Warten sie mal. So, habe ich gerade mitgenommen. Haben sie gesehen? Ja, ich mach das alles mit. Sag mal, wie viele Brüder haben sie? Sie sehen alle gleich aus. No racist oder so, aber sie sehen alle gleich aus. Sie sind immer derselbe Dude. Oder er hat ganz viele Zwillingsbrüder, wir wissen es einfach nicht. Okay. Könnten sie schneller machen? Das Problem ist, ich kann den Folgendes mal sagen. Das Problem ist, ich bin jetzt schon... Ach Gott, das ist doch so eine Scheiße. Da ist er schon. Warum sind die so schnell? Oh, Diggi, die sind so schnell. Das ist unglaublich. Alter, war das grad. Alter, das ist halt das Geile, wenn du so ein Motorrad fährst. Das ist halt das Geile, wenn du so ein Ding fährst. Das ist so geil. Schnell weg, komm. Alter, wie schnell ich weg war. Habt ihr das gerade gesehen? Ich einfach der Pro, einfach der Pro. Ich kenne mich so gut aus. Ich weiß jede Seitengasse. Und alle Seitenhiebe natürlich auch. Deshalb fährt die KTM. Es ist wunderschön. Wie ich die gerade abgezogen habe. Aber jetzt müssen wir uns das einfallen lassen. Die sind in der Stadt überall. Das heißt, wir müssen uns das echt gut einfallen lassen. Hier weiter vorgehen mit dem ganzen Sache.
Ich halte die ganz schön auf Trab, ne? Ich halte die Jungs und Mädels ganz schön auf Trab heute. Das müssen wir schon heute zugeben, ne? Die sind ja übelst getriggert, weil sie mich nicht kriegen auf dem Ding. Ja, ich habe gesagt, heute Raubzug, ja? Wenn Raubzug, dann richtig. Und so machen wir das hier. Wir müssen nur schauen, dass ich irgendwie aufs Land komme, weil ich habe jetzt schon alles ausgeraubt, was eigentlich möglich ist. Also mindestens jetzt sollte der andere wieder offen haben, das schauen wir mal. Ach, ich würde ja so gern Donis lesen, aber es ist gerade ein bisschen blöd bezüglich dem Abhauen hier. Also sonst haut es mich auf die Fresse, dann bin ich tot und dann habe ich keinen Bock drauf. I'm so sorry, ich lese sie gleich vor. In der Zwischenzeit, Leute, wusstet ihr, dass ihr komplett kostenlos hier abonnieren könnt und die Glocke aktivieren könnt? Würde mich freuen. Road to 1 Million. 1 Million. 1 Million. Oh, scheiß Blitzer. 3,5 wieder gezahlt, egal. Krieg ich eh wieder beim nächsten Laden. Ey, nur wie so viele Läden auf einmal ausgeraubt, ich schwör. Das ist, glaube ich, neuer Rekord. In so kurzer Zeit so viele Läden und bis jetzt sich einmal erwischen lassen. Das ist neuer Rekord, Leute. Also wenn wir heute wirklich mit nichts wegkommen, ne? Also dann ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich so viel Scheiße gebaut habe und nicht dafür belangt worden bin. Mal gucken. Aber beste Gefährt, schau ich das an, wie ich da drüber fahren kann. Einfach keine Sorgen. Ja, aber gut, bis jetzt hat es mich nicht einmal aufgeschmissen, bis auf das eine Mal, wo ich da drüber wollte. Ist ja supi. Wenn der Laden sich offen hat, dann weiß ich auch nicht. Okay. Boah, Alter. Ich dachte, jetzt dreckig hier. Ich geh mal auftanken und schau, ob der Laden überhaupt offen hat, aber ich glaube nicht. Oder? Nee. Aber wie lange braucht denn der, bis er wieder offen hat, der Laden? Das ist unglaublich. Da habe ich vor 2 Stunden gefühlt ausgeraubt, der ist immer noch nicht offen. Macht er so lange? Oder vielleicht wurde er in der Zwischenzeit schon wieder ausgeraubt, das kann natürlich sein, ne? Weiß ich ja nicht. Aber erstmal auftanken. Mina Gerst, 1000 Likes geschafft, ey, vielen herzlichen Damen. Liebe geht raus. Daumen mal raus, würde ich sagen, oder? Haben wir mal einen Dorscheib raus, einfach weil wir es können. 'Ich muss einen Kanister kaufen. Im schlimmsten Fall der Fälle. Aber der ist hier leider nicht mehr, ne? Schade. Aber wo könnte ich noch ausrauben? Wo ist denn der Spot, wo ich gut wegkomme? Vielleicht hier? Ne, da fahren sie alle ganz schnell rüber. Da habe ich auch nichts, wo ich wegkomme. Das Problem ist, ich traue mich jetzt nirgends mehr ausrauben, wo ich nicht gut wegkomme. Hier drüben eigentlich, stimmt? Den könnte ich noch machen. Den mach mal. Da fahren wir hin. Jessica, Maria, Natalia, was geht? Kannst du mich bitte grüßen? Grüße raus an dich. Ich glaube, da soll ich alle drei gleich grüßen. Nadine, Michelle, Döring, danke für 90 Cent, dann Joker Fox R8. Welchen Server hast du? Windows oder Linux? Und weißt du, wie man TX-Admin auf dem Server drauf macht? TX-Admin wird automatisch eigentlich installiert und Windows. Für 5M lohnt sich Windows auf jeden Fall mehr. Windows. So, Steven Thiel, danke für 2 Röhrchen, dann Ruski Official. Ich habe meine Uhr fallen lassen und kann sie jetzt nicht mehr aufheben. Ich sehe das Urheberrecht, ne? Will das kein Urheberrecht? Warte mal, das ist aber... Der ist so alt, der hat schon einen Bart. Und dieser Witz mit dem, der hat schon einen Bart, ist noch älter als der Bart an sich selbst. So, Steven Thiele, habe ich vorgelesen, genau. Bei danke für eine Runde. Und Master12P Amazon hat die Rezension gesperrt, wegen Verdacht auf falsche Rezension. Bei den Typen sind ja 2, die
das dort verkaufen. Ja, ja. Das ist sowieso geil, weißt du? Du darfst eine Rezension schreiben auf Amazon und dann sperrt es aber Amazon die Rezension. Das verstehe ich nicht. Wenn es eigentlich nur real ist, was da drin steht. Für was hat man dann überhaupt eine Bewertung? Das ist wie wenn YouTube auf einmal den Dislike-Button abschaffen würde. Finde ich auch scheiße. Da haben sie auch schon überlegt, wir wollen den Dislike-Button abschaffen. Denke ich mir, warum? Weil wenn ein Video ist, wo jemand gescammt wird oder sowas, so ein richtiges Scammer-Video, das hat sau viele Likes und du siehst nicht, wie viele Dislikes, werden andere auch noch abgezogen damit. Ist ja voller Scheiß. Dann denke ich mir so, kannst du gleich gar keine Bewertung zulassen. Dann ist ja gut, aber... Ja. Ich verstehe so vieles nicht. Veganer bekommen keine Kinder, sondern Sprösslinge. Dankeschön, mag keine Lumpen, mate, my day. Just only freestyle. Danke für eine Runde. Deadpool Gamer. Nicht, dass wenn du eine Minute drüber bist, sondern Punkt genau wird reingeschrieben zu spät. Ich weiß, ja, ja. Ich weiß. Ist ein Meme. Ist mittlerweile ein Meme geworden. Finde ich aber selber lustig. Zu spät. Ist aber auch das zu spät Emote. Könnt ihr mal reinschreiben, das zu spät Emote an die VIPs. So. Mal den hier in den Laden. Also der Plan ist es, hier auszurauben und dann fahren wir da links rüber. Ach, weißt du was? Falsch, platziere das Ding. Das müssen wir anders hinstellen. Wir müssen links rüberfahren. Hoppaland, das war jetzt nicht in Absicht. Wir müssen hier rüberfahren, dass wir in die Richtung und dann auf den Berg da hoch. Das ist jetzt mein Plan. Mein geheimer Plan ist das jetzt. So, Business Fish, deutscher Pass regelt, verstehe ich nicht. Sam F, danke für 2 Öhrchen. Kurti Kornspitz, ebenfalls Grüß aus Würzburg. Die Besten kommen aus Franken. Alles klar. Dankeschön, Kurti Kornspitz. Elias Hanslik ist auch wieder dabei. Jawohl. Jan-Luca Walter, danke auch für einen Euro. Und ich glaube, ich habe alles vorgelesen. Genau. MTRX, lol, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Ne? Ja, Grüße gehen raus auch an dich. Vielen Dank. Alte Schiller, kannst du mir sagen, wie du den Sandbild bekommen hast? Ich habe einfach eine komplett andere Grafikmod. Ich sag mal so, wenn du Visual V oder was hast, überall ist das Sand anders. Aber bei mir war der immer schon normal. Also ich habe keine Texture-Mod oder so drin. Steven Thiele, danke auch für einen Euro. Und jetzt, wir sagen mal hier rein, oder? Schnock mal nicht lang rum. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall. Ich hoffe, dass dieser Überfall mal endlich mal funktioniert, weil die Cops so schnell sind. Die sind wirklich sehr schnell. Ich komme kaum noch zum Überfall machen, wisst ihr? Ich glaube, ich höre schon wieder irgendwo eine Sirene. Alter, muss das so laut sein. Alter. Ich muss schauen, ob ich... Ey, Bruder, ich muss schauen, ob ich die Sirene höre. Verpiss dich. Alter. Oh, scheiße. Ist schon doof. Ich bin falsch gefahren, super. Alter, Andel muss so nerven wieder. Wieder halb erschrocken, Bruder. Weißt du, was das Geile ist? Ja, ich komm damit hoch und die nicht. Und ich mach das so easy mit dem Teil. Es ist unglaublich. Jetzt nur nichts riskieren, Leute. Wir dürfen jetzt nur nichts riskieren. Komm, 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 komm. Da sollte er nicht hochkommen, oder? Eigentlich. Er holt auf! Warum ist er so schnell? Komm, 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 komm. Da kommt er aber niemals hoch. Nee. Nein, 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 ich bin so lost, nein, nein. Autschi, autsch, 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 oh, ich bin so tot, ja, ich bin so tot, ei, 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 ei. Hui, hui, das hab ich verdient. Alter, mein Motorrad. Mein Motorrad, nein, nein, mein Motorrad. Alter, das hat mich oben aufgepickt.
Ja, die Frage ist, ob ein Transporter, vielleicht kriegen das die Cops gar nicht mit, du, hey, aber Leute, kann ja sein, dass der ein oder andere Cop nicht mitbekommt, was hier gerade passiert ist. Vielleicht denkt er, ich bin da oben. Naja, hoffen wir es, Alter, es wäre so geil, wenn jetzt einfach die Cops das nicht gecheckt hätten, ne? F in der Chat. Wie peinlich. Alle mal Krankenhaus RP in den Chat. Aber hey, komm, Leute, ich hab's verdient. Ihr Andel, verpiss dich bitte aus dem Chat. Es ist gerade nicht der Moment da. Es ist gerade nicht der Moment da, ne? Mein Gott, Kurt. Mein Gott, F in den Chat, Alter. Aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die Cops wissen nicht, dass es mich da runtergeschallert hat, ne? Ich glaube, die checken das nicht. Die haben das nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Weil ich zu weit oben war und es ging so schnell bergab hinter dem Busch rein. Wenn ich Glück habe, ja? Aber nur, wenn ich Glück habe, weiß die Polizei das jetzt nicht. Wir müssen jetzt abwarten. Ganz, mehr als eben. Alter, ich tapp mal raus in der Zwischenzeit. Danke, Andel. Ich weiß nicht, aber Andel ist heute besonders nervig. Keine Ahnung. Triggert mich gerade heftig. Jessica Maria Natalia... ich hatte dich sprechen, Zivalska, cool, ich gönne dir zum letzten Mal, dankeschön, ja, es sieht jetzt auch stark nach Krankenhaus-RP aus und einen fetten F in der Chat. Z, Plugin, danke für 2 Euro auch, dann der Oliver YML, was sagst du dazu, dass Orange Morange auf Twitch gebannt wurde? Für den Jumpscare, ne? Also ich sag so, Twitch ist, was das betrifft, eine richtige Scheißplattform. Das ist auch der Grund, der Hauptgrund, warum ich nicht auf Twitch streame. Zum einen bindet dich Twitch dran. Also der Typ darf auch nichts anderes streamen jetzt in der Zeit, wo er gebannt ist. Weil Twitch, wenn du den Vertrag unterschreibst, die zwingen dich dazu, dass du nur auf Twitch streamen darfst und nirgendwo anders. Das heißt, wenn du da gebannt bist, so wie er jetzt, für den einen Monat oder was das jetzt ist, darf er jetzt in der Zeit nirgends streamen. Sprich, er darf nicht arbeiten. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, ist das doch eigentlich ein richtig krasser Eingriff in das, was du eigentlich machst, indem du eigentlich dein Einkommen erzielst. Finde ich jetzt. Und das finde ich eine bodenlose Frechheit. Und deshalb, ich finde Twitch insgesamt richtig scheiße. Also die Plattform insgesamt. Die war mal anders. Dann diese ganzen Titten-Streamerinnen, die es da drauf gibt. In dieser Badewanne oder so. Hat jetzt Andel Lieder hergebracht? Ich hoffe nicht. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, die Plattform war mal anders. Aber insgesamt, ich habe einmal auf Twitch gestreamt, wo ich gebannt war von YouTube eine Zeit lang. Da war halt das Problem. Wobei, warte mal, bei YouTube hast du aber das... Ja gut, aber bei YouTube, stimmt, da konnte ich dann ausweichen. Da konnte ich dann auf einer anderen Plattform streamen. In dem Fall war das ja Twitch, ne? Aber bei YouTube habe ich das nicht, dass ich da gebunden bin und dass die mir sagen, ich darf auf keiner anderen Plattform streamen. Ich bin komplett frei davon. Und ich bin trotzdem im YouTube-Partnerprogramm, wisst ihr? Und deshalb, Twitch ist einfach... Ich weiß nicht. Ich finde, es ist eine Plattform, wo man sich einfach dafür verkaufen muss. Und deshalb, ich feiere es nicht. Und ich denke mal so, dass die meisten, die jetzt noch auf Twitch sind, werden es irgendwann mal checken. Und ich glaube, die meisten werden irgendwann mal sich eine andere Plattform suchen, weil wenn es so weitergeht, so wie es jetzt ist auf Twitch, wird es die Plattform nicht lang halten, schätze ich mal. Dann wird das irgendwann ausgelutscht sein und dann haben ganz viele, glaube ich, keinen Bock mehr auf das. Weil, Alter, wegen einem Jumpscare, wozu, weißt du, er kann nicht mal was dafür. Jemand hat einen Link gesendet, er dann aufgemacht, hat einen Jumpscare bekommen und dafür einen Monat Bann ist halt schon, jo. Schon ein bisschen viel. Also, verstehe ich gar nicht. Deshalb, Twitch ist auf jeden Fall teilweise so unnötig. Du wirst wegen dem letzten Dreck, wirst du dort gebannt auf Twitch. Einfach der letzte Dreck. Jetzt gibt's Krankenhaus-RP und Knast-RP. Ja, sowas von. Eieiei. Hör ich die ganze Zeit gelacht. Aber ich höre die Hupe auch, Gott sei Dank bin ich da rausgegangen, das ist ja sicher. Ja. Also so. So ist das. Alter, die Hupe geht auf den Sack, unglaublich. Hört ihr das auch? Der Kollege hat's nämlich auch, der mich gerade wiederbelebt.
Wieso gibt es auf RLO nicht Gangs oder Mafia, wie zum Beispiel? Ja, das kommt auf 2.0, haben wir Mafia und alles und Gangs. Da haben, bei 2.0 haben wir Mafia, Motorradgang und 1-7-Gang. Das ist das, was wir dann haben bei 2.0. Ja, keine Ahnung. Alter, ist das laut. Ey, ohne Scheiß, ich muss da echt raustabeln, zum einen wegen Andel, weil Andel die ganze Zeit ins Headset schreit. Und zum anderen muss ich das ausmachen, weil die ganze Zeit die Hupe an ist. Und eine Glock, also eine normale Pistole. Ja, das ist richtig heftig. Krankenhaus-OP für 10 Stunden, so ist es. So ist es. Ja, müssen wir warten. Andl hat's hergelockt, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich glaube, Andl hat's nicht hergelockt. Bitte, ich hoffe es nicht. Andl, kannst du mal reinschreiben, hast du die Cops hergelockt? Ich hoffe nicht. Aber ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil... Weil dann, Andl, weil dann gibt's ein Permaban, gell? Jo. Ja, Andl, weil dann gibt's einen permanenten, gibt's dann, gell? Jo. Den darfst du dir dann bei mir offiziell abholen morgen. Gell? Jo. Gell? Dann war es das nichts mehr mit RLO, ja? Dann kannst du auf einen lustigen Server kannst dann auf. Auf einen ganz lustigen Server. Kannst du auf die ganzen. Oder wie sagen sie mal auf TikTok die Leute, der Server ist Schmutz, der ist Rotz. Auf sowas kannst du dann spielen, Andl. Wobei ja laut TikTok unser Server ja auch Schmutz und Rotz ist. Das müssen wir, Leute, das ist ganz heftig auf TikTok, die krassesten Gestalten, die rumlaufen. Letztes Mal wieder ein Video wäre hochgeladen. Das war das, wo ich den Laden überfallen habe, ne? Oder nee, nicht, ich habe nicht den Laden überfallen, da war ein Raubüberfall im Juwelier. Und da war ja die verdächtige Person davor, die immer wieder den Laden überfallen hat mit dem Fahrzeug. Und da habe ich mich ja reingesetzt für 5 Minuten und habe den dann überstellen wollen. Haben die Leute geschrieben, ah, das ist voll Fail-AP, was macht der da drin? Und der hat ja nicht mal eine Schussankündigung, immer derselbe Scheiß, ne? Und die Leute auf TikTok, ja, aber da gibt's ja eine Regelung dafür. Und da denke ich mir so, Bruder, die Leute haben immer so eine große Fresse und wissen die Regeln nicht. Sie wissen, weißt du, die tun sich nicht durchlesen bei uns oder irgendwas. Die schreiben einfach dann auf TikTok rein, ja, das ist voll Fail-AP, was ihr macht. Wobei wir einfach ganz normal nach den Regeln zocken. Und die denken halt, die Regeln, die sie kennen, gelten bei uns auch, was halt nicht so der Fall ist, weil wir eigene Regeln geschrieben haben und nicht einfach Copy-Paste machen. Aber ist gut. Habe ich letztes Mal mir wieder gedacht, Alter, was für Müll manche Leute wieder schreiben. Heftig. Heftig, richtig heftig. Ah, endlich ist die Hupe weg. Endlich höre ich mal wieder was. 15 Minuten habe ich noch. Ja, schauen wir mal. Bitte lasst mich nicht Ui, das ist wieder eine Helikopterlandung vom Feinsten. Bis gleich, Chef. Kollegen, hört ihr mich? Ich bring mal die verletzte Person da runter. Da könnt ihr unten landen. Oh, der bringt mich runter, Beste. Der bringt mich runter, so muss das. Wie das Kämpfe zwischen 1-7 und Mafia geben. Das kommt drauf an, wie es im RP ist. Kannst du mich runterfahren? Das ist ja ich so nicht. Weil ich hab Angst, dass ich da runterläuft. Sollte auch offen sein. So. Weil die Helikopter kann da oben nicht landen. Andl, der Papierflieger. Warte mal, gibt's einen Papierflieger überhaupt? Lass mal schauen hier. Ey, wisst ihr was? Ich könnte eigentlich mal den Clip reinschallern von Andl, wo sein Mikrofon so... Das wollte ich euch letztes Mal zeigen, wo sein Mikrofon so abgekackt ist im Livestream, wo er GTA 4 gezockt hat. Warte, wo ist denn das? Weil das hat Andl leider nicht mehr auf dem Kanal, diesen Ausschnitt. Ich habe ihn noch, ich habe ihn damals runtergeladen, weil ich so ein Lachflash davon hatte. Aber ich muss mal schauen, ob ich ihn noch finde irgendwo. Lass mal schauen. Videosave, nee. Oder? Nö, hä, wo ist denn das Video? Das habe ich damals runtergeladen. Andl, habe ich das irgendwie Andl benannt? Andl? Warte mal, Desktop? Nee. Ja, ich suche das mal schnell, vielleicht finde ich's. Nee, das ist es auch nicht. Alter, wo ist das Video hin von Andl? Wo er so tief ist. Nicht so tief, Rüdiger. Ich finde es gerade nicht. Jetzt aber übelst. Oh, scheiße, muss die AP spielen. So. Dann helfe ich ihn einmal auf die Trage. Ding, mein Fahrzeug ist da oben. Ja, ist kritisch. Ich hab meine Ausrüstung nicht dabei. So, der Herr, was ist denn passiert?
Schade. Ja, schade, GG Probleme. Oh Mann, okay. Der Herr? Alles klar. LAPD, hallo? Das klingt nicht gut. So. Ja, wo ist denn die Ausweis drin, der Herr? Den bräuchte ich einmal. Das ist der Sound of a Spiele. Herr Rumpel. Können Sie mich verstehen? Mhm. Okay. Wie ist denn der Unfall passiert? Ja, was ist denn genau passiert? Kannst du mit anfahren, dann bleibe ich hier so lange. Mir ist ein Motorrad aufs Kopf gefallen. Wie du willst. Weißt, okay. Wir haben ja gerade die Verfolgungsjagd mit dem. An der Papierflieger? Ach so, schade, dass ich dieses Bild nicht einblenden kann. Das wäre so schön. Das hat damals, wer das gemacht? Marius war das, glaube ich, mit Andl, der Papierflieger. Aber ich finde gerade dieses Video nicht, wo Andl so tief ist. Ich finde es nicht. Das macht mich gerade ends mit. Wo ist denn das Ding? Nee, das ist auch nicht. Ah, vielleicht unter OBS. Vielleicht hat es in OBS aufgenommen, das kann sein. Ja, ich muss mal nachschauen, ob ich das finde irgendwo. Ah, das macht mich gerade traurig. Das ist so geil. Aber hier vielleicht, warte mal, ich glaube, ich habe es hier irgendwo. Nee, oder? Nee. Mm-mm. Ich muss glaube ich, schauen unter Aufnahmen OBS. Da müsste es drin sein. Das ist so geil. Wo der Blitz eingeschlagen ist, auf einmal die Stimme ganz tief. Oder habe ich das. Aber was sein kann, vielleicht habe ich das am Handy aufgenommen. Das kann sein. Vielleicht habe ich das nicht auf dem Desktop. Ja, ich glaube, ich habe es am Handy aufgenommen. Ja, das wird es gewesen sein. Ja, gut, dann kann ich es euch leider nicht zeigen. Ich wollte es euch zeigen. Schade. Du hörst im Hintergrund, was siehst? Das ist so schön. Naja, geil. Ja, also den Papierflieger kann ich mir leider auch nicht zeigen. Das ist auch problematisch. Ja, will ich auch gerne, geht aber leider nicht. Jessica Maria Natalia nochmal. Ist der letzte Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Der längste Stoß in der Geschichte von RNO, oder was sagst du? Ich glaube auch. Herr Rumpel, nutze Ihre Info, ne? Kein Handy, kein Essen, kein Trinken, weil sonst, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ein Zwangspann. Ja. Hallo, Patrick. Ah. Ich fühl's, dass euch vom Kopf gefallen. Kollege, hörst du das auch? Ja, ist positiv. Okay. Ich hab schon gedacht, ich hab SpongeBob nicht ausgemacht, den Walkman. Alter, hoffentlich falle ich da. Ey, weil gesagt, ich darf nicht das Handy benutzen, ne? Was ist, wenn ich das Handy benutze? Schade, jetzt mich da wirklich runter. Eigentlich nicht, oder? Ach, komm, ich probier's lieber nicht. Ich das dann da unten doppelt abwecken und dann darf ich doppelt bezahlen. Black Sire, was ist eher gut für jeden Stream? Ja, schon zu Familie. Kuss. Dankeschön, Black Sire. Kuss. Meinst du, TX-Admin ist drauf? Wie richtig ist allen? Bruder, ich bin keine Tutorial-Stelle. Schau dir am besten ein Tutorial an. TX-Admin einrichten oder so. Ich bin leider kein Tutorial-YouTuber. Leider nicht. Also ich kann es dir natürlich jetzt erklären hier. Aber ich bin Let's Player und kein Tutorialaner oder wie man das nennt. Kann man das jetzt nennen? Ein Tutorialer. Uri Geller bin ich nicht, ne. Dankeschön. Ina Gerte, süßen Buchbuch passiert ja. Das ist so schön. Es passiert halt immer, wenn Andl da ist, ne? Yeah. Immer wenn Andl da war, ist alles schiefgegangen. Habt ihr das bemerkt? Wie Andl da war, wo ich in dieses Ding reingefahren bin. Und dann wie Andl da war und auf den Sack gegangen ist. Ich hab das Gefühl nicht los, dass der immer wieder wegtritt. Naja, aber das war nicht gut. Hallo, SpongeBob. Nein, hier ist Patrick. Ich hab nur G gedrückt. An denjenigen, der mir jetzt hier gerade diese Anfrage gesendet hat, ich G gedrückt habe, um es abzulehnen, vielen Dank für gar nichts. Das tue ich dir nicht an. Ich leg mich einfach dahin. Das tue ich dir jetzt nicht an. Hallo? Hier oben. Mir sagt keiner, dass ich nicht G drücken darf. Hallo, hier oben. Meine Fresse. Ich bin jetzt Alo. Weißt du was, ich spiele da unten wieder mit.
Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja, das hatten wir letztens schon mal. Ich hab den G-Muskel gedrückt, weil mir wer eine Anfrage gesendet hat. Ich weiß, das hat der Herr Habub letztens im RTW auch schon gemacht und dasselbe ist passiert. Nö, warum sagt mir das keiner? Nämlich die G-Anfrage, Alter. Ich wusste, er sagt so, machen Sie nicht das Handy an oder sonst was. Ich denke mir, okay, G kann ich wohl ablehnen. Das kann ich wohl ablehnen und dann so, nö. Und ich hol den Heli. Ja, ich hol den Heli. Alter, so ein Scheißdreck. Hoffentlich wird das nicht doppelt verrechnet. Weil dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Weil der hat mir eine Anfrage gesendet und die kannst du mit G oben ablehnen, ne? So. Wir würden nun erneut den Zugriff starten. Welchen Zugriff? Bescheuert, was für ein Zugriff. Check ich nicht. Wir haben wieder drin steck. So ein Scheiß, Alter. Pack du mal schnell rein. Aber das wusste ich auch nicht, dass wenn du so eine Anfrage kriegst und G drückst und ablehnst, dass du auch rausfliegst. Ja. Nächstes Mal drücke ich einfach gar nichts mehr im Helikopter. Ich bin gar nicht mehr da. Ich drück einfach nicht mal mehr N zum Reden. Na klar. Mhm. Auf gar keinen Fall. So. Ja, doppeltes Krankenhaus-AP jetzt auf die alle Fälle. Ganz geil. Except. So. Ich glaube, wir die Reise. Wo kommt man hin? Wo fiel man nur hin? Ins Krankenhaus. Wo man ins Krankenhaus. Ich freue mich nicht. By the way, ich wollte heute... Ich habe überlegt, ob ich heute... Resident Evil zocke und das Problem war, das geht so lange runter bei Steam. So. Jetzt spielen wir heute RLO. Ich weiß nicht, habt ihr Bock auf Resident Evil, auf das Neueste? Schreibt mal rein. Schreibt mal rein, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Schauen wir jetzt, ob ich sicher mehr Wunden. Ja, gibt ihr. Ah, ne, nicht mal. Ich habe gar keine Wunden. Perfekt. Ja, weil ich mich Admin revived habe, weil ich rausgeflogen bin. Hoppala. Ich lasse das Handy. Auch einmal ein Admin mit einer wichtigen Frage. Ja, Bruder, ich kann jetzt nicht. Ich bin im Krankenhaus. Wie wär's, wenn das andere mal übernehmen würde? Spital-RP. Ja, wir sind sie bei uns. Sind sie wach? Mhm. Wunderbar. Jetzt schon, wir gehen jetzt. Ja. Ja, scheiße. Nach der ganzen frischen Luft, ne? Selber acht. So, dann gehen wir einmal ins MRT. Ihr müsst drei belegt MRT. Dann helfe ich Ihnen einmal hier rüber. So. Voll viele schreiben heute nein. Es wundert mich. Ich habe im letzten Stream gefragt, haben alle ja geschrieben. Danke für nichts. Jetzt habe ich mir das Spiel für 50 Euro gekauft, wenn die Hälfte nein schreibt. Ganz geil. Unehre geht raus an den Chat an dieser Stelle. Ehre geht raus an die, die immer ja schreiben. Und metallische Gegenstände. Weil, weißt du, ich frage, im letzten Stream habe ich nämlich gefragt, ja, wollt ihr Resident Evil das Neueste, dass ich das mal zocke? Weil ich mir so erschrecke und alles, ne? Dann hat der ganze Chat ja geschrieben und jetzt gefühlt der halbe Chat, nein. Jetzt, weißt du, das hast du mir gekauft, ne? Und jetzt sagen sie nein. Danke für nichts. Wir spielen es trotzdem, weil jetzt habe ich schon gekauft. Wir spielen es trotzdem. Nicht heute, aber demnächst mal. Demnächst. Danke an den unehren Chat, der nein schreibt. So. Also wirklich im letzten Stream gefragt, alle voll ja, ja, ja. Mhm, bitte, ja, wäre richtig geil. Und heute gefühlt der halbe Chat, nein. Nein, bitte nicht. So, dann einmal da drauflegen. So, pass. Aber immerhin, ich denke mal, über die Hälfte schreibt ja, perfekt. Oder? Ja, gut. Dann gibt's hier einmal Ohrenschützer und dann starte ich das ja mit dir und bin gleich wieder da. Ja, jetzt schreiben sie alle ja. Ja, jetzt auf einmal alle ja. Genau, jetzt 90% ja. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade gehänselt werde, aber anscheinend irgendwie schon. Ja, ich habe nämlich Bock mal, weil ich gehört habe, dass das neue Resident Evil nicht so schlimm sein soll. Weil ich mich eigentlich übelst anscheiße, dass ich es mal spiele. Mich wird es höchstwahrscheinlich eh wegfetzen. Warte mal. So, jetzt musste ich NMP machen natürlich. No, ja. Das war aber laut, das habe ich bis hier rüber gehört. Oh, ich rede nur. Ich hab's gehört. Nee, und ja, jetzt habe ich es gekauft, Alter, 50 Euro das Ding. War immer so, nein, bitte nicht. Ja. Nein, bitte nicht. Aber ein Horrorstream ist ja auch schon mal lustig. Das Ding allein und die Scheller drin durch. Warte mal, kann ich eigentlich wieder komplett bescheuert aussehen? Man, ja, kann ich. Warte mal, Stimmung. Guck mal, wie ich aussehe.
komplett geschockt da drin. Grantig. Schon grantig da drin. Ja, so. So schaue ich jetzt aus. Perfekt. So, als müssen wir da reinboxen gleich. Wie das aussieht. Das sieht aus. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Butti, wenn wir ehrlich sind. Ich sehe gerade ein bisschen aus wie der liebe Butti, oder? Oder? So ein bisschen? Jetzt fehlen nur noch diese Lockerl oben. Jo, das kommt schon hin. Wenn Butti Matt wäre, so. Herr Rumpel, dürfen Sie einmal da drauf. Ja, Ten vor. So. Dann bringen wir sie einmal aufs Zimmer. Ich hatte einen schweren Motorradunfall. Ja. So sah es auch aus, als wir angekommen sind. Dann einmal bitte ins Bett rein. So. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren jetzt gar nirgends mehr hin. Ah, doch, muss ich nicht noch ins Gefängnis oder sowas? Das kommt hinterher. So, jetzt ja. Schauen wir erstmal. Mhm. Dann schauen wir uns erstmal kurz die Bilder an. So. Also am linken Arm haben sich das Handgelenk verstaucht, am rechten Arm ist es nur eine Schürfwunde. Und am linken Bein ist, soweit ich das sehen kann, das Schienbein geprellt. Sind Sie müde? Ja, ich schlaf gerade. So. Jetzt bin ich happy. So. Dann, das machen wir jetzt folgendermaßen. Am linken Bein, wenn wir einen Verband anlegen und eine Salbe drauf machen, genau das gleiche machen wir am Handgelenk, so liegen. Mit dem verstauchten Handgelenk. Und die Schürfwunde am linken Arm, da reicht ein Pflaster. Oh. So, Vorsicht, die Salbe könnte kalt sein. Salbe. Salbe, genau. Ja, normal schon. So. Eieiei. Körtel, das Beste an Resi ist, wenn du dich einscheißt wegen Clips und so. Doch das Beste dran, ja, ohne Witz. Ich hab eh Schiss davor. Fabian Fossler, danke für 2 Euro. Moin. Moin. So, Moinsen. Darauf erstmal ein Cola. Machen wir hier am Handgelenk auch einmal den Verband dran. Wenn der Verband zu fest sein sollte, einfach kurz Bescheid sagen. Mhm. So. Haben Sie denn einen Wunsch für Pflaster für den linken Arm? Was da für ein Motiv drauf soll? Benjamin Blümchen. Benjamin, das hatten wir noch nie, die Anfrage. Moment. Ich krieg immer Benjamin Blümchen, wenn ich hier bin. So. Ich hatte Sie noch nie als Patienten. Achso, ja, noch gut. Nie. Ja, ich dachte, der Kollege vielleicht. Achso, ja, es ist nur ein Kollege da und der ist gerade wieder losgeflogen. Achso, wer sind Sie, wenn ich fragen darf? John Stark. Das habe ich das erste Mal gesehen, ja? Sind Sie neu hier? Na, ich bin jetzt schon seit 2 Monaten fast beim EMS. Ah. Ich bin Jordan Prenius. Ich dabei, dich dich aus. So. Ich dabei. Wieso sind Sie hier öfter? Wieder was? Sind Sie hier öfter? Ja, ja, ich bin sehr oft hier, ja. Schon das 10., 20. Mal sicher. Oh je. Oh Gott, was haben Sie denn gegessen, Herr Rumpel? Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, das. So riecht's auch, ja. genau, dann schauen wir einmal noch mal drüber. Alter, ich schwöre euch, Cola schallert immer so durch. Da kannst du sogar rülpsen. Warte mal, ich schalte mir noch mal ein bisschen was rein, dann kann ich vielleicht noch mal einen rausschallern für ihn. So. Wie fühlen Sie sich denn sonst? Mhm. Wieder einigermaßen in Ordnung, ich fühle mich bonita.
Ein Bonita, okay. Mhm. Wer ist Bonita? Der Teddybär da drüben. Mhm. Achso. Ich fühle mich schön und gut. Achso, okay, alles klar. Perfekt. Dann dürfen sie sich schon wieder anziehen sogar. Das ist perfekt. Wir müssen allerdings noch warten, bis das PD dann hier ist. Ja, klar. So, dann würde ich Ihnen einmal eine Rechnung ausstellen. Das LAFD hat auch noch, die Rechnung ist da gleich mit inbegriffen. Also perfekt, ja. Wiederbelebung habe ich als Rechnung bekommen, ja? So, dann haben Sie einmal die Rechnung bekommen. Ja, ist bezahlt, ja. Perfekt, wunderbar. Dann komme ich gleich wieder mit den Kollegen vom PD. Ne? Okay, ja. Danke. Entschuldigung. Hallo? Hallo? Ich habe noch eine Frage. Schade. Ich hätte jetzt noch einen auf der Pfanne gehabt. Okay, dann halt nicht. Hallo? Warte mal, was kann ich denn reintun? Irgendwas Cringiges. Ich mach das cringigste Video ever rein. Da lacht ihr vor Cringe, wenn ich das hier jetzt abspiele. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. 18.30 Uhr, ich glaube, ich bin pünktlich. Ja, heute sind wir wieder zurück hier in der Welt der Ecken, Kanten und Blöcke und da, wo nichts rund ist, außer deine Mom. Wow. Danke. Wow. Danke, Chat. Hey, Spaß beiseite. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr habt viel Laune mitgebracht. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute wieder zu Andl auf Entdeckungsreise. Das ist jetzt schon ein Monat kein Minecraft mehr gekommen. Viel zu lang. Und heute war es mal wieder an der Zeit, wo ich mir dachte, so, heute haben wir mal Bock drauf. Er dachte, so's. Ja, in diese Richtung haben wir schon geguckt. Ey, das ist mein Haus. In diese haben wir geschaut. Da haben wir unser Schild gefunden. Und das Schild? Da sind wir gekommen. Mhm. Ja? Ja, ja. Scheiß das sich da gerade ein, oder? Ist gerade das Video gerade stecken geblieben? Okay, ich glaube, es ist gerade stecken geblieben. Also, Andl auf Entdeckungsreise und wie wir schon letztens gemerkt haben, war das echt ziemlich belastend. Da hat selbst der Fernseher keinen Bock mehr. Minecraft gezockt hat. Da hat selbst der Fernseher keinen Bock mehr auf sowas. Weil ich keinen Plan von irgendwas habe. Du, Andl, wann hast du mal einen Plan von irgendwas? Dankeschön auf Chat der Nachfrage. Mir geht's blendend. Heute hatten wir schönes Wetter. Bisschen in der Sonne heute gewesen. By the way, das wollte ich fragen. Ich war mir nämlich nicht sicher. Wir hatten heute in Österreich Feiertag. Hattet ihr in Deutschland auch Feiertag heute? Ich war mir wirklich nicht sicher, ne? Weil das ist immer so ungewöhnlich. Dort hat man Feiertag, dann dort nicht. Aber heute, was ist heute? Fronleichnam oder sowas? Das müsste eigentlich bei euch in Deutschland sein. Es ist Andl-Ententag ist heute. Also jetzt oh Gott sei Dank ist das Ding aus. Die deutschen Zuschauer hier. Wie lange hat Andl gestreamt? Baby Carrot. 3 Stunden und 16 Fleisch? Sekunden. 16 Minuten. Auf Fleisch. Oh, geben Sie es mir. Das ist genau den Content, den ich mir jetzt hier reinziehe im Krankenhaus. Den kommen wir dann manchmal an. Belastend. Ja. Okay, Deutschland. Deutschland ist auch also Feiertag. Das ist cool, weil da sind wir heute alle entspannt und dann sind wir heute alle ready dafür. Also kann ich nicht gucken oder was? Ist ja voll der Abzocker hier. Guck mal. Sobald ich Kamera anmache, kann ich nicht gucken. Dann lenkt euch kurz ab, lasst ein Abo da. Ja, Leute, lasst bei mir ein Abo da, ist besser. Nee. Ich habe kein Fleisch. Muss ich mir Fleisch holen? Habe ich da noch irgendwo irgendwas Brauchbares? Bruder, ich könnte Fisch. Da liegen zwei Fisch Fleischstücke drin und er checkt's einfach wieder nicht. Es ist so schön. Ich mach gleich meinen Ofen rein. Ich mache jetzt. Andl ist wieder so lost. Hat er gesehen, dass waren zwei Fleischstücke noch im Inventar? Also nicht die da, sondern da. Der Ding und. Nee, Digga. So. Eieiei. So, hier ist der Hund. By the way, Chat, ich muss euch was zeigen. Schau, er kommt nicht raus. Ich muss euch was zeigen. Er kommt nicht aus der Tür raus. Oh, es wird ja nichts anderes. Was ist denn da los? Ein Namensschild gefunden. Wow, haben wir unserem Pferd das Namensschild gegeben. Mhm. Na, guck mal hier, hier ist er. Ich will jetzt nicht zu nah ran, weil sonst sieht man den Namen. Schreibt mal rein. Eieiei.
schreib mal in den Chat. Nee, ich schreib nichts in den Chat. Wie das Pferd heißen könnte. Andi die Ente, würde ich sagen. Wetten, der Chat hat bleib's in dem Stream Ente oder reingeschrieben. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, ob irgendwer draufkommt. By the way, ich weiß es selber gerade nicht, wie es heißt. Scheiße, Alter. Komplett lost, was ich mache. Kommen die Cops, rein. Ich kann, du, das da drin ist echt. Das regt zum. Erzumpft, oh möchte ich, also wirklich. So, das regt zum Denken an. Wie könnte das Pferd heißen? Thomas. Komm. Schreib mal rein. Nein, Kurti heißt's nicht. Heißt nicht Kurti. Geht's schon einmal mit. Geht nicht. Na, Kurti, nein, es ist nicht Kurt. Chat, ich zünd mich da drin jetzt an. Es ist nicht Kurt. Das kann ich mir schon mal sagen. Autobus, ja, ich zünd mich da drin an. Ferdinand, nee, nicht. Das ist ein Autobus, Digga. Herbert? Weiß es nicht. Ferdinand. Oh mein Gott, der ist stark. Der ist Schaumtüte. Horst? Geht in die richtige Richtung. Wolfgang. Ich hab kein Feuerzeug dabei, schade. What the fuck? Hallo, ich krieg den Fernseher nicht mehr aus. Gisela, nein, das ist ein Hilfe. Hengst, Digga. Oder Hilfe, ich krieg den Fernseher nicht aus. Ich mach mal kurz diesen hier. Ich muss mal schauen, Alter, wie ich halte das da drin nicht mehr aus. Ah, jetzt war okay, ich, dann war ich also sogar sicher. Hallo? Okay, Moment. Jetzt werde ich hier drin gefoltert. Hallo? Ich hab kurz schauen müssen. Ich werde hier drin von der Ente gefoltert. Ist da wer? R. Hallo? Nein, das ist nicht Rainer. So. Dann ist er einmal da drin, ich mach mal auf, bitte, ne? Holen Sie mich raus, der Fernseher geht ihm aus, er hat die Fernbedienung verlegt und es läuft die ganze Zeit so was Schieres, Schlimmes da drin. Guten Tag, Herr. Ach, bitte lassen Sie mich raus. Ja. So. Perfekt. Operieren dann. Sie oder müsste ich Sie dann gleich festnehmen? Ich operiere und studiere. Ja. Ich studiere und operiere Tiere. Mit Stieren kenne ich mich aus, denn ich operiere Stiere, denn Stiere sind Tiere, sterile Stiere. Alles klar, Herr Rumpel, da dürfen Sie mir. Unter anderem sammle ich auch Eisstiele in einer Diele. Herr Rumpel? Ob ich die Stiele durchsiebe? Sterile, sterile. Okay, komm. Nehmen Sie mich mit und dann gehen raus. Ja, kommen Sie einmal mit, einmal vor das Krankenhaus. Haben Sie auch den Fernseher gesehen? Nee. Ich würde da drinnen wirklich, ohne Witz, der Fernseher ging nicht mehr aus. Ich würde da drinnen wirklich, ja, ich will schon fast sagen, psychisch fertig gemacht. Oh Mann. Ja. Ja, Rumpel. War wohl nichts, die Flucht. Mhm. Ich bin ja nicht geflüchtet, ich wollte nur einkaufen fahren. Ja. Ja, Rubbellose war ich am Kaufen. Hallo. Ja, hallo. Ich hab Rubbellose gekauft, ist das Problem oder was? Hab ich das falsch gemacht? Ich bin ein bisschen Offroad gefahren, hab mir Rubbellose gegönnt. Ihre rechte kennen Sie? Ja, meine linke kenne ich ja auch. Okay, ich werde sie einmal kurz noch durchsuchen. Passen Sie auf, ich hab Rubbellose in der Hose. So, einmal mit dem Kopf aufpassen. Mhm. Rubbellose in der Hose? Ich hab auch noch Rubbellose in meiner Spardose. Ihr Motorrad haben wir jetzt leider nicht gefunden. Mhm. Konnten damit auch ich bin nicht doch, der Herr, ich bin noch nie Motorrad gefahren, ich bin Berg runtergefallen, ich bin da aufspaziert. Naja, ich habe sie genau gesehen, wie sie gestürzt sind. Ja, ich bin aber nicht gestürzt. Ja, ich bin gestürzt, aber nicht mit dem Motorrad. Doch, mit dem Motorrad. Nee, ich bin gestürzt. Nee, wissen Sie, was das Lustige war? Mir ist ein Motorrad entgegengekommen. Das ist von oben runter und dann deshalb bin ich ja gestürzt. Aber ich bin niemals auf dem Motorrad gesessen, der Herr. Ja, ich war, eigentlich genau hinter ihnen und habe sie genau gesehen, wie sie da rückwärts vom Motorrad gejatzt haben und dann den ganzen Berg. Das war wohl nichts. Ja, wie gesagt, ich bin, ich wollte eigentlich auf die Drachenschanze fahren und, Ja. Und davor herrscht man noch einen Laden drauf, oder? Nö. Auf so eine Idee will ich niemals kommen, der Herr. Ach, warte mal, habe ich noch einen auf der Kanne? Warte Sie mal. Oh, ich weiß aber nicht, gehört jetzt, oder? Ich habe vorhin Cola getrunken und habe den ganzen Tag gerülpst in der Anstalt drüben, ne? Ich habe Rubbellose in der Hose. Ich habe auch noch Rubbellose in meiner Spardose. Und wissen Sie, wo die Spardose ist? In der Hose. Deshalb habe ich auch Rubbellose in der Hose. Das ist der Spaß dran. Da haben Sie eine richtig große Dose in der Hose. Mhm. Oder sonst wo.
Also, einmal aufpassen mit ihrem Kopf. Okay. So, Herr Rumpel, da dürfen Sie mir einmal folgen. Chipapi Monano. Chipapi. Ah ja, hier geht's lang, ne? Genau. Müssen Sie eigentlich wissen. Ja, ja, ich kenne mich ja aus. Das ist kein Irrgarten für mich. Ja. Ich kenne das wie meine eigene Westentasche. Nichts Neues, wahrscheinlich. Weil in der Westentasche. Ja, dürfen Sie einmal hier rein. In der Westentasche, wissen Sie, was ich da drin habe? Eine Apfeltasche. Okay. Also, genau. Dann würde ich Ihnen einmal die Handfesseln entfernen. Ja. Eieiei. Herr Rumpel, haben Sie mir noch einen Führerschein? Nö. Nicht? Okay. Natürlich nicht, ne. Haben Sie keinen Führerschein? Das kommt dann oben drauf, dass Sie keinen Führerschein besitzen. Mhm. Am Motorradführerschein habe ich keinen, ja. Ja, genau. Und dann haben Sie mir noch einen Waffenschein? Nö. Oder einmal die Startnummer? Den habe ich schon lange nicht mehr, die 113. Chipapi Monano. Ich glaube, ich habe ein bisschen was abbekommen am Kopf. Ich höre die ganze Zeit, Stimmen. Oh ja, da muss ich mal von meiner Geschichte als alter Alkoholiker erzählen. Ja. Meine Güte. Jetzt haben sie mit da in Häfen eingesetzt, ja. Also ich könnte mal sagen, also, sie hatten einen Waffenschein. Wie noch jung war, da war aber das noch alles anders. Ihr Waffenschein wird hiermit alles auch dann gezogen. Ja. Ich habe ja so viel Scheiße damit gebaut. Ich habe mit der Taschenlampe den Laden überfallen. Ja, sie hatten ja noch eine Glock 18 dabei. Ja, ja, aber ich hab den Laden mit einer Waffe überfallen. Ja. Mit keiner Waffe, sondern mit der Taschenlampe. Ja. Die Bremer Stadtmusik. Ruhe ist da drüben. Ich würde Ihnen einmal kurz den Strafmaß berechnen. Dann einen letzten Lasagne-Spaghetti-Auflauf. Ja. Super Story. Habe ich mir letztens Lasagne gemacht mit Spaghetti-Auflauf. Ja. Mei. Das ist aber lieb von Ihnen. Vielen Dank. Da tue ich mir jetzt viel leichter. Mein Gott. Was tun wir da jetzt? Jo. Willst du da watschen? Oder ob du da watschen fühlst, da? Ich muss ja wirklich sagen, dass das da wirklich, das war noch damals, hat man noch Respekt gehabt vor den alten Leuten. Der Herr? Ja, der ist, das ist ein Geist, der tut mir schon den ganzen Tag um. Eine Ruhe ist da unten erst. Wie ist jetzt die Person da reingekommen? Ja, weiß ich. Wurscht. Allgemein mehr auf ihn passt. Perfekt. Ja, einfach, ich sag so, einfach ein bisschen rüberspülen, dann geht das schon. Komm bitte. Ja. Aber mir geht's uns super. Mir geht's uns wirklich super. Okay, einen Moment. Bin gleich wieder da. Der Andl, Alter. Weißt du, Andl tippet sich nämlich in meine Zelle rein und labert mich zu. Und schau, jetzt kriegt er Karma von mir. Er kriegt einfach Karma. Welchen Fest nehme ich? Oh, sie sind da los. Tja, wo fahren wir hin? Tja. Ich sage mir, Andle, wo fahren wir jetzt hin? Jo, was machen wir da jetzt? Schau. Und dann haben wir einen Tintenfisch gesehen. Ja, bitte. Oh, ja, ja. Chipapi Monano. Ich finde meinen Tintenfisch nicht mehr. Der heißt Carlo. Hat jemand den Carlo gesehen, mein Tintenfisch? Hallo? Carlo? Carlo? Eieiei, also ich weiß, ich darf mich da jetzt hinsetzen und mir die Scheiße anhören, das ist ja das Traurige. Ich leg mich da hin und tu so, als wäre ich tot, Alter. Wirklich jetzt. Es ist ja schrecklich. Achso. Ich leg mich da jetzt einfach hin. Kein Bock auf die Scheiße. Bringt mich doch einfach in Knast und bringt mich weit weg von dem. Secret Hunter, theoretisch kann jeder deine Adresse über das Melderegister anfordern. Wer sollen sie machen? Das ist klar, Bruder, ich hab ein Unternehmen.
Jeder kann meine Dinge rausfinden. Das geht. Aber du kommst auf ein Büro raus. Oder glaubst du, ich mach das zu Hause? Sprich, man mietet sich, also das ist so, du mietest dir ein Büro, du zahlst nicht viel dafür. Also, das ist eine Büroadresse, wenn du hinfährst, bist du halt nicht vor meiner Haustür. Dann stehst du vorm leeren Büro. Geil. Dann holst du dort halt die Post ab. Also du, das macht halt jeder so, du mietest dir irgendwo ein Büro, also du kannst es sogar eigentlich in Deutschland, aber ich habe in Österreich eins. Bringt dir leider relativ wenig. Also, anfinden wirst du mich dort nicht. Jemand hat Toilettenpapier für mich. Bitte, wie ich das so die meisten YouTuber Ausgang machen, dass so entweder die haben irgendwo ein Büro mit einem Kumpel oder so, oder sie mieten sich irgendwo eins. Fabian, Fosseller 1, aber weißt du was, sonst send mir am besten eine Toblerone oder sowas ins Büro rüber, wäre super. Fabian Fosseler, danke für den Euro, grüße ihn raus, Eve, Steve, alles Gute nachträglich, danke Bruder. Und Fabian Fosseler haut nochmal raus, danke schön, Moinsen. Aber weißt du, das ist immer wieder so, das sind immer so die Leute, die denken immer so, ja, jetzt weiß ich, wo du wohnst und jetzt weiß ich, wie du aussiehst und alles. Dann denke ich mir so, Bruder, kannst ja machen, fahr einfach dorthin, dann stehst du vor dem Büro, machst Fotos und das war's dann. Das ist dann alles, was du davon hast. Habe ich hier ich aber gar nichts. Mal ausgerechnet. Das wär, wollen Sie es vorgelesen haben, was ich Ihnen vorwerfe, oder soll ich es Ihnen einfach auf den Punkt kommen? Na klar doch, machen Sie. Okay, also dann werfen wir Ihnen vor einmal Raub, Besitz einer illegalen Schusswaffe, verbrecherisches rücksichtsloses Ausweichen und Fahren ohne Führerschein. Das sind einmal 55 Monate, plus noch nicht anhalten, nicht beachten einer rechtmäßigen Anordnung, gefährlicher Spurwechsel, Sperrlinien. Entschuldigen Sie bitte, aber gefährlicher Spurwechsel ist schon drin in Reckless Driving, ich sag nur, wie es ist. Wir können das nicht hochstecken, weil das ist ja schon inbegriffen. Okay. Ich sag nur, wie es ist, ja. Ich meine, ich kann auch meinen Anwalt holen, der würde das auch bezeugen, aber... Dann ist Sperrlinie wahrscheinlich genauso. Dann einmal Geschwindigkeitsübertretung mit über 30 km/h haben wir sie einmal gemessen, der Kollege. Ah, gemessen? Ja. Der war genau hinter ihm. Sound of Spende. Ja, bitte bringen Sie mich einfach raus, weg von dem Typen. Dann sind wir einmal mit $9,000 noch. Wie viel? $9,000. Und zahlen, ja. Und 55 Monate. Ja, ja. Ist okay. Machen wir das so. Ja, bitte bringst mich einmal weg von dem Typen da. Das wäre super lieb. Ich hab einmal immer bezahlen. Da meine Hafensänger da. Ja, ja. Die Hafensänger. Genau. Und dann genug zum Essen und Trinken haben Sie? Ja, ja. Alles dabei. Thomas, hab ich mein Essen noch im Schilling zahlt. Der gute alte Schilling. Schönen Aufenthalt, Ina. Dankeschön. Weiß jetzt nicht, wie lange ich bekommen habe. Mensch, bin ich weg von Andel, Alter. Aber der kommt eh sicher wieder. Bin im Knast. Ja gut, ich sag so, ich krieg immer weniger Monate, wenn ich livestream. Ich hätte es jetzt auch hingenommen, hätte mir 55 gegeben. Weil ich für heute eh mal aufhören wollte. Weil ich morgen eh los muss. Wir jetzt eh schon seit 3 Stunden streamen. Und ich heute noch ein bisschen am Server werkeln wollte. Und es ist schon 23:25 Uhr. Ja. Ist immer so, wenn ich einen kurzen Stream machen will, dann doch zu lang. Ist leider so. BZW, ich habe etwas zu spät angefangen zu streamen. Das ist das Problem. So. Nicht die Geschäftsadresse, sondern Hauptwohnsitz. Naja, eigentlich also nicht. Ich muss wirklich also ich sagen, dass das ein wunderschöner Ort da ist. Du kriegst von mir nur die Geschäftsadresse raus. Wohnadresse kriegst du nicht. Das ist datenschutzrechtlich problematisch. Du kannst es nicht anfordern von mir. Das zirkt nämlich. Also ich weiß das, weil ich das so angegeben habe bei der WKO, dass nur meine geschäftlichen Sachen weitergegeben werden. Sprich, privat ist privat, da wo ich wohne, ist Privatsache. Meine Privatadresse und die kriegst du auch nicht. Die kriegst du auch nicht raus. Du kriegst nur meine Büroadresse, kriegst du raus. Aber da bin ich nicht, ne? Im Büro einmal im Monat hinfahren und das war's. Ja, da musst du Glück haben, dass du auf mich triffst. Aber so ist das nicht. Also wir haben da so einen Datenschutz und du kannst das beantragen. Also du kriegst die Privatadresse nur raus, wenn du zum Beispiel irgendwo einen Scheiß gebaut hast. Sprich, sagen wir mal,
polizeiliche Sachen oder sowas, aber sonst kriegst du immer nur die geschäftlichen Dinge. Weil sonst wüsstest du auch, wo die ganzen anderen Dudes und Mädels wohnen. Wäre dann einfach zu einfach. Also, das ist das, was ich jedenfalls weiß. Aber gut, du kannst es probieren, Bruder. Probier es einfach. Sonst klopf gerne bei mir zu Hause an. Ich werde dich auf jeden Fall sehr, sehr nett empfangen. Ja, das kannst du dir auf jeden Fall vorstellen. Und, ja. Ich finde es sowieso lustig, dass das überhaupt ein Thema ist, dass Leute immer damit probieren anzugeben, ich weiß jetzt, wo du wohnst oder so. Oder so, ja, was ist damit machen? Das verstehe ich halt nicht. Was interessiert die Leute im Chat? Dass du meinen Hauptwohnsitz rausfinden willst oder was? Das verstehe ich halt nicht. Also, was interessiert das oft die Leute? Das verstehe ich nicht. Eins kann ich dir sagen, wenn wer wirklich mal vor meiner Haustür steht, da gibt's ein waschechtes Problem. Aber ich sag so, ich habe so viel abgesichert, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Sprich, ich habe meine Firmenadresse wo ganz anders und eigentlich kommst du nicht auf meine Privatadresse. Kommst du eigentlich nicht. Aber kannst du probieren. Also solltest du vor meiner Haustür stehen, dann winke, winke. So, Daniel Eitzinger, mach weiter, feier deine Streams und groß Danke, Bruder. Aber ich finde sowas immer traurig. Also, ich sag mal so, ich hab so viele Leute, die meinten, sie wissen, wie ich heiße, sie wissen, wie ich aussehe, sie wissen, wo ich wohne. Dann frage ich sie, ja, wie ist es denn? Und dann sage ich nicht oder so eine Scheiße oder, ach. Und ich weiß auch nicht, was es den Leuten oft bringt, ne? Was bringt es den Leuten, wenn sie das wissen? Oder warum wollen das überhaupt Leute wissen? Mich interessiert es jetzt auch nicht, wo ein PewDiePie wohnt oder wo jetzt German Let's Play wohnt. Interessiert mich auch nicht. Ich frage mich mal, was die Leute da dann von haben. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ich sag so, wenn der wirklich mal vor meiner Haustür stehen sollte, ja, falls es mal sein sollte, ich werde die Leute nicht nett empfangen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die werden bei mir nicht nett empfangen. Rainer! Nee, die werden bei mir auf gar keinen Fall nett empfangen. Aber ich sag so, bis jetzt weiß niemand, wo ich wohne. Einfach aus dem Grund, weil ich Was den Datenschutz betrifft, auch in Österreich haben wir einen hohen Datenschutz, das eigentlich kaum möglich ist, wenn du deine Firmenadresse angibst. Also da kannst du kannst halt schon dort hingehen fragen, aber du kriegst halt nur die Firmenadresse raus. Das ist das, was ich weiß. Aber ja. Muss jeder selber wissen, ob es mir interessiert. Also ich find's immer komisch, aber ich verstehe nicht, was die Leute dann davon haben. Genau, auf dem Altschauerberg, dort wohne ich, da könnt ihr gerne vorbeifahren. Und schreit gerne meinen Namen. Mein echter Name ist nämlich Rainer. Wusstet ihr, dass mein Nachname eigentlich Winkler ist? Wusstet ihr das? Ja, dürft ihr gerne vorbeifahren am Altschauerberg und mal mal Ruhe, kurz rüberschreien. Ja, ja. Nee. So weit kommt's noch. Nee, aber ganz ehrlich, ich weiß halt echt nicht, was die Leute oft davon haben. Also manche Leute sind echt komisch. Und der Pizzalieferant. Naja, ich sag so, ich... Bruder, ich tue ja nicht auf meine Firma bestellen. Der kommt ja nicht drauf. Der müsste halt, wenn, dann müsste der Namen abgleichen. Aber wer sagt, dass ich mit meinem Namen bestelle, ne? Wer weiß denn, ob ich mit meinem echten Namen bestelle. Oder ob nicht Schandl mit ihrem Namen bestellt, weil das wird noch schwieriger. Da kommt auch keine Sau drauf. Oh, Alter, ich habe noch nie mal was gemacht jetzt. Hey, verpiss dich. Was soll denn das? Ich hab nicht mal was gemacht und er geht mich an, Alter. Bruder. Was ist das für ein Scheißhaufen hier? Unglaublich. Setz mich hier ganz normal hin, denk mir so, ja, ich habe hier jetzt ein bisschen Aussicht, dies, das, anders, kommt der um die Ecke und will mich zusammenhauen. Das meine ich. Du lässt dir von niemandem was sagen, warum? Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen heute mal Schluss. Ich grüße euch heute nicht mehr. Ich werde so ein bisschen auf RLO 2.0 weiterarbeiten. Dies, das, Ananas, aber nicht mehr allzu lang. Ich will dann schlafen gehen. Ich bin schon ein bisschen miert, aber ja, so ist das. So, Manuel Ross hat nochmal raus. Der Witz an der Sache ist, auf der einen Seite fragen die Leute ständig, ob du dich mal zeigen kannst. Dann aber um die Ecke, dass sie deine Privatadresse rausfinden wollen. Ja, keine Ahnung. Ich sag so, ich mach mir da nicht so Gedanken. Das ist der Sound, ich hab so viel gemacht, dass man die Adresse nicht rausfindet, vor dem her. Sie wird auch nirgends gelistet. Ich hab das alles rausnehmen lassen. Sprich, meine Firma findest du nirgends. Und du findest auch nicht den Namen, außer du weißt meinen Firmennamen genau. Aber du musst halt wirklich meinen Firmennamen genau finden. Also ich hab so viel gemacht, dass das schwer zum Herausfinden ist. Wenn's wer schafft, herzlichen Glückwunsch, dann hat er aber höchstens meine Firmenadresse. Und das bringt dem nicht viel.
Also so wie ich sage, Privatadresse, das geht bei uns dem, also wenn du fragst nach einer Firma, geht das der Firma eigentlich, also bei der Abfrage geht es den Scheißtrick an, wo meine Privatadresse ist. Die kriegen immer nur meine Firmenadresse raus. Und dort ist halt nix, ne? Dort ist halt nix. Also wie gesagt, ich habe dafür schon gesorgt, dass das ziemlich undercover bleibt. Ist auch bei German Let's Play, da weißt du auch nicht genau, wo er wohnt. BZW hat auch ein Büro angemietet, ist dasselbe Scheiß. Und da weiß auch bis heute niemand seine echte Adresse. Und man kann das schon so tricksen, es ist halt schwer. Klar ist es schwer, das so ein bisschen zu verschleiern. Weil ja Firmen ja offiziell sind, das ist klar, weil ich habe ja eine Firma, aber es haut schon hin. Also bis jetzt alles super. Wenn ich jetzt meinen Firmennamen sagen würde, dann wäre es ein Problem, aber den sage ich auch nicht. Gell? Könnt ihr mal googeln nach der, wie heißt die? Andi-Leuchtstäbchen. Die Andi-Leuchtstäbchen GmbH zum Beispiel. Das ist, die gehört mir, die Firma. Das ist das Und, wie heißt es nochmal? Die Schaumwaffel GmbH oder Schaumrollen und Schaumwaffel GmbH. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, Lindovo, gute Nacht, war ein spaßiger Stream. Ey, vielen Dank für 16,99, Bruder. Liebe geht raus. Liebe geht raus. So, Leute, jetzt aber wirklich, haut rein. Warum diskutiert man überhaupt darüber? Echt lost, Leute. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe ja auch dem Typen, der die Donation reingeschallert hat, habe ich mir auch gedacht, was interessiert's mich oder was interessiert's dich, wo ich wohne oder was ich mache oder... Weißt du, das verstehe ich halt nicht so ganz. Ich denke mir immer, lass die Leute doch alleine. Lass die Leute doch einfach in Ruhe. Alleine, dass es Leute gibt, die zum Beispiel auf eine Insel fliegen zu Unge, zeigt eigentlich, wie krass kaputt die Menschheit teilweise ist, dass die Leute einfach nicht in Ruhe gelassen werden. Ich habe ja noch den Vorteil, dass ich noch ziemlich, mich hinter dieser Maske hier verstecken kann. Sprich, ich kann in die Öffentlichkeit gehen, genau, Schaumtütenkurt, die GmbH, das ist meine GmbH, genau. Dass ich noch in die Öffentlichkeit nicht so getreten bin, das heißt, ich habe meine Ruhe. Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, erkennt mich keine Sau. Ich kann ganz normal einkaufen gehen. Und das ist der Grund, warum ich mich auch nicht zeige. Und da habe ich einfach meine Ruhe, wisst ihr? Steht auch in der Kanalinfo, oder? In der Kanalinfo steht meine Netzwerkadresse, ja. Da ist auch ein Büro. Die habe ich auch angegeben. So gesehen, zwei Büros, aber ich habe ja eine eigene Firma auch noch. Um das geht's ja. Ich bin ja nicht nur beim Netzwerk, ich habe ja eine eigene Firma auch noch. Aber gut, Leute. Leben und leben lassen, so ist es. Ich sage immer, lasst einfach die Leute in Ruhe. Mir tut zum Beispiel Monte auch übelst leid. Der Typ hat sich jetzt erst ein schönes neues Haus gebaut. Und da gibt es schon die ersten Leute, die dort vorbeifahren und Fotos machen. Also mir tun die Leute leid. Du kannst nicht mal mehr ein Haus bauen, nur weil du ein bisschen Reichweite hast. Und also ich muss ehrlich sagen, das ist halt schon heftig, weil du musst eigentlich gefühlt eine ganze Mauer bauen mit Sicherheitssystemen, dass dir keiner auf die Pelle rückt. Ist leider heutzutage so. Finde ich echt schade. Aber so ist das halt. Ne? Deshalb, ich bin froh, dass ich mir noch nicht gezeigt habe. Ich habe jetzt meine Ruhe. Ich kann einkaufen gehen. Mich nervt keiner. Zu mir kommen nicht die Leute und fragen nach einem Autogramm oder Foto. Ich habe da meine Ruhe. Und habe trotzdem mein YouTube hier. Und habe trotzdem eine Reichweite. Ja. Aus dem Hobby ist einfach mein Beruf geworden. Und das ging so schnell, das glaubt ihr nicht. Und ich glaube, hätte ich mich jetzt schon mal gezeigt, dann hätte ich bis heute keine Ruhe. Ja, ist halt so. Aber ja, ich sag so, lasst die Leute einfach in Ruhe. Auch wenn ihr mal irgendwo eine Adresse habt, fahrt dort nicht hin. Außer auf dem schaurigen Berg, da ist es okay. Dort ist es richtig und wichtig. Nee, Spaß, das ist, ja. Das war so ein Joke von mir, aus meiner Seite. So. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, jetzt machen wir aber wirklich Schluss. RP-Gott GmbH, das ist sie, ja, die RP-Gott GmbH. Er hat sie gefunden, scheiße, liegt. Nee, und dann würde ich sagen, machen wir für heute mal Schluss. Wir sehen uns übermorgen, ich bin morgen nicht da, deshalb gab es ja heute diesen Stream, der heute einschallert, weil ich hätte ja eigentlich sonst eher jeden zweiten Tag gestreamt und der war jetzt so ein Einschieb-Dingsbum-Stream, ja, so ist es. Gut, Leute. Stimmverzerrer drin? Nope, ich habe keinen Stimmverzerrer. Aber ich sag so, über Mikrofon hören sich Leute immer anders, als wenn sie vor dir stehen, das ist schon mal sehr gut so. Und ich habe jetzt auch nicht so eine prägnante Stimme wie ein Monte, wie ich finde. Weil ein Monte so ein... Das hörst du halt schon kilometerweit. Ich glaube, mich erkennst du nicht so schnell.
Andl, ich glaube, Andler kennst du eher, wenn du ihn triffst. Ja, gut, Leute. Also. Leo und Dovo und Hauptsache Spaß haben am Stream, so ist es. Muss. Und Dejan Supreme, danke für 90 Cent. Grüße ihn raus auch an dich. Jetzt aber, liebe Leute, jetzt wirklich haut rein. Ich mach nochmal Winke, Winke, wie der Cringe-Tiger, ne? Winke, Winke! Und damit haut rein, Tschüssikowski. Bis übermorgen. Der arme Meth-Typ. Ja, dem hole ich das irgendwann mal ab. Da kannst